YouTube, da ist er wieder, der Bandana Boy. Und das ist natürlich heute nicht unbegründet. Ja, wir reden wieder drüber. Ja, wir machen wieder eine große Vorschau auf den nächsten Premium Live Event. Und der findet ja in Saudi-Arabien statt. Okay, das kann passieren. Da können wir ja nichts dafür. Aber wir reden trotzdem drüber, weil es ist eine ganz illustre Karte. Und das mache ich in erster Linie erstmal mit einem Mann, der schon in der Leitung sitzt, aber heute sich nicht zeigen möchte, denn er sieht nicht gut aus. Hallo, Herr Listemann. Einen wunderschönen guten Abend oder guten Tag oder guten Morgen, egal wann ihr das hört. Absolut richtig. Und wenn ihr das hört, dann könnt ihr auch natürlich schon vorskippen. Ja? Wenn ihr den nächsten Mal nicht ertragen könnt, dann gibt es noch den Part mit der Community. Mit der rede ich dann nämlich auch noch drüber, was die denn so erwarten, was so die Prognosen sind, was für Szenarien Richtung Survival Series denn so entstehen. Das ist doch alles, was wir hier machen müssen. Verdammt nochmal. Herr Listemann, bist du ready? Bist du vorbereitet? Ja, Abfahrt jetzt, los. Abfahrt jetzt. Wir sind wieder im großen Stadion in Riyadh, ja, in Saudi-Arabien. Keine Ahnung, wie man da Tickets kauft, ob man die überhaupt kauft. Das ist mir auch egal, weil der WWE ist es auch egal, denn die kriegen viel, viel Geld dafür. Und dementsprechend kümmert uns das Setting jetzt nicht. Das sieht aber ganz nett aus, aber es ist trotzdem halt politisch wie immer grenzwertig. Das ist nicht unser Thema, mein Lieber. Genau, wir sind da hier nur rein für Sportliche zuständig. Nennen wir es Sport, absolut richtig. Und wir haben eine Card mit 8 Matches. Und jetzt ist der Hammer, ja, da muss man auch sagen, also da komme ich nicht drauf klar. Jetzt führt die WWE tatsächlich dauerhaft wieder Kick-Off-Show-Matches ein, meine lieben Freunde. Wir haben das zuletzt schon gesehen, bei NXT beispielsweise. Jetzt machen die das auch noch in Saudi-Arabien, ja. Und in diesem Kick-Off-Show-Match steht ein Mann, der dahin gehört. Das ist JD McDonagh, ja. Da steht aber noch ein Mann, der könnte auch headlinen. Das ist nämlich Sami Zayn. Und der ist wieder in Saudi-Arabien. Das ist höchst interessant. Aufgrund der politischen Lage natürlich jetzt auch nicht ganz ohne. Aktuell war ja früher schon ein bisschen schwierig. Jetzt nicht weniger. Aber dann fährt er dahin und dann steht er einfach in der Kick-Off-Show, weil die Story jetzt gerade ist, dass Sami Zayn wieder mal den Judgment Day zerstören will. Jetzt frage ich dich erstens, warum JD McDonagh? Zweitens, warum Kick-Off-Show? Und drittens, warum schon wieder? Tja, erste Frage, warum nicht gegen JD bei Raw und dann beim Pay-Per-View auf der normalen Card gegen Priest? Ja, das wäre die erste Sache, die ich gesagt hätte. Und doch, ich weiß nicht, warum die überhaupt, machst du auch, wenn du schon das Match machst, machst du auch die normale Card mit drauf. Das kommt ja jetzt auch nicht drauf an, ganz ehrlich. Ja, also Kick-Off schon, ne? War jetzt lange Zeit nur dafür da, um ja, ein bisschen komisch daher zu reden, ein paar Clips zu zeigen und jetzt macht man ein Match. Ich kann mir schon vorstellen, dass mehr Leute einschalten, ja, und deswegen will man vielleicht auch einen Draw haben wie Sami Zayn, der vielleicht noch ein paar Leute dazu bewegt, die dann doch noch Peacock gucken oder wie auch immer. Da geht es ja viel um Reichweite. Das verstehe ich ja alles. Ja. Aber diese Ansetzung mit JD McDonagh verstehe ich nicht. Also, Sami Zayn, du hast gerade gesagt, Priest, ne? Okay, ja, da war schon mal was. Generell hat er doch gefühlt schon durchgespielt mit Kevin Owens und jetzt alleine und dann wieder mit Cody und dann nochmal in Six-Man-Tag und dann nochmal hier. Das ist doch seit Monaten das Gleiche. Jetzt kriegen wir ein Match, okay, das gab es vielleicht noch nicht so, aber ist das jetzt ein Match, was jetzt wirklich irgendjemand sehen möchte? Also ich zum Beispiel, ich frage mich immer, JD McDonagh ist ein geiler Typ, ja, ich mag den, aber der kann doch nicht mit den großen Namen mitspielen. Warum steht der auf so einer Card? Das ist eine gute Frage. Vielleicht, weil sie auch nicht andere, mehr Leute hatten, die mit rüberfahren durften, konnten, wollten, wie auch immer. Das ist ja auch immer noch so ein Punkt, den es ja bei WWE, bei den Saudi-Shows ja auch immer noch gibt. Ich will es nicht, JD, wie du schon sagst, super Typ, aber deutlich in so einem Match zu früh, aber PPV-Card. Auch wenn es ein Kick-Off-Match ist. Ja, ich meine, das Einzige, was ich mir hier noch irgendwie einreden kann, ist, dass man irgendwie wieder mal die Judgment Day Nummer spielt. Ja, dass JD vielleicht wieder allein gelassen wird, dass sich keiner drum kümmert, dass er vielleicht auch der Vorbote ist, der Sami Zayn mal ein bisschen auseinandernimmt, damit dann irgendwie na, die Show mit Judgment Day eröffnet werden kann. Irgendwas in die Richtung, ja, weil die anderen sind ja, naja, auch nicht alle drauf, aber Rhea Ripley ist zumindest drauf. Dementsprechend, da kann schon was sein, aber ich sehe halt kein großes Story-Zusammenhang. Und ganz ehrlich, selbst wenn diese Story da ist, ja, irgendwie ist sie nicht heiß, muss man einfach so sagen. Generell, ja, ja. Judgment Day tue ich mich gerade ein bisschen schwer. Also ist gerade ein bisschen viel Judgment Day. Die waren live super in München, ja, oder wer sie gesehen hat in Deutschland. Aber sorry, die Story ist jetzt nicht mehr wirklich brennend. Und wir wissen, da geht es bald Richtung Survivor Series. Ja, und da werden wir wahrscheinlich diese beiden Jungs dann in irgendeiner Art und Weise auch sehen in einem Multiverse-Match, oder? Davon gehe ich aus, ja. Es ist allgemein, die haben ja nur die letzten Monate wirklich viel richtig gemacht, dass sie die ja wirklich doch interessant bekommen haben, was wir monatelang bezweifelt haben, aber es hat ja funktioniert. Aber jetzt ist, glaube ich, sollte man
im Judgment Day eine neue Richtung einschlagen. Das ist jetzt, glaube ich, sie wollen es wahrscheinlich jetzt noch bis Survivor Series durchziehen, wegen dem Multiman-Match, aber ich hoffe, dass sie dann wirklich spätestens danach dann Judgment Day in eine neue Richtung stecken. Jetzt sollten auch die ersten Spannungen, die ja schon angedeutet wurden, sollten jetzt auch langsam Richtung Eskalation gehen, denke ich. Naja, die ersten Spannungen, die angedeutet wurden, ja, das geht jetzt auch schon einige Monate. Ja? Also Damian Priest und Rhea Ripley, werden wir gleich nochmal drüber sprechen, da ist schon was drin, da kann man schon was machen, auch JD und Priest, ne? Da gibt es ja immer wieder mal was, aber naja, es bewegt sich halt auch wenig. So, hier bewegt sich aber was im Bild, meine lieben Freunde. Wenn ihr gerade auf YouTube das nachträglich schaut, dann ist das definitiv okay, ja, aber viel besser wäre es gewesen, ihr wärt bei twitch.tv/herrflöter mit OE gewesen, denn da chattet das liebe Team OE, ja, das sind die, die dann nachher noch reinkommen, die dann nachher noch mit uns reden, die vielleicht nochmal ganz andere Takes haben und die lasse ich euch hier eingeblendet, ja, da könnt ihr schon mal gucken. Chat, sagt mal fröhlich Hallo an YouTube. So, wunderbar. Haben wir die Kickoff-Show aber auch abgehakt? Ich glaube nicht, hier wird nicht viel passieren. Also ich glaube, einen Tipp brauche ich nicht, aber ja. Sami Zayn im Normalfall, oder? Man spielt ja, alles andere wäre auch wirklich sinnfrei. Ja, Sami Zayn hängt ein bisschen in der Luft, ne? Seit KO weg ist. Ja, Tag-Team-Serie ist erstmal erledigt, dann hat er ein bisschen mit Jay, aber auch nicht so richtig. Naja, mal gucken, wo es dann hingeht. Also Jay hat bei Raw zumindest gesagt, naja, die wollen die Tag-Titles. Okay, mal gucken. Warum Sami Zayn dann jetzt bloß mit einem anderen Partner wieder reingehen soll, weiß ich allerdings auch noch nicht so richtig. Ja. Gut, schauen wir auf die Hauptcard. Ja, das sind 7 Matches, jede Menge Titelmatches, auch ein paar andere Ansetzungen noch. Ein Match hat es wieder nicht geschafft und das ist ein IC-Title-Match. Der Gunther ist nicht da. Wie finden wir das denn? Ja, belastend. Durchaus, ne? So ein Miss gegen Gunther, warum denn nicht? Warum ist das nicht auf dieser Card? Die haben bei auf dieser Card jetzt ist so viele Matches drauf, die sie im Prinzip von jetzt auf gleich kurzfristig auf die Card geschustert haben. Das hätten sie ja mit dem IC-Titel genauso machen können. Und Gunther gegen The Miz wäre, glaube ich, auch nach dem, was bei Raw passiert ist, deutlich sinnvoller gewesen als andere Matches, die wir ja auf der Card drauf haben. Ja, vor allen Dingen, okay, jetzt ist es Saudi-Arabien, kann natürlich sein, dass da irgendwelche persönlichen Gründe sind, warum irgendjemand nicht da ist. Klar. Das kann immer sein, ja, aber generell ist das ja schon ein Muster, was auffällt. Also Gunther sehr, sehr selten auf Premium-Live-Events zu sehen. Ab und an mal kriegt er mal ein großes Match, aber ist das Ziel da einfach, ihn ja special zu halten? Das ist mein Gefühl. Die wollen lieber, dass er mit Gunther im Imperium in den Wochenshows ich nenne es mal einen Lichtblick zeigen, sage ich jetzt mal, ja, und halten ihn, was die Premium-Live-Events angeht, bewusst zurück, um dann irgendwann diesen großen Payoff zu machen. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass Gunther bei einer Raw den Titel verliert irgendwann mal und nicht bei einem Premium-Live-Event und dann aber danach dann direkt durch die Decke zu schießen. Ist natürlich eine Möglichkeit. Martha wirft noch einen Chat. Wirkt so, als würde man einen Titel ran, ja, künstlich verlängern damit. Das ist durchaus auch ein Punkt. Aber ganz ehrlich, er hat ja auch Matches. Also er hatte bei SmackDown immer seine Matches, seit er bei Raw ist, hat er seine Matches. Es ist ja nicht so, dass er nicht eingesetzt wird. Also er verteidigt ja schon sehr oft im Vergleich zu anderen beispielsweise. Deswegen ist das immer so ein bisschen, weiß ich nicht. Die in Deutschland unterwegs waren, ja, bei der Live-Tour, die haben ja nochmal das Match gegen Bronson Reed gesehen. Ich gehe davon aus, es war überall so fantastisch wie in München. Ich habe es geliebt. Ja, das war deutlich besser als das, was wir bei Raw gemacht haben. Und das hat mir schon gut gefallen. Also das hätte ich auch nochmal genommen zum Beispiel. Aber offensichtlich soll es nicht sein bei dieser Pay-Per-View-Card. Gut, gehen wir rein. Ich mache das wie immer. Ja, ich gehe von unten nach oben von der Website, von der Preview. Ja, und da steht als erstes jetzt das WWE Women's Champion Match. Io Sky gegen Bianca Belair. So wahnsinnig viel Story gibt es eigentlich nicht. Ja? Damage Control hat Bianca Belair mal irgendwann kaputt gehauen, dann war sie 2 Monate weg. Alle haben gedacht, jetzt kommt sie verändert wieder. Sie ist dann wiedergekommen, war ein bisschen aggressiver bei SmackDown zuletzt. Das war aber auch nur die FS1-Folge, darf man nicht vergessen. Das hat bloß die Hälfte der Leute gesehen. Und es sah dann doch wieder nach der Standard-Bianca aus. Ist das jetzt Mittel zum Zweck? Wird sie das jetzt hier verlieren oder was ist hier der Sinn dahinter? Also grundsätzlich haben wir gesagt, das wäre jetzt eins der Matches, was ich jetzt auch wegen dem IC-Titel-Match dachte, was so von jetzt auf gleich auf die Karte geschustert wurde, was man auch durchaus hätte weglassen können. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das der Start eventuell von Bianca Belair ist für den Heel-Turn, um dann bei der Gruppierung rund um Bobby Lashley und so vielleicht eventuell integriert zu werden. Das ist meine große Hoffnung. Und vielleicht auch so jetzt vielleicht mal den Face-Turn von Io Sky eventuell jetzt mal
anzusetzen. Vielleicht auch mal die Trennung von Bayley und Konsorten. Ja, ich hoffe auch, dass es in die Richtung geht, ja, dass das der Grund ist, warum das auf dieser Card steht, weil man halt eine große Bühne möchte dafür. Ich gehe davon aus, dass sie den Titel nicht holen wird. Das ist ja quasi ein Rematch, ja, das steht da quasi noch aus. Ja, ja. Dementsprechend macht man es jetzt halt noch. Man hat sie aber nicht wirklich Mühe gegeben, jetzt da irgendwas aufzubauen. Das war halt, sie war nicht da, jetzt ist sie wieder da und dann ja, hat sie irgendwas mit Adam Pearce geredet, offensichtlich. Und deswegen gibt es dieses Match. Okay, das ist dann aber auch ein bisschen dünn. Die Promo bei SmackDown fand ich gar nicht so verkehrt. Ja, da hat sie schon anders reagiert, ja, als man das so kennt. Dieses Girl, das war nicht dabei. Es war schon, ja, bestimmter. Sagen wir mal bestimmter. Das könnte so ein Indiz sein, dass es in die richtige Richtung geht. Ich hoffe auch, dass man es macht. Und ja, im Endeffekt, ne? Die Gruppierung um Bobby Lashley hast du angesprochen, die Street Profits, da ist ihr Mann. Ja, also das ist doch das, was wir eigentlich lange sehen wollen. Ein Heel-Run von Bianca würde ich mit Kusshand nehmen. Ja, die Frage ist nur, wen stellst du dann dagegen? Ja, das ist dann so ein bisschen die Problematik. Ja, gut, das ist ja denn, das ist der Problematik der WWE, da müssen die sich darum kümmern. Ne? Ja, bin gespannt, was dann andere da sehen, wenn wir nachher mit der Community drüber reden. Also, ich war erstmal enttäuscht. Ja, ich war erstmal enttäuscht, dass sie als Face zurückkam. Andererseits, wenn man das dann nachträglich macht, damit es mehr Leute mitbekommen, ist es auch nicht verkehrt. Ja, man muss nicht immer alles gleich machen. Aber gut. Wenn das jetzt dazu führt, dass sie jetzt vielleicht beim Primo Live Event diesen Heel-Turn offensichtlich beginnen, sage ich mal, dann ist das Match für mich auch in Ordnung auf der Card. Ansonsten hätte ich es nicht gebraucht. Ja, und die Story ist ja da. Ja, also sie ist nicht Champion, sie ist attackiert worden, sie ist rausgenommen worden und deswegen muss sie jetzt dann irgendwann anders handeln, weil sie das Match jetzt auch nicht gewinnt, irgendwie in die Richtung. Hat ja noch das Match gegen Bayley bei SmackDown, das ist ja getaped, das findet ja vorher noch statt. Dementsprechend, da wird man schon ein bisschen heiß machen noch. Ja, wir nehmen das natürlich vor SmackDown auf, dementsprechend wissen wir noch nicht, was da passiert ist, aber müssen wir mal gucken. Wort zu Io Sky, ja, die ist jetzt eine ganze Weile schon Titelträgerin. So richtig geil ist der Run nicht, oder? Ja, schwierig. Also man hatte ja wirklich gute Hoffnung, wo sie dann die Titel wirklich gewonnen hat. Und dann gab es ja auch zwischendurch diese Spannung mit Bayley und allem drum und dran. Aber das ist ja irgendwie, habe ich so gefühlt, die letzten Wochen wieder komplett verpufft, das ganze Thema. Schwierig. Ich hoffe, dass sie das jetzt wieder ein bisschen aufgreifen und vielleicht doch ein bisschen mehr Profil dadurch auch geben. Ich glaube, das ist genau der Punkt, ja. Ihr fehlt am Profil. Wrestlerisch braucht man jetzt nichts vormachen. Das ist einer der besten, die sie haben. Und man hat auch ein paar Sachen weggeworfen. Also Match gegen Asuka beispielsweise hat man zwischendurch mal irgendwann bei SmackDown gemacht. Das hätte man größer inszenieren können. Man hat viele Tag-Matches gemacht mit ihr, ja, mit Bayley an der Seite. Das war auch nicht so wirklich geil. Gegen Charlotte ging es mal. Aber das ist jetzt alles nicht wirklich auf die ganz große Bühne gehievt worden. Ne? Also das hat man offensichtlich noch nicht vor. Vielleicht gibt es Gründe dafür. Vielleicht geht es ihr dann wirklich auch noch steil, wenn hier irgendwas passiert. Ja, mal gucken. Ich habe da schon die leise Hoffnung, dass man sich was vorgenommen hat. Also ich predikte hiermit Io Sky versus Bayley bei Survivor Series. Würde sich anbieten, ne? Also ja. muss man einfach so sagen. Das ein einzige sinnvolle Match, was für Io Sky als nächstes kommen könnte, weil im Endeffekt, sie hat ja, wie du schon sagst, jetzt Bianca Belair, Asuka und Charlotte Flair. Es ist ja im Prinzip, sind ja jetzt wieder alle durch. Gegen wen sollen sie denn jetzt noch kämpfen? Naja, da gibt es eine gewisse Chad Cargill, die kommen könnte. Da gibt es Kairi Sane, die kommen könnte. Also da gibt es schon ein paar Möglichkeiten. Ja. Kairi Sane gegen Io Sky, ja, aber auch nicht aus dem Stegreif. Ja, aber das ist also das Problematik. Ja, da ist, glaube ich, auch die Dinge auch noch, wenn sie zurückkommen sollen, zu WWE zu gering aufgebaut und viele Leute werden gar nicht mehr auf dem Schirm haben, wer sie überhaupt ist. Deswegen. Das ist es. Du musst sie erstmal reinbringen. Ja. Jemand, den man sehr gut reingebracht hat, nämlich noch gar nicht so lange her, ein knappes Jahr, ne? Ja, ein bisschen über ein Jahr inzwischen, das war nämlich in Cardiff, ist Solo Sikoa. Ja? Und dieser Solo Sikoa kriegt jetzt sein erstes richtig, richtig dickes Singles-Match, ich glaube, das kann man schon so sagen, auf einer Pay-Per-View-Card, nämlich gegen John Cena. Ja, also Cena ist ja jetzt seit einigen Wochen im Programm. Wir wissen, er wird bis Survivor Series wird er da sein und macht jetzt hier den Job, ja, macht hier den Veteran, gibt hier den, legt die Rutsche, ja, für Solo Sikoa. Das ist zumindest offensichtlich der Plan. Ja, also ich hoffe, also ich gehe nicht davon aus, aber ich hoffe auch, und ich kann mir das bei Cena gut vorstellen, dass der sich auch für Solo hinlegt.
wie das Ganze dann gebaut wird mit irgendwelchen Eingriffen von mir aus oder wie auch immer, sei mal dahingestellt, aber für Solo natürlich das erste richtig große Match in der WWE und auch zu Recht wohlgemerkt, ne? Also ich freue mich drauf. Grundsätzlich freue ich mich auch drauf. Ich habe nur das Gefühl, dass es der falsche Mann ist. Ja? Also ich finde, diese John Cena-Nummer mit der Bloodline dann zu verknüpfen, war ein bisschen unrund, ja, wie man es angefangen hat. Der Aufbau jetzt ist in Ordnung, die haben sie jetzt ein paar Mal ja, einen mitgegeben, das ist okay, aber eigentlich wäre doch ein Theory in Grayson Waller die logischere Wahl gewesen und ich bin mir auch fast sicher, dass das der ursprüngliche Plan war. Aus irgendeinem Grund macht man es jetzt nicht und Solo wird jetzt da reingeworfen, ist jetzt aber auch gerade nicht in der heißesten Position. Da war ja auch schon interessanter, weil die Bloodline-Story eigentlich gerade nicht läuft. Und das ist so ein bisschen die Problematik, die ich hier sehe. Ich glaube schon, dass man Solo das Ding geben kann. Ja, glaube ich schon. Und John Cena hat ja Theory auch gewinnen lassen, ja, wenn man so will. Nur bei Theory hat es null funktioniert. Und bei Solo weiß ich nicht, ob das dann besser wird. Ja, also ist es dann wirklich so viel wert? Plus, man spielt ja die Story. John Cena muss unbedingt gewinnen, er setzt sich selber unter Druck, er weiß ja nicht mehr, ob es geht und erstes Singles-Match seit keine Ahnung wie viel Monaten und Jahren. Es ist mir ein bisschen sehr hinkonstruiert, das möchte ich sagen. Hm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass die jetzt so eine Nummer schieben, jetzt davon mal abgesehen, was immer mal angekündigt war, wie lange Cena jetzt noch da ist, wie viel jetzt im Endeffekt ist, kann jetzt eh keiner von uns sagen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass er jetzt hier gegen Solo macht, dann macht er bei Survivor Series gegen Jimmy, um dann bei Rumble gegen Roman Reigns nochmal zu gehen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt der Plan ist. Ist halt die Frage, ne, wie lange ist Cena jetzt wirklich da? Survivor Series wissen wir, ja, dass er das macht. Ist sein erstes Singles-Match, seit er wieder da ist, ja, seit WrestleMania auch. Ja. Hat er ein bisschen pausiert. Jetzt ist er in diesem Run, hat er ein paar Tag-Team-Matches beschritten, ja, aber jetzt ist er das erste Mal wieder Singles ja, unterwegs. Interessanterweise, das Match geht ein bisschen unter, finde ich. Ja, also das hätte man auch deutlich, deutlich größer machen können. Ja, es ist immer noch John Cena, ist immer noch einer, der wahnsinnig gute Reaktionen kriegt und der hier eigentlich auch viel tut für Solo. Das muss man schon sagen. Also die ganzen Promos, er versucht ihn schon over zu putten. Also, das kann man ihm gar nicht vorwerfen. Also er macht da sehr viel, aber das Match ist auf der Karte jetzt so ein bisschen, also es ist nicht schlecht, aber es geht unter. So, das ist so ein bisschen mein Problem hier. Ja, das bei Cena allgemein das Problem, finde ich jetzt bei dem Run jetzt, den er hat, klar, er tut die ganzen Leute wie LA Knight und so jetzt wirklich durch seine Promos wirklich nach oben pushen. Aber irgendwie ist mir das alles zu. Cena kommt mir dazu zu schlecht weg, sag ich jetzt mal in seinem Run. Das ist mir alles, das ist so das ist irgendwie so nichts Besonderes. Cena ist eigentlich immer was Besonderes gewesen, wenn er jetzt da war, auch wenn er zurückgekommen ist oder wie auch immer. Jetzt ist das so ein bisschen, ja, er ist da, aber so richtig. Steht auch nicht im Mittelpunkt bei den Sachen, die er macht, was ja durchaus auch in gewissen Punkten richtig ist. Aber so richtig, dieser Wow-Effekt bei diesem Run bis jetzt, fehlt mir bei Cena noch. Zumal es ja das erste Singles-Match ist seit WrestleMania. Davor gab es auch lange Heiz. Da hätte man schon ein bisschen mehr noch auf die Kacke hauen können, um das mal salopp auszudrücken. Grundsätzlich eine okaye Ansetzung. Bin sehr gespannt, was man mit Solo vorhat. Offensichtlich viel. Ja? Dementsprechend kriegt er hier diesen Spot. Jetzt sind wir natürlich beim Tipps. Ja? Also ganz ehrlich, wenn du das machst, dann musst du Solo den Sieg auch geben. Ja, sehe ich genauso. Alles andere wäre, dann brauchst du das Match nicht machen, wenn er jetzt Cena gewinnen lässt, ganz ehrlich. Also selbst mit Eingriffen oder irgendwas kannst du es ja lösen. Ja? Also dass John Cena jetzt hier eine Schlacht aussieht, das ist dann schon okay. Ich hoffe, wie gesagt, einfach nur, dass man dann mehr draus macht als mit Austin Theory. Das war ja nicht so ganz erfolgreich nach WrestleMania. Naja, ganz erfolgreich ist hingegen ein ganz anderer Mann zuletzt gewesen. Und das ist lustigerweise nicht Cody Rhodes. Nee, es ist Damian Priest. Den hat man ordentlich an Profil gegeben, seit er den Koffer hat. Mr. Senior, ne? Mann in der Bank und so. Sie wissen schon, neuer Koffer. Und er ist so eigentlich der gefühlte Leader. Ja? Neben Rhea Ripley beim Judgment Day. Der heißeste Mann, der heißeste Name zumindest. Ist gleichzeitig aber auch noch Tag Team Champion. Dürfen wir auch nicht vergessen. Und schießt immer wieder mal sein Cash-In. So, jetzt geht der aber aus welchen Gründen auch immer, bei einer Raw auf einmal auf Cody Rhodes los. Ja, hämmert ihn durch den Tisch, das war ein cooler Spot, ja, und Cody rächt sich dafür, aber Cody hat auch komplett vergessen, was er eigentlich will, und Damian Priest lädt sich jetzt hier ein Match auf gegen den großen Namen. Grundsätzlich reingefragt, so deine Stimmungslage, ist das ein Match, was gerade passieren sollte, oder ist das ein Match, was man eigentlich hätte, naja, bei einer Raw machen können?
Das muss hier nicht passieren. Auch nicht so, wie es zustande gekommen ist, wie wir es ja vorhin schon gesagt haben. Damian Priest gegen Sami Zayn, auch wenn es zum wiederholten Mal gewesen wäre, wäre deutlich interessanter gewesen und besser gewesen, storytechnisch. Dann mach halt nochmal Cody Rhodes gegen Dominic Mysterio, wenn du jetzt Cody unbedingt auf der Karte haben willst. Warum denn? Er gab es zwar auch schon ein paar Mal, aber wäre für mich das deutlich interessantere Match gewesen. Ich sehe vor allem so ein bisschen das Problem, und das kann man vielleicht reininterpretieren, ne? Das sind ja zwei Kandidaten, die schon auf dem, ja, auf den Titel gehen können. Ja, also das ist ja, das kann man ja nicht wegdiskutieren, und Priest sowieso mit seinem Koffer. Das Problem, was ich immer sehe, ist auch diese Art und Weise, wie man es gebuckt hat. Ja, also Damian Priest, die verlieren die Tag Titles, gewinnen sie dann wieder zurück. Ja, Finn Bálor spielt hier gar keine Rolle, der hatte aber vorher die große Fehde mit Seth Rollins, drei Matches lang. Der hat diesen Spot gehabt, den Damian Priest eigentlich haben sollte. Ja, und jetzt schiebt man hier so einen Zwischenstint ein mit Cody Rhodes. Das wirkt jetzt nicht unbedingt, als hätte man jetzt wirklich den ganz großen Plan, was den Koffer angeht. Man teast es zwar gefühlt vor jedem Pay-Per-View nochmal, dass er eincashen könnte, aber eigentlich ist er noch viel zu beschäftigt. Plus, er hat noch den Tag-Title. Man macht ihn doch jetzt nicht zum Champion in irgendeiner Art und Weise. Warum geht er dann gegen Cody Rhodes? Ja, das ist ganz einfach. Genauso wie das Match Sammy gegen JD. Das ist, zielt einzig darauf hin, für Survivor Series Wargames vorzubereiten. Du willst aber Sammy, Cody, Jay wahrscheinlich noch dazu, noch irgendjemand und dann auf der anderen Seite Judgment. Darauf willst du da hinauslaufen. Deswegen macht man jetzt dieses Match. Befürchte ich auch. Und das hat nichts damit zu tun, dass er Damian Priest hier mehr geben will oder Cody irgendwas geben will. Die sind ja irgendwo auf der Midcard gerade. Ja, gefühlt könnten sie Main Eventer sein oder sollten es vielleicht sogar sein in Zukunft. Ja, wieder. Aber aktuell ist es nicht ganz so heiß. Naja, gut. Was will man machen? Also, ich finde es auch schwierig zu tippen, sage ich dir ganz ehrlich. Also, eigentlich musst du Damian Priest hier was geben, aber das wird dann auch wieder nicht clean sein. Ja, dann profitiert auch wieder keiner so richtig davon. Cody selber hat nicht viele Ja. Niederlagen eingesteckt, bräuchte ja eigentlich auch mal wieder was, müsste er auch mal wieder Ambitionen haben. Ja, also, der eiert ja auch nur rum. Ja, also, warum beschäftigt er sich überhaupt mit Judgment Day? Das ist ja auch so ein Thema. Naja, schwierig, keine Ahnung. Vielleicht ist das Sinnvollste hier irgendwie ein Double DQ oder Double Countout oder was weiß ich in die Richtung zu machen. Das wäre wahrscheinlich das Klügste in der Hinsicht damit gehen. Also, ich beide könnten den Sieg gut mitnehmen, beide brauchen, aber irgendwie auch nicht. Es ist. Ja. Schwierig, Es scheint ich kann mich hier nicht festlegen. Halt nicht so, als wäre jetzt wahnsinnig viel geplant dieses Jahr noch mit den beiden. Ne? Also Richtung Ja, Survivor Series, wo du ja. gesagt hast, das geht in Richtung, naja, Multi-Man, klassisches Survivor Series Match oder vielleicht Wargames oder was auch immer. Das muss man halt mal gucken. Dafür braucht man sie dann und deswegen macht man es ja. Naja, gut, also ich finde es schwierig. Also vom Gefühl her würde ich Damian Priest den Sieg eher geben, ja, wenn man wirklich vorhat, mit ihm was zu machen mit dem Koffer. Wenn das Ding aber nur Ja. da ist, damit ihn irgendjemand hat. Weiß ich nicht. Also ich habe eigentlich ein bisschen mehr erwartet mit seinem Koffer ran. Grundsätzlich wird er ja ordentlich positioniert. Ja, und dennoch ist die größere Story ja nicht ein möglicher Cash-In, sondern eigentlich die Geschichte mit Rhea Ripley. Und da kommen wir gleich noch drauf. Ja. Gut. Ein Match, was so ein bisschen Jungfrau zum Kinde mäßig rüberkam, ja, ist das US-Title-Match. Also immerhin, der US-Title schafft es auf die Pay-Per-View-Card. Im Gegensatz zum IC-Title, das ist in Ordnung. Mein Problem ist immer noch, dass das Ding von Rey Mysterio gehalten wird. Und mein Problem ist, dass man Logan Paul schon wieder nicht in den ganz großen Spot stellt. Das Ganze ist entstanden nach dem letzten Boxkampf von Logan Paul. Ja, das war medienwirksam, das kann man schon sagen. Ja, also er hat sich da im Ring, ne, hat er noch quasi eine Promo gehalten, nachdem er das Ding gewonnen hatte und hat quasi ja, Rey Mysterio mehr oder minder herausgefordert, um dann zu sagen, will ich eigentlich doch nicht, um dann zu sagen, mache ich doch. Das ist die Story, mehr haben wir nicht. Das sind aber schon, naja, also Logan Paul natürlich medienwirksamer Name und Rey Mysterio ist ja auch ein Name. Der ist schon weit über den Standard-Wrestler hinaus bekannt. Das muss man ihm schon geben. Ja, dafür ist er lang genug dabei. Ist das jetzt aber so ein Money-Match oder ist es eigentlich auch wieder zu wenig für Logan Paul? Also grundsätzlich sei gesagt, die beiden werden bestimmt ein richtig geiles Match abliefern, davon gehe ich aus. Das wird sicherlich auch gut harmonieren und dieses Match hat für mich bloß einen Sinn, dass sie das machen und zwar, dass Logan Paul den Titel gewinnt. Das ist Ja. und ja, als US-Champion dann Richtung Rumble wahrscheinlich eher WrestleMania, wie auch immer, ob es jetzt so lange ist, weiß ich nicht, aber gegen Richtung Rumble gehen wird und da hoffentlich irgendwie eine gute Story haben wird. Alles andere ist, also alles andere als ein Sieg von Logan Paul hier mit Titel gewinnen, würde mich stark wundern.
Ja, wir haben ja ein bisschen die Verquickung, ne, mit Dominik, ja, dürfen wir nicht vergessen. Paul und Dominik kommen wohl ganz gut miteinander klar. Da könnte es, also hätte ja auch ein Tag-Team-Match werden können. Am Ende des Tages ist es nicht geworden. Finde ich aber auch die bessere Wahl, muss ich sagen. Also ein US-Title-Match für Logan Paul ist ja schon ne, für die Außendarstellung nicht ganz unwichtig, das Ding. Rey Mysterio, wie gesagt, auch ein relativ großer Name, auch wenn er jetzt im Ring mir nicht mal so wahnsinnig viel gibt. Der Run von Rey Mysterio ist halt nicht gut. Ja, also das ist halt auch so ein Thema. Man hat ein bisschen was mit Santos geteased, man hat ein bisschen hier und da, aber es ist halt auch nicht wirklich so, dass es jetzt eine prägende Regentschaft war. Und dementsprechend tendiere ich ja auch einfach dazu, du musst Logan Paul jetzt eigentlich diesen Titel geben, in der Hoffnung, dass er dann länger da ist. Ja, sehe ich auch so. Alles andere macht für mich auch keinen Sinn. Ja, schauen wir mal, was sie wirklich rausmachen am Ende. Müssen ja auch ein bisschen so auf die Face- und Heel-Dynamik ein bisschen achten. Logan Paul, wann immer der kommt, wir wiederholen uns da. Ne? Eigentlich bei jedem Mal, wenn der da ist, sagen wir, wo, was der so macht am Mikrofon, der war ja bei Raw auch zwischendurch mal, war bei SmackDown, das ist schon höchst interessant. Das ist schon, das funktioniert. Ja. Der kriegt die Leute und mit Ray hat er jetzt natürlich auch einen Gegner, der grundsätzlich beliebt ist. Ja, und damit kriegt er natürlich auch seine Heel-Reaktion. Und jetzt hier den Titelwechsel zu machen, das Ding würde durch die Decke gehen. Plus natürlich, was würde passieren? Der würde das Ding überall mit hinnehmen, der würde das auf seinen Videos haben, der würde das bei all seinen Auftritten bringen. Und das ist doch wahrscheinlich der einzige Grund, warum Logan Paul bei WWE ist. Ja, also zum einen ist es eine Selbstvermarktung, aber zum anderen ist es auch vor allen Dingen, und das ist der viel richtigere Fakt, eine Riesenvermarktung auch von WWE-Seite. Ja, also die profitieren ja auch wahnsinnig davon, was er an Reichweite mitbringt. Dementsprechend hoffe ich einfach, dass man es macht. Ich hoffe, dass er länger da ist. Und wenn es bloß ein kurzer Run ist, bis zur Series, wegen mir, ja, aber dann hat man zumindest mal diese Schlagzeile, diese Headline, ja, dass Logan Paul einen Titel hält. Wenngleich, darf man immer nie vergessen, ja, es ist halt eigentlich ein Non-Wrestler, ja. Ich glaube aber, wenn du es irgendwo machen kannst, dann doch mit ihm. Ja, und machen wir uns das vor, ist aber wirklich so, wenn du ihn im Ring siehst, er ist teilweise deutlich besser oder vielleicht auch risikobreiter, keine Ahnung, wie man es nennen möchte, als der ein oder andere Wrestler, der schon das seit Ewigkeiten macht. Deswegen, das geht schon in Ordnung, wenn die WWE das jetzt so mitnimmt und auch die ganzen Klicks und allen drum und dran in Social Media und was auch alles die PR mitnimmt. Die Frage stellt sich, wenn Logan Paul den Titel gewinnt, muss er ihn ja irgendwann auch in der Fehde ja wieder verteidigen. Gegen wen ist dann die Frage? Da sehe ich. Das ist die Frage. Ne? Klar. Die offensichtlichste Version wäre ein Rematch, ja, Richtung Survivor Series. Ja. Aber wie gesagt, Rey Mysterio, sind wir ehrlich, braucht diesen Gürtel auch nicht. Ja, also der ist jetzt da geparkt, um dann halbwegs wertvollen Namen zu haben, der ihn gerade trägt. Aber wie gesagt, der Run ist jetzt nicht wahnsinnig aufregend. Und Santos Escobar, ich glaube, den hat man gewogen und vielleicht zu leicht befunden. Kann das sein? Deswegen spielt er hier keine Rolle mehr, was den US-Title angeht. Ja, gut möglich. Naja gut, grundsätzlich bin ich gespannt, was wir mit Logan Paul vorhaben. Ja, ich hoffe, das wird gut. Ich muss aber auch die Frage stellen, wenn ich über Logan Paul rede, wäre nicht vielleicht ein Rematch ein Jahr später gegen Roman Reigns nicht auch eine geile Sache gewesen? Ja, aber wie hättest du das jetzt aufgebaut? Hast recht, eigentlich hättest du das genauso machen. Ich glaube, das Medienwerk, sag mal, wenn er nach dem Boxkampf Roman Reigns herausgefordert hätte, das wäre nochmal deutlich größer durch die Decke gegangen als und du hättest genauso gut LA Knight gegen Rey Mysterio stellen können. Das wäre. Ich werfe mal noch einen Namen rein. Er ist ja auch bei Raw, also Seth Rollins wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber gut. Hat man nicht gemacht. Das finde ich ein bisschen schade. Das hat man zuletzt schon beim SummerSlam gemacht mit Ricochet. Das war jetzt auch nicht das höchste Kaliber oder kein ganz großes Kaliber. Und das Gefühl habe ich hier leider auch wieder, auch wenn Rey Mysterio natürlich ein deutlich größerer Name ist als Ricochet. Das ist schon klar. Aber vom aktuellen Standing her ist es das leider nicht. Grundsätzlich aber ein Match, auf das ich mich freue. Ich hoffe, Logan Paul gewinnt das Ding. Ich möchte es gerne sehen. Ja, sehe ich genauso. Ein Match, wo ich auch durchaus gespannt drauf bin, und das muss ich denen ja geben, ist das Women's World Championship Match 5-Way Fatal Dingsbums mit den vielen Frauen. Ja, Rhea Ripley. Sehr dominanten Run, muss man sagen. Ne? Hat aber zuletzt auch nicht so oft verteilt, die war auch gar nicht so oft auf PLE-Cards, muss man auch sagen. Jetzt ist eine gewisse Nia Jax wieder da, okay, wegen mir. Wir haben die Shayna Baszler in Position gebracht, ein bisschen verspätet, aber immerhin. Wir haben eine Zoe Stark in Position gebracht über die letzten Monate und wir haben natürlich noch eine Raquel Rodriguez, die jetzt auch durchaus ihre Chancen schon hatte und bewiesen hat, dass sie da was machen kann. Jetzt gehen die alle fünf gegeneinander. Ja, das ist, glaube ich, eine Konstellation, die hat Rhea Ripley so noch nicht gehabt. Und das sind jetzt alles auch, und das ist eine ganz bewusste Auswahl, glaube ich, alles Frauen, die
naja, körperlich irgendwas mitbringen. Ne? Also das muss man schon sagen. Also die sind alle groß und breit und können da ein bisschen was reinwerfen. Also vielleicht mal so grundsätzlich gefragt, die Ansetzung mutig, aber geil irgendwie. Ja, worauf du hinaus bist, wahrscheinlich, ich sag's jetzt mal so, wenn es jetzt vielleicht ein bisschen falsche Wort dafür ist, aber mir fällt gerade kein besseres ein. Es sind halt nicht diese üblichen Püppis, nenne ich es jetzt mal, die jetzt da gegen Ripley rangehen. Es sind von den Leuten, die da mit drin sind, ob man die jetzt mag oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, ist es halt mal was anderes als immer die üblichen Verdächtigen, die in so Matches drin sind. Deswegen wird, und das wird sicherlich auch ein gutes Match werden, weil ist ja mal so, klar, jeder hat da seine Stärken und Schwächen von den Fünfen, aber ich bin der Meinung, das wird ganz gut funktionieren. Ja, also ich denke, man wird einen Plan haben, was man hier zeigen will und wem man vor allen Dingen zeigen will. Denn ich glaube, dass so eine Racke, so eine Zoe nicht ohne Grund da drin sind. Ja, eine Shayna Baszler sowieso nicht. Eine Nia Jax ist Mittel zum Zweck, habe ich so das Gefühl, ja, um diese Bedrohungssituation von Rhea nochmal zu unterstreichen. Ich glaube nicht, dass sie den Titel mitnehmen würde. Rhea Ripley, naja, die hat zuletzt schon ihre Problemchen gehabt. Also die ist zwar sehr dominant, aber die hatte schon auch zu tun. Und da waren einige von diesen Namen ja schon dabei. Also dementsprechend, man hat schon gesagt, oh, Rhea Ripley ist, naja, nicht unbedingt verletzlich, aber sie ist schon angreifbar. Ja? Und dieser Titelrun ist nicht in Stein gemeißelt. Und das ist, glaube ich, die Story, auf die man hier raus will. Ne? Dann haben wir nämlich noch einen Damian Priest im Hintergrund, der vielleicht gerade gegen Cody gewonnen hat davor, der noch den Koffer hat, der noch eincashen könnte. Und dann verliert Rhea Ripley vielleicht den Titel in Saudi-Arabien. Ist das ein Szenario, was du kommen siehst? Nein, das glaube ich nicht, dass sie den Titel verliert. Aber vielleicht wird sie den Titel nur so ganz glücklich behalten, war ich jetzt mal so. Und der Damian Priest gewinnt vielleicht eindeutig gegen Cody. Ne? Das würde ja schon ausreichen. Und schon hast du die Spannung wieder in der Hinsicht, dass Damian Priest sagt, nee, aber ich habe ja mein Match deutlich und habe ich gegen Cody gewonnen. Und du hast ja bloß durch Glück, sage ich jetzt mal, das Match überstanden. Da hättest du ja schon die ersten Spannungen. Du musst bei dir schon den Ton anmachen. Ich mache den Ton an. Es könnte jetzt natürlich sein, dass dieser Damian Priest nicht nur das Match gegen Cody gewinnt. Vielleicht verliert er das sogar. Aber es wäre ja nicht das erste Mal. Er hat ja hier ein paar Möglichkeiten. US-Title, ja, zum Beispiel. Man könnte Logan Paul Upset machen und dann kommt ein Damian Priest und nimmt den Titel ab. Wäre eine Möglichkeit. Wir haben einen World Heavyweight Title auf dem Spiel stehen von Seth Rollins. Wir haben aber auch den Undisputed Universal Champion Roman Reigns da. Das ist ja auch nicht so oft. Ja? Also ich sag jetzt mal so, also Damian Priest könnte hier am Ende des Tages gegenüber Rhea Ripley die klare Vormachtstellung haben, wenn man das denn möchte. Szenario. Damian Priest verliert gegen Cody. Rhea Ripley gewinnt ihr Match, dann ist natürlich Rhea Ripley hier, du hast dein Match verloren, bla bla bla, hast du nicht gesehen. Und Damian Priest ist dann natürlich angepisst und tut dann dementsprechend Undisputed-Title-Match halte ich für unrealistisch, US-Title-Match auch, tut dann nach dem World Heavyweight-Title-Match seinen Koffer einlösen und das Ding eventuell sogar holen. Dann haben wir da wieder ganz andere Vorzeichen. Ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ja. Die Frage ist dann natürlich ein Stück weit auf welchen Titel, aber spielen könnte das mal. Die leichteste Variante wäre US-Title, das halte ich für gar nicht so unwahrscheinlich. Ja? Also, mal gut, müssen wir mal gucken. Ja. Ich hätte auch so einen Gunther genommen, ich sag's dir ganz ehrlich. Ja? Also, aber der ist halt... Ja. Gut, aber wir sind ja eigentlich bei den Frauen. Ja? Wir haben jetzt hier dieses Five-Way. Ich halte es gar nicht für so unwahrscheinlich, dass man hier was probiert, ja? Dass man Ripley den Titel vielleicht auch abnimmt, weil wir wissen ja alle, naja, so eine Real Ripley könnte ja auch führen, soweit was Serious Match ja auch in Betracht kommt, dass sie gegen Männer gehen könnte. Ja? Plus, wir haben dann nach der Survivor Series, der nächste PLE ist der Royal Rumble. Du brauchst für den Royal Rumble, für den Frauen Royal Rumble ja auch große Namen. Ja? Du brauchst vielleicht eine Charlotte, du brauchst vielleicht eine Becky, du brauchst vielleicht eine Rhea Ripley. Macht es dann vielleicht sogar Sinn, den Titel hier zu nehmen, ja, und sie wieder chasen zu lassen? Denn sie ist ja, obwohl sie in den Heel Stable ist, sie ist ja sehr beliebt. Also, das könnte durchaus eine Story sein, die ich da kommen sehe. Ich glaube nicht, dass die der jetzt den Titel nimmt. Ich kann mir das nur schwer vorstellen. Wer sollte denn jetzt von den anderen Vieren Raquel vielleicht als einzige glaubhaft den Titel gewinnen? Also, Raquel sich als einzige, die hier für mich glaubhaft den Titel gewinnen könnte. Bei den anderen drei sehe ich das noch nicht so.
Aber ich kann es mir am besten Willen nicht vorstellen, dass sie hier den Titel abgibt. Ich würde wirklich auf eine Zoe Stark schauen. Ja, ich glaube schon, dass das das Match sein wird, wo man sie gut positionieren möchte jetzt. Ja? Ich glaube nicht, dass sie den Titel gewinnt, das glaube ich auch nicht, aber ich glaube, sie wird ihren Moment kriegen und das wären ja auch mögliche Konstellationen. Also wenn jetzt Shayna Baszler den Titel mitnimmt, dann geht die gegen Zoe Stark. Ja? Also das wäre eine Möglichkeit. Wir dürfen noch nicht vergessen, Raquel Rodriguez könnte auch deswegen Sinn machen, weil vielleicht irgendwann Liv Morgan wiederkommt. Das sind ja alles mögliche Konstellationen, die dann hier passieren können. Aber wie gesagt, ich sehe das noch gar nicht so fix, dass Rhea Ripley hier verteidigt, gerade weil sie eben jetzt auch auf der Pay-Per-View-Card steht. Die Story ist da, du hast wahrscheinlich die größte Bedrohung, die sie bisher hatte, denn sie hat vier Gegnerinnen. Die müssen sich halt nur einigen am Ende des Tages. Das ist ja wohl so eine Geschichte bei dem Five-Way. Aber gut, grundsätzlich eigentlich durchaus interessante Ansetzung, finde ich. Generell finde ich die Frauendivision bei Raw gerade durchaus interessant. Also da hatten wir schon deutlich schlimmere Zeiten. Ja, stimmt. Und vor allem halt nicht mit den üblichen Verdächtigen wie Becky Lynch oder wer auch immer in der Hauptrolle, sondern halt auch andere Frauen. Ne? Das ist halt... Und vor allem auch Frauen, die sonst noch nicht so in den Rollen um den Titel standen. Das ist halt das Wichtigste. Natürlich, Nia Jax könnte das Ding auch mitnehmen. Ja, wenn man die Crowd abfacken möchte, da gibst du Nia Jax diesen Titel. Ja, aber ist aber ehrlich, ich glaube, WWE weiß auch, was sie da machen. Ich fand es sehr interessant. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, einer von den Kollegen bei Spotify neulich. Das Problem ist so ein bisschen, Nia Jax wird in diese Rolle reingeworfen und das kann eigentlich nicht funktionieren. Ja, das ist so ein bisschen, da tut sie mir als Mensch ein bisschen leid, denn wir wissen, sie hatte auch ein paar Problemchen, was Psyche angeht. Und sie wird hier wiedergebracht in einen Spot, wo sie nur verlieren kann. Ja, also keiner will sie sehen, keiner will sie mit dem Titel sehen und das auszuhalten und diese Heat mitzunehmen, was ja nicht wirklich eine richtige Heat ist, sondern eine Go-Away-Heat eher, ja, das hoffe ich nicht, dass das der Plan ist. Also das wäre wirklich eine dumme Idee, ihr den Titel jetzt zu geben. Ich möchte es nicht sehen, ja, aus wrestlerischen Gründen, aber auch aus anderen Gründen. Ja, sollten Sie damit gar nicht drüber nachdenken. Ja, gehe ich mit. Ja, alle anderen, wie gesagt, ja, könnte ich mit leben, ja. Dass wir retained, wäre auch eine Story, aber ich wünsche mir einfach, dass hier irgendwas passiert. Ja, bitte macht irgendwas. Und gerade das Judgment Day Ding, eine Rhea Ripley, die den Titel verliert und dann eben nicht mehr sich als Anführerin inszenieren kann, plus die Spannung mit Priest, das wäre eine schöne Story, die ich nehmen würde. Gut. Ja. Ein paar Spannungen gibt es auch bei Seth Rollins und Drew McIntyre. Ja, also ja. Drew McIntyre ist jetzt aufgefallen, dass er ja seit einem Jahr keine Titelchance mehr hatte. Das war auch in Cardiff. Ja. Und ihm ist jetzt auch aufgefallen, dass sein Run ja damals bei der Turnhallen-WrestleMania ja auch gar nicht so geil war, weil da waren keine Fans. Der ist jetzt nicht Heel. Ja. Der ist jetzt nicht geturnt. Der ist deutlich aggressiver. Der ist deutlich, wie sagt man das denn? Also deutlich fokussierter. Sagen wir es fokussierter. Nennen wir es fokussierter, aber in einer coolen Art und Weise, wie ich finde. Ja, das ist mehr wieder dieser Badass, ohne jetzt wirklich richtig böse zu sein. Und der geht gerade auf einen für mich relativ blassen Seth Rollins. Ja? Das ist schon eine Konstellation, die ich erstmal so A gut finde und B auch möglich halte für einen Titelwechsel. Also Seth Rollins gegen Drew McIntyre, grundsätzlich von Namen brauchen wir nicht mehr reden. Ja? Vom Name Value her ist das eine gute Ansetzung. Die Story bei Rollins war zuletzt nicht so geil. Man hat auch wieder vergessen, dass er ja böse Rücken hatte. Das ist jetzt auch wieder vom Tisch. Und der Drew McIntyre kommt jetzt hier relativ gut aufgebaut. Ja. Ohne jetzt wirklich einen Turn gemacht zu haben. Jetzt ist natürlich hier genau die gleiche Frage wie bei Bianca Belair. Ja, macht man es dann hier? Oder kriegt er den Titel vielleicht so oder verpasst es wieder und turnt dann? Die Frage ist ja, es wird ja in den Dirt Sheets gerüchtet, dass er seinen Vertrag mal nicht verlängert hat. Ich glaube, mit diesem Thema, dieses Thema tut WWE bewusst streuen. Ich gehe schon davon aus, dass der den Vertrag mittlerweile verlängert hat, aber durch diese Dirt-Geschichten tust du natürlich jetzt auch noch größer dieses Match eigentlich halten oder die Drew McIntyre noch größer halten, weil alle überlegen, also was macht er jetzt, wenn der jetzt den Titel gewinnt, aber hat er gar keinen neuen Vertrag? Weil der läuft jetzt, glaube ich, relativ zeitnah aus. Ja, das ist ein bisschen... Ja, also ich gehe davon aus, also ich bin der Meinung, Drew McIntyre wird sich hier den Titel holen. Ganz ehrlich, ich glaube auch, dass man es machen sollte. Ja, weil der Run von Seth Rollins eigentlich auserzählt ist. Ja, und Seth Rollins ist ja auch ein Kandidat, wir haben vorhin über Survivor Series gesprochen, der durchaus dann
gegen Judgment Day nochmal gehen könnte, mit den anderen Faces. Mit denen kommt er ja aber auch nicht mit einem klar. Also ein Cody mag er, glaube ich, nicht so richtig. Das sind so ein paar Sachen. Drew McIntyre würde mir gefallen. Andererseits, was so ein bisschen dagegen spricht, ist für mich, dass Drew McIntyre noch nicht so richtig gefühlt an der richtigen Position ist. Ja, man hat viele Sachen gestartet und geteased, man hat ihn gut dargestellt, aber es waren halt eben auch Matches gegen den Xavier Woods, gegen den Kofi Kingston. Es waren jetzt nicht die ganz großen Kaliber. Ja? Das letzte ganz große Match war bei WrestleMania, ne, mit Gunther und Sheamus zusammen. Und seitdem, dann war er ein bisschen weg, dann kam er wieder. Aber die ganz großen Kaliber hat er nicht gehabt. Aber man hat eben, ne, diese Charakterentwicklung versucht darzustellen. Und die ist für mich noch nicht abgeschlossen. Und das ist so ein bisschen was, was dagegen spricht, wenn du mich fragst. Ah. Ja, stimmt schon, aber schwierig. Plus, also ich würde... Ganz kurz, ja. Was dazu kommt, sollten wir nicht vergessen. Man hat ja auch die Konstellation mit einem Jey Uso, ne? Hat man ja ein paar Mal geteased. Das Match gab es jetzt zwar schon mal, aber auch da gibt es ja Spannung. Also auch da könnte man ja weitermachen, ne? Dass Drew McIntyre keinem mehr vertraut oder irgendwas und hier vielleicht sogar betrogen wird oder was auch immer. Also das wären ja alles Konstellationen, die hier möglich sind und denkbar sind. Dass er dann eben wirklich, naja, zum richtigen Badass wird. Ja? Und das würde ich vielleicht auch ganz gern sehen an der Stelle. Also ja, gut, ja, du hast schon recht. So vorstellen könnte ich mir, er verliert das Match. Gutes altes Ultra-Booking und flippt danach dem Match aus und tut Seth Rollins nochmal kräftig vermöbeln. Und die machen von mir aus bei der Survivor Series nochmal ein Rückmatch und da kann er dann Drew McIntyre den Titel gewinnen. Und dann ist, wie gesagt, immer noch der Name Damian Priest mit seinem Koffer ist ja auch immer noch im Spiel. Ja. Ob das nicht irgendwie eventuell, irgendwie, wenn sie die Leute, wo wir vorhin schon richtig abpacken wollten, dann lassen sie Drew McIntyre gewinnen und danach casht Damian Priest ein und gewinnt den Titel. Das ist ja so eine typische WWE-Nummer, dass sie das machen, einer gewinnt den Titel, danach wird eingecasht und der Titel wechselt nochmal. Ist eine Konstellation, ja, die ja eigentlich auch vorbereitet ist. Denn wir wissen ja, dass Rhea Ripley mit beiden gesprochen hat, ja, beiden auch die Hilfe angeboten hat, wenn man so will. Das ist ja auch ein Thema, was hier mitschwingt. Also könnte ja durchaus auch sein, dass ein Drew McIntyre mit der Hilfe von Judgment Day gewinnt oder ein Seth Rollins mit der Hilfe von Judgment Day gewinnt. Und dass dann eben die Absprache ist, dass ein Priest hier eben nicht eincasht in diesem Match, dann aber den nächsten Title-Shot kriegt. Also das ist ja auch eine Konstellation, die denkbar wäre. Man hat ja auch nochmal Rollins und Damian Priest nochmal gezeigt bei Raw, ja, also ganz ehrlich, wenn ihr einer turnt, ja, und vielleicht mit dem Judgment Day irgendwie was zusammenbringt, dann ist es für mich eigentlich Seth Rollins. Drew McIntyre sehe ich ja nicht, das würde nicht in seine Rolle und seinen Charakter gerade passen, weil er ja eigentlich keinen vertraut, weil er ja eigentlich das Gefühl hat, er muss alles alleine machen und keiner ist ihm wohlgesonnen und ist das vielleicht der Grund, dass man hier Seth Rollins dann jetzt langsam rausnimmt aus dieser Face-Rolle? Schwierig. Kann ja auch One Night Only sein, ja, für die Priest-Geschichte. Ja. Ah, ich kann es mir. Also, ich sehe halt für beide kein richtiges Follow-up. Ja, ein Rematch wäre eine Möglichkeit, natürlich. Ja, kannst du machen. War ja bei Rollins zuletzt immer so. Wir hatten dreimal Finn Bella, wir hatten ja, Nakamura zwei, dreimal. So richtig heiß war es aber auch nicht. Also, Drew McIntyre jetzt dann nochmal zu bringen, wenn er jetzt hier nicht den Titel gewinnt, da ist der Drew McIntyre auch verbrannt. Also das ist so ein bisschen die Problematik, die ich da sehe. Wenn du die Nummer aber über Judgment Day spielst, mit einem Priest rein, vielleicht sogar ein Three-Way in irgendeiner Art und Weise, das wäre dann schon eher was ich sehe. Das spricht aber so ein bisschen den Survivor Series Gedanken von Judgment Day, ne? Den wir vorhin geäußert haben. Naja, eben. Naja, plus nochmal, der hat ja noch einen Tag-Title, auch noch, dürfen wir nicht vergessen. Aber das mal gucken, also grundsätzlich, Drew McIntyre in der neuen Ausrichtung gefällt mir richtig gut. Seth Rollins kann ich langsam nicht mehr so richtig sehen in der Rolle, die er gerade hat. Dieser Fighting Champion, dieser Titel, dieser Wert, der da reinkommen sollte, den habe ich bisher leider nicht gesehen. Ja, auch wenn das wrestlerisch immer okay ist, was er da macht, aber es waren eben nicht die richtigen Gegner. Gefühlt ist das der erste richtig ganz große Name, den er jetzt hat auf Season Run, oder? Ja, ja, sehe ich genauso. Was mir jetzt gerade noch einfällt zu Drew McIntyre, weil du hast jetzt diese Charakteranpassung, nenne ich es jetzt mal, die sie jetzt eingeleitet haben, kann auch ein ganz großes Indiz dafür sein, dass die das jetzt bis zum Royal Rumble durchziehen oder halt im Rumble dann im Prinzip die Vollendung dieses Turns oder was immer das auch sein soll, stattfindet und aber in einem Rumble-Match eine große Nummer spielt. Wie gesagt, ich sehe ein paar Parallelen zu Bianca Belair. Ja? Also ähnliches Setup in meinen Augen, ja. Kann für beide in diese Richtung gehen, dass die hier die Titel eben nicht gewinnen.
und dementsprechend dann richtig, ja, nicht austicken, aber im Endeffekt den Turn dann vollenden. Ja, bei Drew McIntyre ist man schon deutlich ein Stück weiter. Das wäre legit. Übrigens fantastisches Promo, fantastischer Promo-Clip nochmal bei Raw gewesen. Ich finde es hier insofern gut, dass man es nicht übertrieben hat mit irgendwelchen Inring-Promos, weil das ist jetzt nicht wirklich gut. Ja. Man hat es einmal gemacht, glaube ich. Das reicht dann auch. Und Seth Rollins, naja, der unterschätzt vielleicht so ein bisschen die Gefahr. Wie gesagt, ich habe so ein bisschen das Ding vor Augen, ja, verschwende dein Koffer nicht auf mich, ne, was hat Damian Priest noch mitgegeben hat, das könnte schon darauf hindeuten, dass da eine Absprache stattgefunden hat. Ne? Muss ja nicht Seth Rollins jetzt zum Judgment Day gehen, aber es könnte ja durchaus sein, dass er die Hilfe annehmen will. Mal gucken. Also, bin gespannt. Ist ja eigentlich eine Face-Face-Konstellation, wenn man so will. Ja? Also, McIntyre zwar naja, deutlich kantiger wieder, aber ich bin gespannt, wie die Halle reagiert. Also, ich hatte so, zuletzt so ein bisschen das Gefühl, dass Rollins, naja, wenn er dann wrestelt, nicht so die ganz große Gunst der Stunde mehr hat, ja, bei den Fans. Also klar, beim Entrance und das Singalong ist alles schön und gut, aber mehr ist es dann leider auch nicht. Und Drew McIntyre könnte ich mir durchaus als Top-Babyface auch vorstellen und das würde vielleicht mit dem Titel deutlich besser funktionieren, als der Fonus das gerade tut. Also mal gucken, ob man hier nochmal einen Punkt setzen möchte für dieses Jahr. Wir hätten ja noch in 3 Wochen ein Survivor Series. Im Zweifelsfall, da könnte man es auch noch machen, aber dann bitte nicht in der Konstellation nochmal Rematches, braucht kein Mensch. So, schwierig, sich festzulegen, finde ich. Ja? Wenn ich mich entscheiden muss, bin ich eher bei Rollins, aber es muss nicht heißen, dass es clean passiert. Ja, also jetzt, ich war eigentlich vor dem Match jetzt bei McIntyre, aber jetzt, wo wir nochmal drüber geredet haben, würde ich Rollins auch eher fühlen, wenn er da den Titel verteidigt, aber nur aus dem einfachen Grund, dass einfach Drew McIntyre durch diese Niederlage, was immer dann auch passiert, diese Charakterweiterentwicklung weiter durchführen kann. Ja, und naja, was hilft mehr als eine Niederlage für einen verbissenen Charakter? Ne? Also von daher. Ja. Gut, haben wir noch den wahrscheinlichen Main Event, gehe ich von aus, weil es ist Roman Reigns. Ja, dementsprechend würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass es wirklich dann auch dass der Hauptkampf ist. Und der tritt mal endlich wieder an. Ja, also das muss man ja auch mal im Kalender hervorstreichen. Es könnte auch der letzte Auftritt sein für dieses Jahr. Mal gucken. Und er trifft auf den Mann bei SmackDown auf jeden Fall, vielleicht sogar im ganzen WWE-Universum, der gerade am heißesten diskutiert wird, beziehungsweise wahrgenommen wird. Das ist LA Knight. Ja. Viele hatten ja immer so ein Problemchen am Anfang, da hat man ja ein bisschen gezögert mit LA Knight und dann hat man ihn wieder nicht so doll eingesetzt und so. Der Plan ist aufgegangen. Also bringen wir es auf den Punkt, LA Knight funktioniert. Ja, die Promos sind interessant, er hat Roman Reigns geärgert, ja, er hat sich an den Tischkopf gesetzt, er hat ihm eine mitgegeben. Also das haben nicht viele gedurft während diesen Runs von Roman Reigns. Dementsprechend grundsätzlich das Setup okay. Ja, also ich finde diese Ansetzung auch nicht verkehrt. Man hätte hier ein bisschen spielen können, man hätte auch Logan Paul nehmen können, das hast du vorhin schon gesagt. Aber LA Knight ist halt jetzt der Mann, der gerade, naja, ganz, ganz oben schwebt. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was machen wir jetzt? Denn ich würde jetzt mal behaupten, viele Leute glauben nicht an den Titelwechsel, richtig? Richtig. Also ich sag mal, das ist das Match, womit ich rein von der Ansetzung her die größten Probleme habe. Und zwar nicht, weil es Roman Reigns gegen LA Knight ist, aber wer geht denn davon aus, dass Roman Reigns hier den Titel verliert? Das kannst du doch keinem erzählen. Das heißt, LA Knight muss hier eine Niederlage einstecken und gefühlt ist LA Knight seit Ewigkeiten der erste Gegner von Roman Reigns, das muss man ja lassen, wo man auch das Gefühl hatte, er durfte ihn deutlich mehr ärgern, durfte deutlich größtenteils sogar dominanter dastehen als Roman Reigns. Das, ich kann mich gar nicht erinnern, war das letzte Mal überhaupt so war bei Roman Reigns. Also der Bloodline-Zeit glaube ich noch gar nicht. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Krux an der ganzen Sache. Wenn er denn aber jetzt hier verliert, natürlich immer die Frage, wie er verliert, das ist ja natürlich das andere Ding. Aber ich glaube, das Match ist hier, ich will jetzt nicht sagen, dass es zu früh ist für LA Knight, weil jetzt ist der Hype da für LA Knight. Er muss ja irgendwas machen. Aber ich hätte es lieber andersrum gesehen, LA Knight gegen Rey Mysterio und gewinnt den US-Title erstmal und von mir aus Logan Paul dann gegen Roman Reigns. Das wäre mir, hätte mir deutlich mehr zugesagt, weil ich habe Angst, dass durch die Niederlage, die LA Knight zu 99% hier einstecken wird, wahrscheinlich, dass er da was mit kaputt machen können. Oder sie schaffen es natürlich durch das Match, den noch weiter zu halten, das kann natürlich auch sein. Dann ist aber die Frage, was machst du da mit ihm? Weil wenn das wirklich wahr ist, dass Roman Reigns dann erstmal bis Rumble weg ist, was machst du denn mit LA Knight? Das ist ja die Frage.
Ich sehe bei LA Knight natürlich nicht nur vom Optischen und der Art und Weise, wie er sich gibt, im Übrigen auch viele Parallelen zu Steve Austin. Steve Austin hat man auch nicht leicht den ganz großen Titel gegeben, den hat man auch behutsam aufgebaut, den hat man über ein Jahr hinweg was gegeben, dann kam sogar noch eine Verletzung dazu, dürfen wir alles nicht vergessen. Bei LA Knight sehe ich ähnliches. Das Problem für LA Knight, was ich so ein bisschen, hier prognostiziere, ist, ihm läuft eigentlich die Zeit weg. Ja, also die ganz großen Jahre hat er dann vielleicht nicht mehr. Er ist in dem ähnlichen Alter wie Steve Austin damals, ja, aber wenn du ihn wirklich zum Topstar machen willst, wenn du ihn zum Megastar machen willst, dann ist es das Leichteste, hier einen Absetzsieg zu machen. Ja? Die Frage ist dann nur wieder, was machst du danach? Das heißt, das, was du gerade angerissen hast, weil das sehe ich eben auch nicht kommen, dass ein LA Knight hier zwar der Titel mitnimmt, dann ist Roman Reigns weg. Klar, dann kann man wieder argumentieren, Roman Reigns könnte über den Rumble da wieder reinkommen, dann machst du das Match nochmal bei WrestleMania, okay. Aber LA Knight würde auch insofern wenig Sinn machen, weil die ganze Story mit Cody da hinfällig wäre. Die ganze Story mit Jimmy hinfällig wäre, die man ja irgendwie machen kann. Die ganze Story, dass man Jay nochmal gegen den Roman Reigns stellen könnte. Das hat man jetzt alles sehr pausiert, finde ich. Ne? Für mich wirkt dieser Aufbau, so leid man das tut, eher als Übergang. Ja? Und LA Knight mal einmal ins große Spotlight stellen, mal gucken, wie gut er funktioniert. Ja? Und die Leute nochmal ein bisschen triggern, weil er das Ding eben nicht gewinnt. Was ist die offensichtlichste Variante? Natürlich, Solo Sikoa greift ein, Jimmy greift ein, so wie es immer läuft. Ja, das Netz wird wieder steil gehen, die Leute werden es wieder hassen, aber merken nicht, dass genau das ist, was sie wollen. Und dementsprechend würde LA Knight nicht unbedingt Schaden nehmen. Das sehe ich eben nicht kommen. Wenn er den Titel gewinnt, sehe ich eher kommen, dass er schnell ein bisschen stale werden könnte, ein bisschen langweilig werden könnte, weil er lebt doch im Endeffekt nicht davon, dass er Gold braucht. Er lebt nicht davon, dass er im Ring jetzt top-notch ist. Er lebt davon, dass sein Charakter, sein Micwork komplett over ist. Und das kann er auch so weitermachen. Also da braucht er jetzt nicht unbedingt den Titel von Roman Reigns, selbst wenn dieser Upset natürlich ein großer wäre. Ja. Ja, aber es wird ja nicht passieren. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Roman Reigns in Saudi-Arabien gegen LA Knight den Titel verliert. Also beim besten Willen nicht. Dazu ist mir der Name LA Knight immer noch zu klein. Ja, weil er natürlich relativ schnell dahin gekommen ist. Also ne, bei aller Meckerei, dass man ihn ein bisschen hat zappeln lassen am Anfang und uns hat zappeln lassen, die es halt sehen wollten. Es ist ein Jahr. Ja, also er ist ein Jahr im Hauptkader. Dass er jetzt gegen Roman Reigns geht, das ist ja schon durchaus ein Erfolg, muss man sagen. Und wie die Halle reagiert, wenn er rauskommt, das ist auch höchst interessant. Letztes Smackdown, was da passiert ist. Also er ist schon jemand, der seine Rolle sehr, sehr gut gerade ausfüllt. Das gebe ich ihm schon. Ja. Viel größeren Aufbau kannst du aber mit den Roman Reigns aktuell auch gar nicht machen, weil du eine Problematik hast, Roman Reigns ist selten da, du hast immer die Problematik, wenn nicht irgendwie das schon vorerzählt ist, dann musst du bei Null anfangen und das ist bei LA Knight eben der Fall. Deswegen wirkt es wahrscheinlich nicht ganz so groß, wie es hätte sein können. Es wirkt jetzt eben nicht wie ein Sami Zayn damals. Es wirkt jetzt nicht wie ein Cody Rhodes. Es wirkt jetzt nicht wie ein, selbst Logan Paul war größer für mich, eine reine Ansetzung vor dem Event. Grundsätzlich finde ich das Match aber durchaus geil. Also habe ich durchaus Bock drauf. Ja, ja klar. Schon allein, um einfach zu sehen, ne, wie schlägt sich dieser LA Knight jetzt wirklich, wenn er mit den ganz Großen spielen darf. Ja, und das macht er bisher sehr, sehr ordentlich. Das auf jeden Fall. Also das ist steht ja außer Frage und ist wahrscheinlich auch momentan der Einzige bei SmackDown, der überhaupt auf dem Level ist, momentan gegen Roman Reigns anzutreten. Das muss man ja dazu sagen. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wenn er jetzt verliert, Roman wirklich dann bis Royal Rumble weg ist, dass dann LA Knight, dass dann wir die Story fahren mit Jimmy, dass der dann wieder hier anfängt mit hier, ich bin ja da Tribal Chief so sinngemäß und dann erstmal Jimmy gegen LA Knight geht. Mhm. Ja, das könnte schon wieder für LA Knight könnten schon wieder ein bisschen runterziehen, glaube ich. Ja, das ist ein bisschen die Problematik. Deswegen weiß ich nicht, ob LA Knight jetzt die Konstellation mit der Bloodline wirklich, ob das wirklich gut ist. Ja? Eine Möglichkeit wäre ja auch noch, haben wir vorhin auch kurz drüber gesprochen, und John Cena nochmal gegen Roman Reigns zu stellen. Ja, das gab es schon ein paar Mal, aber einmal noch eine ganz große Nummer, das Problem an der Sache ist. Wenn man den Dirties glauben möchte, ist Roman Reigns bei der Survivor Series gar nicht da. Also das ist ja auch so eine Problematik. Dementsprechend, muss man mal gucken, was dann wirklich passiert. LA Knight könnte natürlich auch über den Rumble wiederkommen, ja, Richtung WrestleMania nochmal und dann ein ganz großes Match haben. Widerspricht aber auch so ein bisschen der Cody-These. Ne? Da gehen ja viele von aus. Man hat ja Cody auch nochmal mit Roman Reigns geteased, dürfen wir nicht vergessen. Die standen sich gegenüber. Ja? Das ist passiert. LA Knight hat eine Geschichte mit John Cena. Auch das ist passiert. Also da gibt es schon ein paar Möglichkeiten, wie man es auflösen könnte. Aber
alles widerspricht, na, was den Run von Roman Reigns angeht. Also klar, mit einem Upset wäre es größtmögliche Bass, aber in Saudi-Arabien zum Ende des Jahres, wenn dann nur noch die Series kommt, das sehe ich leider nicht kommen. Das ist so ein bisschen ja, auch dem Kalender und dem Schedule geschuldet, dass ich jetzt hier keinen großen Upset erwarte. Naja, müssen wir mal gucken. Grundsätzlich aber Bock auf das Match. Ich habe es vorhin einfach mal als Main Event deklariert. Können wir davon ausgehen, oder? Roman Reigns. Auch hier, ja, natürlich, ja. Auch hier natürlich noch die Möglichkeit, dass ein Damian Priest eincasht. Ja, können wir ja mal kurz diskutieren. Das wär wirklich der größtmögliche Abpack, wenn sie hier alle Night das Ding gewinnen lassen. Dann kommt Damian Priest rein und casht den Koffer ein und gewinnt das Ding. Das wäre gut. Man muss sagen, wir sind in Saudi-Arabien, da ist immer noch ein bisschen was anderes. Deswegen glaube ich, diese Abpack-Story werden sie nicht machen, weil wir halt in Saudi-Arabien sind. Weil ich glaube, das würde in Amerika deutlich größeres Echo aufrufen, wenn das bei einem Premium-Live-Event in Amerika stattfinden würde. Naja, warum komme ich drauf? Es gab ja, das hat man so ein bisschen wieder weggeschoben, aber es gab ja diese, naja, ich sag mal Koalition zwischen Judgment Day und der Bloodline. Ja, jetzt haben wir vorhin drüber geredet, Rollins und McIntyre, die könnten eine Absprache haben, ja, mit Rhea und deswegen macht der Damian Priest da nix. Aber vielleicht ist ja dem Damian Priest auch egal, was die Rhea Ripley mit der Bloodline abgesprochen hat. Ja, also das sind ja alles Konstellationen, die man dann auch inhaltlich erzählen könnte und validieren könnte, im Nachgang zumindest. Also ich sehe da schon ein paar Möglichkeiten. Das Problem bleibt aber trotzdem, Damian Priest ist gerade eigentlich nicht in dem Standing. Ja, der hat gerade nicht dieses Aufsehen auf sich, wo man sagen muss, der kann jetzt gegen den Roman Reigns gehen, der kann jetzt gegen LA Knight gehen, der sollte jetzt mit Judgment Day gegen die Bloodline fäden. Das würde auch keinen Sinn machen, wenn Roman Reigns nicht da ist. Die Bloodline existiert da quasi nur noch aus Solo und Jimmy. Und Jimmy ist auch nicht so richtig drin. Also das ist ja alles nicht möglich, da was zu machen. Bin sehr gespannt, wenn man es dann wirklich auflöst. Das Einfachste ist einfach eine Titelverteidigung. Nichts passiert. Sind wir uns da einig. Ja, genau so ist es. Aber wenn einer es geschafft hat, immer und immer wieder, dann war es Roman Reigns, der uns dran glauben lassen hat, es könnte doch passieren. Das haben sie dann doch immer ganz gut gelöst am Ende des Tages, um dann doch wieder einen Solo oder die Usos rauszuschicken. Naja, ja, es ist, wie es ist. Ja. Grundsätzlich, wie gesagt, ein paar andere Sachen wären möglich gewesen auf dieser Karte. Du hast ein paar Mal gesagt, Logan Paul hätte gegen Roman Reigns noch gehen können, LA Knight vielleicht gegen Ray. Wobei, das hätte ich auch nicht gut gefunden, weil LA Knight, der US-Title, wirkt mir auch zu klein dafür. Aber wäre zumindest ein klassischer Austin-Aufbau gewesen. Der ist auch erstmal IC-Champion geworden. Nur ist Ray halt jetzt nicht Bret Hart, muss man auch einfach sagen. und dann haben wir natürlich auch ein bisschen die Konstellation, dass wir eben eigentlich schon Richtung Survivor Series schauen müssen. Ja, deswegen Cody gegen Damien, Sammy gegen McDonough. Wir haben halt 3 Wochen bis zur Series. Ja, es steht noch nichts fest. Es steht noch kein mögliches Stable War ja an eigentlich, man teast zwar ein paar Dinge, aber wie gesagt, ich sehe halt auch kein Judgment Day gegen Bloodline eigentlich aktuell, ich sehe ein paar Faces gegen Judgment Day eventuell. Ja. Und eigentlich musst du jetzt anfangen, das zu erzählen. Ja, das ist die Problematik. Ich hoffe, dass man sich ein bisschen was traut. Ich habe es vor ein paar Mal gesagt, also ein Titelwechsel bei Roman wäre natürlich der absolute Upset überhaupt, aber zumindest bei einer Rhea vielleicht, zumindest da, vielleicht bei einem Drew McIntyre, vielleicht in Damian Priest, der doch eincasht bei Seth Rollins. Das sind ja schon Möglichkeiten, die sie da haben. Ja, und da hoffe ich einfach, dass man jetzt nicht weiter nur verwaltet, weil viele Möglichkeiten wird es dann nicht mehr geben. Wir haben nur noch die Series, die ist in 3 Wochen. Was willst du da jetzt groß aufbauen? Was willst du jetzt groß als Headliner hindübeln? Das wäre höchstens ein Reigns gegen John Cena, weil es halt einfach vom Name-Value her funktionieren würde, aber mehr auch nicht. Und dementsprechend müssen wir schon im Hinterkopf behalten, naja, danach sind 2 Monate quasi Pause, was Großveranstaltungen angeht. Wenn man ein Zeichen setzen will, dann muss man jetzt eigentlich anfangen. Ja, und wir wissen, WWE hat das letztes Jahr getan. Ja, da war dann der Aufbau Richtung Sami Zayn und was da alles so kam dann mit der Bloodline. Ja. Dieses Jahr wirkt das für mich noch nicht so und das ist ein bisschen schwierig. Schwierig. Das. Dieser Survivor Series ist wirklich schwierig. Und dann dazu kommt ja dann, dass auch noch Returns gerüchtet werden zum Survivor Series. Ich sag mal, ich glaube, der Matthäus hat es heute auf die sozialen Medien gepostet. Die ganze Nakamura-Nummer, die der da gerade abzieht. Es wird ja wieder viel rein interpretiert. Ach, hier ist überall hier ein Punk-Sachen mit drin, dass der geteased wird. Punk sehe ich ehrlich gesagt nicht bei Survivor Series. Ist halt wegen Chicago. Ja, aber ich denke, das ist ganz klar ein Hinweis. Auch. Ich kann mir vorstellen, Randy Orton, so wie Matthäus das geschrieben hat, Randy Orton kommt zurück und geht gegen Nakamura, kann ich mir vorstellen.
sehr gut vorstellen. Das würde zumindest erklären, warum Nakamura weiter mitspielen darf, obwohl er den ganz großen Titel nicht bekommen hat. Ja. Gefühlt dann irgendwie, naja, eigentlich ein bisschen in der Luft hing, dann hat er mal Ricochet nochmal verhauen. Okay, eine Force Count Anywhere Match, mehr war es dann nicht. Die Story ist aber dann trotzdem nicht gut. Also, wenn Nakamura ja, den Match verliert und dann danach sagt, yo, ich brauche jetzt eine neue Herausforderung, eine große, ich will, dass irgendwas rausgekitzelt wird aus mir. Sorry, das ist keine gute Story. Das ist ein ganzer Nakamura-Charakter, das ist nicht gut. Das Schlimme an der ganzen Sache ist ja eigentlich, man wünscht sich ja schon halbwegs wirklich, dass die CM Punk zur Survivor Series zurückbringen, laut aktuellem Stand von den Storys, weil das wenigstens nochmal ein Aufhänger wäre, wo man wirklich sagen würde, oh geil, Survivor Series, gucke ich mir doch an. Oder finde ich doch irgendwie auf irgendeine Art und Weise jetzt doch interessant wieder, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Jetzt sind wir aber in Saudi-Arabien. Ja? Wir wissen, die WWE, für die WWE ist es monetär nicht ganz unwichtig, was da passiert. Und wir wissen auch, dass die letzten, naja, eigentlich fast jetzt schon Jahre, die Saudi-Events doch immer irgendwie einen Mehrwert bekommen haben. Ja. Macht es nicht Sinn, so einen Randy Orton vielleicht schon früher zu bringen? Oder einen CM Punk wegen mir? Macht es nicht Sinn, das zu machen, um den letzten Hype nochmal zu kreieren, wenn du nur 3 Wochen hast? Ja. Die Series hängt komplett in der Luft für mich gerade. Also, wenn du da was heiß machen willst, fragst du doch. Ob Randy Orton jetzt derjenige ist, der jetzt die Series heiß machen würde, das sei mal dahingestellt. Das würde wahrscheinlich bei CM Punk deutlich besser funktionieren. Und das würde sicherlich jetzt Sinn machen, wirklich hier beim Pay-Per-View oder von mir aus auch dann bei Raw, wenn er dann auf einmal, keine Ahnung, da auftaucht oder sowas, also spätestens da müsste es dann schon passieren. Also es bringt nichts, den einfach bloß in Chicago zurückzubringen, irgendwie. Das muss schon vorher aufgebaut werden, sonst ist, glaube ich, der Hype, entsteht da auch kein Hype, bis zum Beispiel ist. Ja. Ich lege mich fest, wir werden CM Punk nicht sehen bei WWE. Aber gut, Randy Orton, naja, das reden wir gefühlt auch bei jedem Pay-Per-View. Also von daher. Ja, und das wäre kein Mehrwert. Wenn der zurückkommen würde, wäre das kein Mehrwert, um irgendwas zu hypen oder was. Sowas. Deswegen kann das im Prinzip auch weggelassen werden. Der Laufroller wirft gerade ein, die Hütte ist ja schon voll in Chicago, das stimmt. Ein paar Tickets gibt es, glaube ich, noch, aber ich glaube nicht, dass WWE auf die Ticketverkäufe aus ist. Ja? Also da, generell haben sie da gerade wenig Probleme. Ich glaube, da würde es dann eher darum gehen, ja, nochmal Zeit zu setzen. Aufsehenerregend, mehr ist es nicht, denn nicht. Genau das. Aber gut, machen wir Deckel drauf. Du hast vorhin gesagt, ne, Hype-Level so, 5 bis 6. So, wo sind wir denn jetzt? Aber ist jetzt nicht mehr geworden, ganz ehrlich. Also sonst war das ja immer so, dass ich immer so relativ niedrig eingegangen bin und dass das doch durch die unsere Vorschau hier nach oben gegangen ist. Aber diesmal muss ich wirklich sagen, deutlich mehr ist es jetzt auch nicht geworden. Grundsätzlich aber eine Karte, auf die ich mich schon freue. Ja? Also auch wenn ein paar Baustellen da sind. Wie gesagt, mit der Hoffnung, dass was passiert. Das macht durchaus sein, aber nachdem wir ja jetzt, ich sag jetzt mal, also selbst SummerSlam würde ich noch reinnehmen, jetzt ja ein bisschen sehr low war. Ja? Also die letzten zwei PLEs waren jetzt nicht die allergrößten und auch nicht von der Rede wert. Ich hoffe mir schon, dass man jetzt hier nochmal was raushauen möchte, hinten raus, was das Jahr angeht. Und dann die Weichen stellen möchte fürs nächste Jahr. Und damit hast du jetzt innerhalb von 3 Wochen diese 2 Premium Live Events. Dann mach bitte was. Also dann hau jetzt hier nochmal auf die Kacke. Also wenn WWE was kann, dann ja eigentlich das. Plus wir dürfen nicht vergessen, ist ja nicht nur der Rumble, der nächstes Jahr ansteht. Nee, wir haben dann noch das Stadion-Ding in Australien im Februar. Da hat man auch wieder nur 3 Wochen nach dem Rumble. Also man hat ja schon dicke Dinger jetzt vor der Brust. Dann ist schon wieder WrestleMania. Also so langsam, aber sicher könnte man nochmal sagen, hey, Freunde, hier geht's weiter. Ja, und jetzt haben wir unsere, naja, Ruhephase im Herbst, haben wir jetzt überstanden, jetzt gehen wir nochmal richtig rein. Ja, ich glaube, das ist ja, ich werde das Gefühl nicht los, dass das irgendwie in irgendeiner Art und Weise wieder bloß irgendwie ein Übergangs-Pay-Per-View ist, wo nicht viel tolle Sachen passieren werden, die jetzt irgendwie für die Pay-Per-Views danach irgendwelche Sinn hätten, eigentlich Sinn wäre es, weil Survival Series noch eigentlich niedriger vom gefühlt ist momentan vom Aufbau her, was bis jetzt im Prinzip noch nicht gemacht wurde. Deswegen müssten sie es eigentlich machen, aber weiß ich nicht, ich habe jetzt das Gefühl nicht Lust, dass sie das eben nicht machen. Wir werden natürlich über die Survival Series dann auch reden und wir werden natürlich auch darüber reden, was hier rausgekommen ist am Ende des Tages. Grundsätzlich erstmal eine Karte, mit der ich leben kann. Ne? Da sind ein paar Sachen drauf. Drew McIntyre, Rollins hätte ich, wollte ich vorher so haben, ist in Ordnung. LA Knight ist in Ordnung von der Ansetzung. Logan Paul ist drauf, das ist nie verkehrt.
John Cena ist drauf. Also die Card ist schon, die ist schon stacked, eigentlich vom Name-Value her. Die Storys sind halt nicht ganz so heiß. Das hat man so ein bisschen die letzten Monate so ein bisschen schleifen lassen, die letzten Wochen auf jeden Fall. Aber natürlich auch aufgrund, ne, Konkurrenz bei Raw, NFL, das ist alles nicht so einfach, ja, was man da momentan hat an der Gemengelage. Aber WWE ist trotzdem heiß wie nochmal was. Ja. Wir wissen ja auch, sie kommt nach Deutschland mit dem Pay-Per-View. Ja, also wer das immer noch nicht mitbekommen hat, da haben wir nächstes Jahr einige dicke Dinger zu besprechen. Und ich wünsche mir einfach, dass jetzt hinten raus noch irgendwas passiert dieses Jahr, damit wir dieses Jahr 23 dann ähnlich gut abschließen, wie das letztes Jahr der Fall war. Und das war ja durchaus sehr, sehr brauchbar. Von daher, mal gucken, wo es dann hingeht, Richtung Royal Rumble. Das wird, das wird zumindest die Weiche sein. Ne? Sirius muss dann der Schlusspunkt sein für dieses Jahr und dann kriegen wir noch mal ein bisschen NXT, was ja gerade auch hot as shit ist. Von daher, so ganz zu ist das ja halt auch noch nicht. Mal gucken, was dann wirklich passiert. Mein lieber Herr Listemann, dann sind wir quasi mit unseren Takes jetzt mal durch. Ja, an der Stelle würde ich behaupten. Und wir schauen dann gespannt, was da passiert. Aber jetzt kommt ja der spannende Teil. Ja? Jetzt werde ich nämlich gleich dich hier rauswerfen und werde die Community reinholen. Und dann mal gucken, an was wir wieder alles nicht gedacht haben. Welche Konstellationen, welche Szenarien wir nicht gesehen haben. Ja, das sind ja alles so Fragen. Wir sehen ja manchmal den Wald vor Bäumen nicht. Ja, das ist ja ganz klar. Dementsprechend machen wir das jetzt. Und ich bin sehr gespannt, was beispielsweise ein Matos jetzt noch wirklich zu sagen hat. Ich hoffe, er wird gleich da sein. Ja, der gehört ja zu guten Ton inzwischen. Und natürlich viele andere auch. Deswegen werden wir das gleich machen. Ihr auf YouTube werdet gleich nahtlos dran anknüpfen hier. So ein Ding ist das. Ich mache einmal. Und da sind wir zurück, natürlich, jetzt Community-Runde und wie kann ich denn eine Community-Talk-Runde besser eröffnen als mit dem Mann, der die krudesten Takes hat, der immer falsch gelegen hat bei den letzten Vorschauen, es ist natürlich Matos, ein wunderschönen was auch immer, mein Lieber. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Flöter und natürlich an den Chat und natürlich auch an YouTube. So sieht es nämlich aus, YouTube nicht vergessen. Aber natürlich machen wir das trotzdem auf twitch.tv/flüter mit Uri geschrieben, Sie wissen das schon. Wir gucken das Ganze ja auch, da warte ich euch alle. Ja? Jetzt haben wir ja einmal gerade schon, der Listi und ich, über die Skat gesprochen. Ne? Jetzt haben wir natürlich mehrere Leute drin. Und ich sehe ein bisschen die Problematik bei Matos, ja? Der möchte mir wieder erzählen, dass Nakamura Champion wird. Deswegen werde ich mit dir nicht über die beiden großen Titelmatches reden, der Männer. Werde ich nicht. Okay. Nein, ich nicht. Nö. Wir reden jetzt über die beiden Matches mit Judgment Day Beteiligung. Nämlich zuallererst mal den Kickoff-Show-Match. Sami Zayn gegen JD McDonagh. Ich weiß, ja, du bist ganz, ganz großer Fan der Judgment Day Story erzählweise, richtig? Ja, Judgment Day, wir lieben sie natürlich alle. Das Problem, das ich und wahrscheinlich auch viele andere mittlerweile haben, ist, es ist seit Monaten gefühlt dasselbe bei Raw. Ja, Judgment Day, Main Event, das kannst du schon booken. Du hast jegliche Konstellation, egal ob mit Cody, mit Seth, mit Sammy, mit Kevin Owens damals noch durchgespielt. Ja, und es wirkt halt leider auch eintönig und dementsprechend ist dieses Match halt auch in der Kickoff-Show gelandet, leider. Die Frage ist so ein bisschen, ne, haben wir ja vorhin auch schon mal drüber diskutiert und ich weiß, du bist auch kein ganz großer Freund, weil es einfach keinen Sinn macht, JD McDonagh jetzt zu bringen, nachdem das Match gegen Damian Priest schon passiert ist. Also, was ist denn jetzt die Mission von Sami Zayn? Er will den Judgment Day jetzt zerstören, das hat er uns gesagt bei Raw. Ja. Naja, aber das will er doch eigentlich schon seit langer Zeit und das hat er auch mit der Bloodline gewollt und okay, was ist denn jetzt aber das Ziel? Also, er geht jetzt nochmal gegen alle durch und wer ist dann der Endgegner? Fangen wir vielleicht noch kurz zu Raw vom Eröffnungssegment, wo Sam ja ein wenig schon geteased hat. Ja? Weil die Line, die mir in Erinnerung geblieben ist, wo er gesagt hat, es ist ihm egal, ob es einer ist, zwei, drei, vier oder fünf. Und zufälligerweise wissen wir ja, es gibt ein Match, wo es 5 gegen 5 geben kann. Und das ist auch zufälligerweise noch bei der Series. Also er hat eigentlich schon, ohne dass er es gesagt, schon ein Wargames-Match geteased, ja. Und ich fürchte, sie nehmen dieses Match einfach rein als Überbrückung, ja. Die Promo von Sammy hat mir... Ja. Muss ja nicht unbedingt Wargame sein, könnte ja auch ein normales Elimination-Series-Style-Match sein, ne? Ja, aber ich finde halt, die Judgment Day-Story und alles, du hast schon so viele Tag-Matches gemacht, ja, in jeglichen Konstellationen. Du musst die Story jetzt weiterspielen, ja. Und Wargames würde dem Ganzen noch zusätzlich ein wenig Feuer verleihen, ja. Und du hast auch viele andere Personen momentan, egal ob es ein Jay ist, ein Cody ist,
die haben ja auch nicht wirklich diese eine Fehde, wo ich sage, okay, sondern die sind irgendwie in Judgment Day Stuff involviert und wollen sie alle loskriegen, ja. Und da wird vermutlich dann bei der Series ein erster Höhepunkt wirklich kommen, ja. Und mal sehen, in welcher Konstellation, ja. Das wäre mein Tick. Ja, wahrscheinlich wird es in diese Richtung gehen. 5 gegen 5 hast du gesagt, mit Rhea Ripley dann? Könnte sein, dass man mit Rhea Ripley das macht, ja. Wobei ich, so wie ich die WWE kenne, bin ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht findet man da noch irgendeinen Ersatz, eventuell ein Jimmy Uso oder so, mit dem ja auch die Bloodline und Rhea auch verhandelt hat. Vielleicht könnte man sich den ja, anlachen, sage ich mal. Ja, dann hättest du wieder dieses Jay gegen Jimmy, die sich gegenüberstehen. Und das könntest du dann natürlich auch weiterspielen. Ja, also das sehe ich eher noch. Ja, ja, gehe ich mit. Also ich glaube auch Rhea Ripley. Also es wäre geil. Ja, also ich würde es nehmen. Man hat es ja auch immer wieder mal geteased, aber interessanterweise war es ja meistens Kevin Owens. Ja, und der ist jetzt eigentlich nicht mehr da. Also zumindest nicht in der Konstellation. Also wenn wir jetzt zumindest auf der Raw-Seite bleiben, ja, was die Faces angeht. Aber Sami Zayn, Cody Rhodes, ja, Jay, ich glaube, die sind gesetzt. Also ich glaube, das können wir ja fast schon fix machen. Damian Priest, Finn Balor, Dominik wahrscheinlich auch, ja, und dann höchstwahrscheinlich JD und eben noch plus X, ja, wenn man dann wirklich 5 machen will. Das wäre ein mögliches Szenario. Auch hier muss man aber einfach sagen, du hast gesagt, wir haben eigentlich so viele Szenarien auch schon durchgespielt. Ne? So richtig heiß ist es nicht. Gerade wenn man es vergleicht mit dem letzten Jahr, die Bloodline-Story, Riesending damals mit Sami Zayn. Ja, gehört er zur Bloodline oder nicht? Ist er jetzt der Honorable Us oder nicht? Das war eine Riesennummer. Ja? Das hat richtig gut funktioniert. Aber das sehe ich in dieser Konstellation jetzt nicht kommen, egal wie man es jetzt versucht. Ja, wäre dann ein, ja. Story damals war richtig heiß. Und ich würde behaupten, seit dem SummerSlam, wo auch dann Roman fast gar nicht mehr im TV zu sehen war, bis auf jetzt im Oktober kürzlich, also da ging es schon ziemlich bergab. Auch der Swerve mit Jimmy da beim SummerSlam, also das wurde dann ganz wild und du hattest einfach das Gefühl, die wollen das einfach noch künstlich verlängern und sich einfach ins neue Jahr retten bis zum Rumble, wo man dann wieder anziehen kann. Klassische Road to WrestleMania dann wieder, ne? Aber Sami Zayn jetzt hier in der Kickoff-Show zu bringen, haben vorhin schon ein bisschen drüber geredet, das ist natürlich ein Name, der vielleicht Leute zum Einschalten, ne, ziehen kann, ja, durchaus. Es ist aber nicht der ganz große Name, es ist aber zumindest ein Name, der durchaus Beachtung findet. Für JD McDonagh persönlich freut mich das ja durchaus, dass er diesen Spot bekommt. Ja, aber ist ein bisschen ein Mismatch, oder? Es ist schon ein krasses Mismatch, ja. JD McDonagh wirkt halt wie sozusagen der Sidekick, auch wenn Rhea so oft in den Promos einfach weggeschoben hat. So fühlt sich das auch an, ja. Er ist so irgendwo involviert, aber so richtig ernst nimmt ihn keiner, ja. Und für Sami Zayn tut es mir persönlich richtig leid, ja. Du hattest schon vorher gesagt, damals mit der Bloodline Story, mit dem Match mit Roman, du hast ihn so krass aufgebaut, dann ging es Richtung Tag-Titles und dann ging es eigentlich ständig bergab. Ja. Ich hoffe für ihn, man findet den Turnaround, weil an den Reaktionen scheitert es ja nicht. Ja. Er ist sicher noch einer der Pfeiler von Raw, ja, eines der Top 3 Babyfaces. Ja, und den musst du einfach featuren. Ja. Und ob das in der Kickoff-Show jetzt funktionieren kann, natürlich, ja, das mehr einschalten, aber ich schätze mal, es wird ein gutes Match werden, aber jetzt alles andere als ein Sieg von Sami Zayn würde mich schon krass wundern. Also wenn dann mit Eingriffen natürlich nur, und das haben sie bei JD eigentlich bisher nicht gemacht. Ne? Könnte natürlich da die Aufnahme von JD, die richtige Aufnahme bei Judgment Day sein, ne? Das könnte man vielleicht noch spielen, die Nummer. Aber normal ist es ja auch so, in der Kickoff-Show willst du ja auch Stimmung reinbringen, dementsprechend gewinnen da meistens Faces, dementsprechend wäre hier natürlich Sami Zayn die logische Wahl. JD McDonagh hatte ja jetzt auch bei Raw das Match gegen Seth Rollins. Ja, das ging mir persönlich auch einen Tacken zu lang. Da wurde mir zu gut dargestellt. Also dafür das Standing hat er einfach noch nicht für mich. Ja, Ich weiß nicht, ob man ihm gefallen tut, ja, wenn man ihn gleich gegen die ganz großen Namen stellt. Und Sami Zayn ist definitiv einer der großen Namen. Du hast gerade gesagt, Top 3 Babyfaces gehe ich mit. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Und ich weiß nicht, ob JD hier wirklich profitiert. Ja, also er ist zumindest auf der Card, aber es ist halt eben doch dann nur ein Kickoff-Show-Match. Und für Sami ist es halt immer so eine Sache, ne, mit Saudi, er geht da extra hin, er macht das jetzt, ne, weil er hat ja lange gebraucht, bis er das überhaupt machen konnte, durfte, wollte. Ja.
Und dafür ist es eigentlich, ich sag, ein bisschen verschenkt. Ja, also finde ich ein bisschen schwierig. Eine Story, die man ja geteased hat noch, ne? Jay hat ja noch gesagt, dass er mit Sami Zayn gar die Tag-Titles holen möchte. Ja, ja. Dann haben wir wieder dieselbe Konstellation wie mit KO, richtig? Grundsätzlich ja, aber ich würde behaupten, also die Chemistry zwischen Jay und Sami, also es gab für mich fast besser, ja. Bei Owens hast du das, den Hintergrund, okay, es sind beste Freunde, die kennen sich schon ewig. Nur gefühlt gab es dann schon ja von Kevin Owens 5 Turns gegen Sami Zayn und die Fehde hast du schon durchgespielt, ja. Aber die Story mit Sami und Jay, dass sie teamen, ja, also das hast du eigentlich nicht so richtig noch gefeatured, ja. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch heißer wird. Oder auch Jay und Cody, ja, also fand ich auch nicht den richtigen Move, dass man denen den Titel sofort wieder abgenommen hat, ja. Das hat beiden schon einen Mehrwert gegeben und braucht Judgment Day die Tag-Title aktuell? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, nein, ja. Zumindest nicht in der aktuellen Konstellation mit allen 4 Gürteln. Aber die Frage ist so ein bisschen, ne, Sami Zayn hat man halt keine große Story gerade. Also man hat im Endeffekt auch für Cody keine große Story und diese Tag-Titles sind immer so ein bisschen, ja, Großpreis, ja. So haben wir es bei WrestleMania betitelt und das ist es, glaube ich, ja auch. Natürlich könnte man die Nummer spielen, dass einer von beiden dann turnt. Ja? Also, dass dann Jay und Sami irgendwann gegeneinander gehen, das wäre eine Möglichkeit, klar. Wer in Deutschland unterwegs war, wer bei der Live-Tour war, der hat diese Konstellation schon gesehen. Sami und Jay, die sind dann nämlich gegen JD und Dominik gegangen. Also, auch das hat man ja schon in Hausschuss gemacht. Ja? Also, das ist durchaus passiert. Und Sami und Jay haben bei den Fans in Deutschland zumindest, das, was ich gesehen habe, live in München, ja, wahnsinnig gut funktioniert. Also, das kann man denen nicht absprechen. Generell war ich sehr überrascht darüber, wie gut Jay Uso funktioniert. Gar kein Vergleich zu einem Jimmy. Und wahrscheinlich sogar gerade das heißere Eisen als Sami Zayn. Ohne dass er jetzt eigentlich wirklich, seit er gewechselt ist, was ganz Großes gemacht hat. Klar, Tag-Title ist mit Cody, ja, aber ich hatte eigentlich mit einer Singles-Fehde gerechnet. Jetzt ihn wieder in ein Tag-Team zu verwurschteln, ohne einen Payoff, wäre schon ein bisschen wenig. Richtig, ja. Und da ist Crown Jewel halt, das, ich muss es leider so betiteln, im Gegensatz zu letzten Jahr, ein richtiges Überbrückungs-Pay-Per-View. Ja. Du weißt, also mir kommt es so vor, es sind gute Matches angesetzt, ja, wo ich mir denke, okay, die könnten abreißen, wie ein Seth Rollins gegen Drew McIntyre zum Beispiel. Aber ich rechne nicht mit vielen Titelwechseln. Ja. Den einzigen Wechsel, den ich sehe, ist, dass Logan Paul den Titel gewinnt. Das ist für mich in Stein gemeißelt und beim Rest, also bin ich mir so ziemlich sicher, dass da nicht viel Spielraum ist. Übergangs-Pay-Per-View, also ich würde es relativieren. Es ist von denen, wenn wir die letzten 2 Reihen nehmen, ist es wahrscheinlich der bestbesetzteste, da kann man nicht drüber diskutieren, und wahrscheinlich auch die beste Card. Aber es ist eben nicht das Nonplus Ultra, es ist jetzt nicht unbedingt so dieser Premium-Live-Event, wo man sagt, den muss man unbedingt gesehen haben wahrscheinlich, zumindest nicht rein von den Ansetzungen, von den Stories, die da hingeführt haben. Vielleicht lernen sie uns das Bessere und machen wirklich einen riesen Upset und wir reden dann wochenlang darüber, das kann natürlich sein, aber jetzt so ein Sami Zayn gegen JD oder das andere Match, wo wir auch noch gleich drüber sprechen können, Cody Rhodes gegen Damian Priest, das verspricht jetzt nicht die ganz große Story-Entwicklung, richtig? Also Damian Priest, ich habe vorhin schon mit Raik ein bisschen drüber gesprochen, Damian Priest eigentlich ganz gut positioniert, immer wieder auch geteased, immer von dem Pay-Per-View holen sie ihn wieder raus mit dem Koffer, das ist in Ordnung, aber eigentlich ist die Story mit Rhea. Das mit Cody ist so ein bisschen hingerotzt, finde ich. Und dafür ist es eigentlich fast schon schade, weil Cody Rhodes gegen Damian Priest könnte ein deutlich größeres Match sein vom Standing her. Das sehe ich auch, ja. Vor allem du hast mit Cody, ja, mit den Tag-Titles, hast du den Face-Off mit Roman bei SmackDown gehabt, ja. Das war schon ein richtiger Oha-Moment, wo ich mir dachte, ja, da ist auf jeden Fall noch was offen, ja. Und jetzt spinnst du die Story irgendwie so, dass du sagst, Cody muss gegen Damian Priest jetzt durch, ja. Der ist die letzten 3 Monate, hat er schon gegen Damian Priest gewrestelt, aber jetzt genau muss es drauf ankommen, ja. Wie du schon gesagt hast. Damian Priest in seiner Darstellung gefällt mir eigentlich gut, ja. Ich finde die Chemie zwischen ihm und Rhea sehr gut, ja. Man merkt, dass es brodelt. Und ich bin da am Überlegen, ob Damian Priest nicht einfach überlegt, dass er sagt, okay, ich rechne schon damit, dass Judgment Day gegen mich turnen wird und ich starte meine eigene Gruppierung. Ja. Vielleicht hat er einen Plan in der Hinterhand, dass er eincashen könnte und sagen könnte, ich war euch einen Schritt voraus. Da könnte eventuell ein Drew McIntyre eine Rolle spielen, eventuell
ein Seth Rollins sogar, ja. Also du hättest sicher mehr Potenzial in dieser Storyline, ja. Ob sie es machen, ich glaube es nicht. Und du hättest sogar noch, ich will den Namen jetzt nicht wieder erwähnen, weil du vorher schon gesagt hast, fang mir nicht mit Nakamura an. Aber so richtig durch ist Nakamura mit Rollins auch noch nicht. Und vielleicht könnte Priest da mit ihm auch interagieren, ja. Ob das jetzt so richtig funktioniert oder gut ist, vermutlich nicht, ja, aber man könnte, man hat Potenzial auf jeden Fall für Damon Priest, ja. Mal andersrum gefragt, würdest du Damon Priest hier den Sieg geben? Vielleicht sogar clean? Nein. Warum nicht? Ich bin der Meinung, dass Cody das Match nicht verlieren sollte, ja. Damon Priest, vor allem wenn er es gewinnt, Damon Priest, wird es nicht clean gewinnen, ja. Und wieder ein Eingriff von Judgment Day, hilft ihm das wirklich weiter? Ich weiß es nicht, ja. Ich würde Damon Priest eher die Story mit Rhea mehr in den Vordergrund bringen dann, ja. Cody, kannst du den Sieg geben, ja, dass er dann den Fokus wieder auf die Survivor Series hat, ja. Aber ja, ich würde mit Priest vielleicht die Story so spinnen, dass er sagt, okay, ich muss meine Chance vielleicht beim Titelmatch um den World Heavyweight Title nutzen, ja, und da eincashen, ja. Und da könnte ich mir vorstellen, dass er verliert vorher und dann vielleicht den großen Moment hat, ja. Wäre eine Möglichkeit, wäre nicht das erste Mal, dass man sowas macht, aber würde natürlich einen möglichen Survivor Series Match für Judgment Day wieder widersprechen. Ne? Also dann würdest du ja mit einem Schlag natürlich, die World Title rausnehmen, dann würdest du mit einem Schlag die Tag Titles rausnehmen für die Series. Das ist, vielleicht sollen wir das glauben, ja? Vielleicht gibt es das gar nicht. Vielleicht haben wir gar nicht vor, Judgment Day gegen die Faces zu machen. Kann ja durchaus sein. Puh, ja. Ne? Frage ist, was dann, ja? Siehst du einen Seth Rollins zum Beispiel in einem Titelmatch bei der Series? Wenn er verteidigen sollte, natürlich. Oder wird das eher in den Stable War enden, wo Rollins an der Seite von, wie du schon gesagt hast, Cody, Jay etc. kämpfen wird? Könnte ich mir vorstellen, ja. Würde aber bedeuten, dass man den Titel wechseln lassen muss. Ich kann mir aber wirklich einfach ein Rematch vorstellen. Ja. Also, dass man nochmal McIntyre gegen Rollins bringt. Also, wenn dieser Run irgendwas gemacht hat, dann war es doch eigentlich Rematch after Rematch after Rematch. Also, dementsprechend Nakamura zweimal, Finn Bella dreimal. Das hat es ja schon gegeben. Ja. Also ich sehe auch nicht so wirklich, selbst wenn ein Cash-In kommen würde, ich sehe auch nicht Damien Priest nochmal gegen Seth Rollins beispielsweise. Also das würde ja auch keinen Mehrwert bedeuten. Das hatten wir ja auch schon x-mal. Ja. Dementsprechend hoffe ich nicht, dass man das wirklich vorhat. Und Damien Priest hat, wie gesagt, auch die Tech-Titles noch. Also das müssen sie irgendwie anders lösen. Und Drews letzter Sieg, Entschuldigung, dass ich ihn unterbreche. Drews letzter Sieg war genau vor einem Jahr bei Crown Jewel. Ich weiß jetzt nicht, ob es vor einem Jahr war oder sogar noch später zurück, ja. Gegen Kieran Cross in einem Steel Cage Match, ja. Das war sein letzter großer Sieg, ja. Wer also, kann sich nicht daran erinnern, ja? Da gab es auch das legendäre Strap Match davor, ich kann mich erinnern. Natürlich, ja. Also, auch jetzt nicht das. Aber Drew McIntyre so in der Darstellung gefällt mir schon deutlich besser, ja, muss ich sagen, ja. Man spinnt das gut, man zögert es heraus, ja. Und die Frage ist, wann passiert dieser Turn, ja. Ich glaube nicht, dass er bei Crown Jewel kommen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass er Richtung Series kommen wird oder sogar bei der Series. Da kann Damien Priest eine Rolle spielen, muss er aber nicht zwangsläufig. Also von daher, mal gucken, man kann es auch teasen. Ne? Und das hat man ja zuletzt sehr, sehr oft getan. Also das ist so ein bisschen das Ernüchternde für Damien Priest, finde ich, so ein bisschen. Also man hat ihn eigentlich schon in der Position, dass man ihn als Leader annehmen könnte, ja, neben Rhea. Man hat ihn schon in der Position, dass er auch eincashen könnte. Und eigentlich holt man es nur immer kurz vor Pay-Per-View einmal wieder raus und sagt, ach guck mal, der Koffer hat er ja auch noch. Aber es ist kein wirklicher Handlungsstrang, der jetzt zu einem Titelwechsel zu ihm halt hindeutet, ja, weil eben auch noch die Tech-Titles da sind und weil eben auch noch dieser Koffer eigentlich ihn ausmacht gerade. Ja, wenn man ihn das jetzt wegnimmt und vielleicht sogar noch fehlschlagen lässt den Cash-In, dann wäre das Ganze alles weg. Das sehe ich eben auch noch nicht kommen und dementsprechend mal gucken, ob man es wirklich vorhat. Also Sami Zayn, JD, ich glaube Sami Zayn ist die logische Wahl. Bei Cody gehe ich auch mit, wäre eigentlich Cody. Es sei denn, man will swerven. Ja, es sei denn, man will irgendwas swerven und will auf Teufel drauf irgendwas komplett anderes machen, was wir alle nicht sehen gerade. Ansonsten wird es wahrscheinlich einfach auf Judgment Day gegen irgendwelche Faces wie Sami, Cody, vielleicht ein Rollins, vielleicht auch ein McIntyre, vielleicht auch ein LA Knight. Mal gucken, wird es dann rauslaufen. Ich sehe das ähnlich.
Ja, ich sehe das ähnlich wie bei Money in the Bank, wo man auch geglaubt hat, okay, gibt man vielleicht Dominik den Sieg über Cody? Naja. Ah, und ich ja, sehe es. Genau. Und ja, also Damian Priest ist, also Cody sehe ich trotzdem noch ja, deutlich auf einem höheren Level, sage ich mal. Und sonst hast du wieder dein übliches Fuck-Finish und das haben wir jetzt schon so oft gesehen. Ja. Nein. Ja, das ist so ein bisschen die Problematik mit Judgment Day. Ja, ein bisschen richtig. Stillstand. Ja. Und natürlich dann auch für alle anderen Beteiligten. Das ist halt so. Ja, leider. Gut, schauen wir mal drauf, was sie wirklich vorhaben. Rein wrestlerisch, glaube ich, brauchen wir uns nichts vormachen, weil das Match ist die klar gehen werden, oder? Ja. Also ich denke, das Match wird gut werden. Ja, Sami Zayn sowieso einer der besten Worker. Und auch GD ist sehr, sehr gut im Ring, muss ich sagen. Ja. Ja, ihm fehlt halt die, wie du schon gesagt hast, etwas die Charaktertiefe und die Frage ist, ob der Spot einfach nicht zu groß ist für ihn. Ja. Ähnlich auch, muss ich sagen, vielleicht unbeliebte Meinung, ähnlich wie bei LA Knight gegen Roman Reigns. Das wirkt für mich nicht so, als wären die richtig ebenwürdig. Ja. Aber gut, kann man natürlich andere Meinung sein. Ja, werden wir auch gleich noch diskutieren, mein Lieber. Ich schmeiße dich jetzt hier raus. Zwei Matches haben wir besprochen. Jawohl. Und ich lasse noch die anderen sechs für die anderen, die noch in der Leitung hängen. Natürlich. Wir was gleich aufteilen werden. Vielen Dank mal wieder einmal mehr, Matos, dass du dabei warst. Auch immer wild am Danke diskutieren. Auch, natürlich. Auf Twitter, auf x.com. Ja, da könnt ihr ihn auch finden. Immer wilde Takes, aber man hat immer was zum Austauschen. Das ist immer lustig. So, dementsprechend, ja, verfolgt ihn auch, Matos, mein Lieber. Ich danke dir für dieses Mal. Wir hören uns ganz, ganz sicher wieder. Ich danke auch. Ja, schönen Abend euch noch. Danke. Ciao. Wir machen weiter auf YouTube mit dem nächsten Österreicher. Ja, und das ist einer aus der Streaming-Garde. Ja, ja, da ist er doch. Ein wunderschön, was auch immer. Lieber Matos, komm doch mal ein bisschen hoch hier. Wo sitzt du denn? Matos. Nacho. Was ist das denn? Komm. Den hatten wir doch schon. Ja, Shadow, jetzt mach halt los. Natürlich, Nacho, mein kleines Sandwich, sorry. Einen wunderschönen, lieber Chat. Und YouTube. Hallo so erstmal. Lange nicht gesehen. Ich glaube, Backlash war ich das letzte Mal hier. Ist einiges an Zeit vergangen und passiert. Vor allem, was den Judgment Day betrifft. Das haben wir mit dem lieben Matos aber schon behandelt. Ich glaube, wir kümmern uns um die richtigen und wichtigen Dinge im Leben. Nämlich, okay. Namentlich, naja, Jax, nämlich. Natürlich, wir lieben Frauenwrestling. Wir lieben Frauenwrestling, so, wie schon. Tun wir doch nicht ohne Grund hier rein. Wir haben ein Fatal Five-Way. Ja. Ein Fatal Five-Way. Rhea Ripley gegen Nia Jax, gegen Shayna Baszler, gegen Zoe Stark, gegen Raquel Rodriguez. Ich habe vorhin schon mal gesagt, das ist eigentlich von der Ansetzung her ziemlich geil. Weil die haben es geschafft, das erste Mal so den Eindruck zu erwägen, naja, diese Rhea Ripley ist schon dominant, aber Moment mal, zuletzt war es natürlich ein bisschen schwer getan, auch gegen eine Raquel schon mal solo. Das gab es schon ein paar Mal, aber jetzt hat es vier Gegnerinnen. Und dann ist so eine Nia Jax da wieder zugekommen. Vielleicht erstmal dazu, Nia Jax, Mehrwert für dich oder nicht? Nia Jax, finde ich, ist schon eine imposante Erscheinung, darf man nicht vergessen. Sie ist ja ehemalige Women's Champion der WWE. Ich meine sogar beiderseits, wenn ich mich nicht irre, zumindest auf Raw-Seite, an der Seite von Alexa Bliss, beziehungsweise also danach in der Blutfeder. Ja. Von daher hat sie da auch schon Standing, darf man nicht vergessen. Und andererseits das Zurückkommen, beziehungsweise das Abtreten ihrerseits, war ja durch ein gewisses Meme, ja, sagen wir eher schwieriger Natur. Aber man kann sie auf alle Fälle als Monster, beziehungsweise Heel, kann man sie auf alle Fälle gut als Addition für das Raw-Roster gebrauchen, das auf alle Fälle. Und Daseinsberechtigung in einem Titelmatch hat sie allemal. Ich hab vorhin gesagt, ne, Nia Jax, also ob man sie jetzt mag oder nicht, sei dahingestellt, aber sie ist für die Story, die sie uns hier erzählen wollen, schon ein Mehrwert. Denn ne, alle anderen Namen, die anderen drei, Rhea gegen Shayna, Zoe und Raquel, das ist jetzt wird nicht so bedroht. Jetzt hast du eine Nia Jax noch drin, du hast eben vier Gegnerinnen. Und da ist Nia Jax hat ihren Sinn dann schon erfüllt, auch wenn es ein bisschen, naja, awkward war, weil man hätte auch einfach Shayna Baszler machen können. Aber so im Nachhinein finde ich es gar nicht so verkehrt. Ist das Ende der Titelregentschaft von Rhea Ripley? Was denkst du? Das sehe ich ehrlich gesagt noch nicht kommen, da Rhea als, sagen wir, Peak von Judgment Day fungiert. Und wenn, dann würde ich doch eher sagen, dass im anderen Women's Title Match vielleicht ein Wechsel passieren könnte oder es allmählich sogar an der Zeit sein könnte, um
eine neue Story zu erzählen, die Damage Control endgültig in zweit beziehungsweise voranbringen kann, nochmal Würze reinbringen kann, aber dazu vielleicht später und vielleicht auch an anderer Stelle, nicht an meiner. Meiner soll jetzt dieses Five-Way sein. Man darf nebst jetzt nochmal auf Rhea Ripley zurück nicht vergessen, die hat ja auch an jeder Stelle zu tun mit der Bloodline, wie ihr schon vorher bei Matos gehört habt, mit Cody, mit allen, und die ist überall drin verwoben, das darf man nicht vergessen. Das kann für einen Titelwechsel allerdings, nein, es fühlt sich für mich noch nicht richtig an und auch nicht in Saudi-Arabien, wenn ich ehrlich bin, wo man ja immer noch weiß, dass das Frauen catchen, beziehungsweise generell die Darstellung der Frau nicht unbedingt das Stärkste ist, was man so braucht, im dortigen Kosmos zumindest. Ja, gehe ich mit. Ich finde es ganz interessant, weil der Herr Schleicher gerade einen Take reingehauen hat. Na, wir dürfen nicht vergessen, im Februar geht es nach Australien. Jetzt ist Rhea Ripley Australierin. Er sagt jetzt, naja, sie fährt als Champion dahin. Könnte man aber auch die Nummer spielen, sie kriegt ja sehr positive Reaktionen, obwohl sie eigentlich in dem Heel-Stable ist. Könnte man nicht die Nummer spielen, dass sie den Titel gerade in so einer Bedrohungslage jetzt abgibt, über Rumble, über was auch immer, dann vielleicht ein großes Rematch bekommt und den Titel in den Stadion in Perth wieder gewinnen könnte? Die Variante könnte man allemal spielen. Sie muss dazu nicht einmal den Rumble gewinnen, um sich dann in Richtung WrestleMania und des Raw-Titels über diese Elimination Chamber auszurichten, um es richtig auszuführen. Das kann man auf alle Fälle auch spielen. Die anderen Teilnehmerinnen in diesem Match sind nebst Shayna Baszler, bei der ich ganz ehrlich überhaupt nicht drin bin zurzeit, die hatte kurz Showing nach dem Split, glaube ich, beziehungsweise von der Fehde nach Ronda Rousey, war ungünstig, ja. Hatte sich halt auch verletzt in dem Match, das war das Problem, deswegen hat man sie, in der Raw danach gezeigt, dann hat man sie, glaube ich, 2-3 Wochen rausgenommen, weil sie Nase gebrochen, irgendwas war doch, sie hatte sich verletzt in dem Match mit Ronda Rousey, dementsprechend war sie halt nicht eingesetzt in dem Moment. Das hat ihr Momentum schon ein bisschen gekillt, muss man so sagen. Also ich hatte auch gedacht, nach Ronda Rousey, hey, jetzt ist es eigentlich Zeit, sie gegen Rhea zu stellen. Man bringt sie jetzt wieder rein, aber ich werde auch nicht so richtig schlau aus ihrer Ausrichtung. Ja? Man hat sie facig platziert gegen Ronda, man hat danach wieder so ein bisschen so, naja, ist mir alles egal, ich hau alle kaputt. Dann hat man sie mal mit Zoe geteamt, dann aber auch wieder nicht. Also ihre Ausrichtung ist mir nicht klar und ich weiß nicht so richtig, wie ich sie nehmen soll und wie ich darauf reagieren soll. Ich glaube, das geht vielen so gerade. Das ist korrekt. Das ist schade, dass das Showing, das in Richtung NXT-Champ Shayna Baszler ging, damit zu Ende ging quasi und man sie nicht mehr in Spur gebracht hat. Ein weiteres Problem ist natürlich, wie du auch schon angemerkt hast, Zoe Stark, die als Gefahr dargestellt wurde durch die Fehde zwischen Becky und Trish. Dort stark dargestellt wurde, auch den Endspot quasi hatte im Käfig, als sie Trish weggeboxt hat. Könnte auch reinspielen, mal frisches Blut praktisch reinzubringen ins Titelgeschehen. Ja, warum nicht? Allerdings, wie gesagt, den Titelwechsel sehe ich nicht kommen. Ist vielleicht doch noch etwas früh. Und Rackl hat meiner Meinung nach einfach nur den Rematch-Spot gehabt. Und einfach, weil man nicht gerade gewusst hat, ob das nochmal so gut ist oder worth enough ist, einfach ein Multi-Women-Match draus gemacht. Hat jetzt auch über den Herbst etwas an Standing verloren, leider. Ach. Definitiv sehe ich auch so. Sie war auch deutlich besser dabei. Ne, dann gab sie diese leidige Knieverletzungsthematik, die man gespielt hat und doch wieder Tag-Team und nicht. Andererseits muss man aber auch sagen, Rhea Ripley gegen Raquel Rodriguez haben wir zum Beispiel auf der Deutschland-Tour bekommen. Und das Match war sehr, sehr interessant. Also ich fand das Match interessant gewirkt, weil die sich nämlich quasi egalisiert haben, ja, und man hat auch da Rhea Ripley nicht als so dominant gezeigt, man hat Raquel Rodriguez gezeigt, die im Endeffekt mitgehen konnte, natürlich hat Rhea das Ding dann gewonnen, es sind nur House-Shows, aber trotzdem, man hat dieses Match an mehreren Ecken und Enden gemacht, und das hat mir eigentlich gut gefallen, also grundsätzlich kann ich mir sie schon in diesem Spot vorstellen, aber jetzt aus diesem Five-Way heraus müsste es halt schon mit einem Upset passieren und das würde eigentlich ein Babyface wieder nicht so wahnsinnig gut tun. Das ist so ein bisschen die Problematik, die ich sehe. Das durchaus. Scheint etwas schwieriger.
Allerdings, man darf auch nicht vergessen, wenn sie Rhea Ripley, wie auch schon, wie du mit Misty vorher gesprochen hast, nicht in das Männermatch reinbucken willst, sei es jetzt Elimination oder Wargames, auch ein Frauenmatch aufbauen muss. Und da wird Rhea essentiell dafür sein, glaube ich. Und Raquel auf die andere Seite, es muss ja nicht ein komplettes Raw vs. SmackDown-Ding werden. Also von dem her ist da auch noch die Möglichkeit gegeben, in die Zukunft hineinzublicken und sogar Rhea und Raquel, wenn man es denn so dann teasen möchte, bis zum Rumble zu ziehen, auch wenn das wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr lange ist, dann da ja kein PLE mehr dazwischen liegt. Definitiv. Also, wenn wir so auf die fünf Namen schauen, du hast jetzt mehrfach gesagt, du siehst den Title Run jetzt noch nicht wirklich enden. Wenn du dich aber festlegen müsstest, wem würdest du den Titel geben? Rein vom Interesse her würde ich mit Zoe Stark gehen. Rein vom Interesse her. Ich will was Neues. Ja, wir haben oft darüber geredet, bei den Frauen-Division muss was passieren. Jetzt hat man einige Namen wieder parat und Zoe Stark ist sicherlich einer der Namen, der für die Zeit, die sie erst mal hat noch einiges mehr im Köcher, was da noch kommen kann. Das darf man auch nicht vergessen. Es ist wunderbare Zeit für Frauencatch im Kosmos der WWE. Zwar nicht in diesem Main-Roster-Kosmos, allerdings, da kommt noch einiges auf uns zu. Da kommt ein bisschen was. Glaube ich auch. Da kommt ein bisschen was, interessanterweise, ne? Nia Jax ist eigentlich die eigentlich am logischsten scheinen würde, ja, wenn man diese Heat haben will. Aber naja, mal gucken, ob es dann wirklich valide wird. Ich glaube, ja. Jax hat sich halt viele Feinde gemacht, ja, an dem Moment. Feindinnen, ja, und dementsprechend wird das auch passieren. Ich weiß nicht, ob das Schutzschild der Rock jetzt noch über allem schwebt, auch backstage-technisch. Und hilft ihr gerade nicht, auch wenn man aus Medien hört, dass ein gewisser Vince, der sie ja wahrscheinlich wieder angedacht oder zurückgebracht hatte, als er sich wieder reingedrängelt hat, jetzt auch nicht mehr im größten Standing zu sein scheint. Daher weiß ich nicht, wie man mit Nia weiterverfährt. Im Rumble kann sie wieder einen großartigen Spot haben. Oder auch mal den Kane-Spot und 13 Leute eliminieren von mir aus. Aber ja, meinetwegen kann sie ihren Versuch noch haben. Ich weiß nicht, ob das unbedingt was mit Vince zu tun hat. Ich glaube, das hat auch viel, viel mehr damit zu tun, dass da eine gewisse Verwandlung mit sehr großen Namen, ne? Familientechnisch, besteht. Dementsprechend gibt es ja einige Kandidaten. Ja. Dementsprechend mal gucken, ob man jetzt wirklich was mit ihr vorhat. Ich sehe nicht den ganz großen Monster Hill Run, das sehe ich nicht kommen. Ich glaube, sie ist einfach nur dafür da, was sie jetzt ist und das funktioniert. Nämlich noch eine zusätzliche Bedrohung innerhalb dieses Fatal Five Ways. Das hat man gut hinbekommen. Bin ich sehr gespannt drauf, was man jetzt am Ende macht. Vielleicht wirklich ein Story Star. Dark Horse. Ja, ich hatte jetzt das Frauenmatch. Ich würde mit dir noch kurz einen Card Rundown bzw. Hot Take machen, um die anderen dann reinzulassen, um den Take wir können den Run nicht zu lange halten. Wir können. Würde den anderen schon rein. Sind jetzt noch zwei drin? Das heißt, wir können jeder zwei Matches machen. Aktuell, dementsprechend würde ich dir, weil du es schon gesagt hast vorhin, Io Sky gegen Bianca Belair noch mit reinnehmen. Machen wir die Frauen natürlich im Komplett. Das ist natürlich auch möglich. Ja, Io Sky, Bianca Belair, jetzt noch der Verletzungsgeschichte, ja, mit Damage Control. Jetzt einfach zum Rematch gekommen, ist jetzt nicht der größte Aufbau, aber es ist zumindest einer und dennoch glaubt doch keiner so richtig dran, dass jetzt Bianca Belair einfach den Titel wieder bekommt und dann ist gut. Er ist kurz und bündig, der Aufbau, das ist natürlich wichtig und richtig, da Bianca ja gerade erst bei SmackDown zurückgekehrt ist, beziehungsweise Raw. Tell me when I'm telling lies, bin im Raw-Kosmos gerade recht... wenig drin. SmackDown haben wir natürlich gesehen in Vertretung, hier bei mir auf dem Kanal. Das, was sie erzählt hat, ist more same old shit als etwas Neues oder Badass Dom oder wie wir uns erhofft hatten, an die Seite von Bobby Lashley in etwa. Vielleicht noch verschoben, hoffentlich. Wäre auf jeden Fall ein Charakterzug, der gut tun würde. Allerdings jetzt braucht man sie gegen ein Heel-Stable. Und sie wird ja, wie ich hier auf der Karte sehe, gegen das komplette Damage Control Stable laufen. Ja, weiß ich nicht. Clean nicht, oder? Sie hat halt bei SmackDown noch Bayley. Vielleicht nimmt man Bayley sogar raus. Dakota Kai ist immer noch verletzt. Vielleicht gibt es wirklich einfach dieses klassische One-on-One-Match dann mit Io Sky und Bianca, dass man halt diese Stable-Nummer nicht spielt. Also irgendeinen Sinn muss ja dieses Bayley-Match noch gemacht haben. Am Ende des Tages.
Das kann sein. Ich denke allerdings nicht, dass man das machen wird. Hier auf der Card von Wikipedia, wo ich jetzt gerade offen habe, sind die beiden an der Seite von Io Sky eigentlich gelistet. Daher denke ich schon, dass man das... Wikipedia ist keine zuverlässige Quelle. Wir halten uns an WWE.com. Natürlich kann das sein, dass hier ein Kleiner da ist. An die Masse. Ja. Ja. Aber wenn sie schon in der Matchcard aufgeführt sind, glaube ich nicht, dass man sie raushält. Das wäre auch, glaube ich, dem Damage Control oder so, wie die Erzählung von Anfang an schon war, glaube ich auch nicht. Genau, stable. Im Namen zu bleiben. Also ich schaue gerade nochmal nach. Auf der Webseite ist es zumindest nicht so angekündigt, dass sie auf jeden Fall dabei sind. Aber da steht auch nur dieses Titelmatch Io Sky gegen Bianca. Okay, ja. Und wir wissen halt, dass Bianca noch gegen Bayley geht am Abend davor, was ja eine getapte Show ist, aber mal gucken, was da noch passiert. Grundsätzlich, Io Sky, der Titel war ein bisschen hin, wir haben es vorhin schon mit Lissi so ein bisschen besprochen, ist jetzt nicht der Allergeiste. Ja? Man hat sie nicht so richtig gut dargestellt, fand ich, zumindest nicht durchgehend. Und Bianca Belair jetzt wieder reinzubringen, das wirkt für mich tatsächlich eher so wie Übergang. Wir haben mit Bianca noch was anderes vor. Das ist doch der einzige Mehrwert, den man hier erzielen kann. Ja, denke ich auch. Zum Run von Io Sky dargestellt hat man sie in den Matches zumindest doch brauchbar. Die Finishes waren unbeholfen, beziehungsweise immer durch den Damage Control Input Rang war sehr, sehr gedämpft, um es fair auszudrücken, ja. Naja, man hat sie halt auch in Tag-Matches gezeigt, also das war jetzt nicht so. Das auch, ja. Also sie kam jetzt nicht rüber wie eine souveräne Titelträgerin. Das so würde ist ein wollen. Ist ein ähnliches Feeling, wie es auch Seth Rollins hat, muss man, oder kann man dir doch vergleichen, ja, der auch erkaltet ist eigentlich, sobald er einen Titel gewinnt, denn das passiert zum zweiten definitiv. Mal als Face. Definitiv. Darf man nicht vergessen. Definitiv, und Bianca Belair, wie gesagt, da haben viele jetzt schon mit einem Turn gerechnet, oder mit einer angepassten Bianca Belair, das kann man aber noch machen, weil wenn sie den Titel jetzt hier nicht gewinnt, dann hat sie doch einen Grund dazu, vielleicht auch durch den Eingriff von Damage Control, weil es halt nicht reicht, dass sie die vorher oder irgendwie rausnimmt, und dann kann sie ja ein bisschen verbissener werden, und dann stehen ja alle Türen und Tore offen, plus, wir haben ja vorhin auch drüber gesprochen, es gibt ja ein paar Namen, die dazukommen könnten, ne? So eine Kairi Sane beispielsweise, ja, Kairi Sane gegen Io Sky, ich glaube, das ist ein Match, das würden viele gerne sehen wollen, die Problematik, die ich so ein bisschen sehe, ist, naja, anwesend, wie schnell willst du eine Kairi Sane da in diese Position kriegen, das sehe ich halt auch noch nicht so richtig kommen. Ja, ich sehe es auch bei Crown Jewel nicht, dass Kairi Sane da sein wird, glaube ich, eher nicht. Beziehungsweise zur Hilfe eilen oder Io da rausreißen. Das käme out of nowhere und eigentlich komplett aus dem Nichts gerissen. Der Kairi für mich, so wie sie im WWE-Kosmos dargestellt war, eigentlich immer mit Asuka verbandelt war und nie irgendeine andere Erzählung hatte, außer bei NXT. Und das liegt aber schon wieder so weit weg, dass die WWE darauf, glaube ich, nicht so dermaßen viel Wert legen wird. Ja. Also. Außer, dass man den Flying Elbow gegen den Moonsault stellen will, aber ein Match, um die Moves darzustellen und nicht die Charaktere, dafür ist die WWE, glaube ich, nicht bekannt. Ja, gehe ich mit. Ich glaube auch, dass das jetzt hier, also mögliches Follow-up schon wäre für Io Sky, aber dass das jetzt vielleicht dann auch eher Richtung nächstes Jahr dann eine Option wäre. Ich sehe hier ehrlich gesagt auch keinen Titelwechsel kommen. Also es würde für mich wenig Sinn machen, jetzt Bianca Belair einen Titel wieder zurückzugeben. Ja. Dann würdest du Io Sky eigentlich nicht begraben, aber du würdest deutlich ins High setzen, dass sie nicht the woman to go ist. Ja. Und du würdest Bianca Belair nicht weiterhelfen, weil sie dann den same old shit run hinlegen würde wie sonst auch. Also das. To the Sky oder To the Moon wird es dann auf alle Fälle nicht mehr gehen, höchstens auf die Tag Title und man weiß um das Standing der Tag Title. Yeah. Ja. Nee, eher nicht. Also bleiben wir bei der Titelverteidigung von Io Sky. Alles andere wäre ein bisschen schwierig, wahrscheinlich mit Eintriff. Ja, und wahrscheinlich nicht sauber, das wäre der Standardweg, den man hier. Für unser Feeling mag der Titelgewinn von Bianca Belair vielleicht langweilig kommen oder nicht, aber man kann da auch Erzählungen draus stricken, das darf man nicht vergessen. Nochmal kurz angemerkt, Chat und YouTube. Allerdings, ob wir das, da war das lange, lange, lange hatten und so wie sie gesprochen hat, auch dasselbe erzählt.
Weiß man nicht, ob der Hype so groß sein wird, wenn sie das machen sollte. Ja, sehe ich. Aber gut, das war jetzt genug der Frauen, würde ich sagen. Also, wenn es dir geht, wechselt hier kein Titel. Bei Groucho. Nein. Ja, ist ein Take. Warum nicht? Ja. Warum? Warum? Weil ich es nicht für den richtigen Moment halte an diesem Wochenende, beziehungsweise so früh. Ich möchte da oder einen Take so vor Jahresende, glaube ich einfach nicht. Ich möchte da einen Take reinhauen, einfach. Kann es sein, dass so ein Triple H, der ja offensichtlich die kreative Kontrolle hat, eine gewisse Abneigung gegen Titelwechsel hat und dass er damit das Produkt aber auch bremst manchmal? Und könnte es nicht auch sinnvoll sein, auch mal da rauszubrechen und zumindest einen Titel an dieser Stelle vielleicht wechseln zu lassen? Vielleicht dann eben bei Rhea Ripley eher als bei Io Sky? Eine Möglichkeit, dass Triple H dazu neigt, Title Runs lange zu halten. Und was jetzt beileibe nicht das Allerschlechteste ist, um jetzt nicht All Atlantic-Blicke zu wagen, die ja öfter mal Titel hin und her schmeißen. Aber ja, bringt mich etwas. Also die Frage, aus der die Frage, Fassung, ich glaube einfach nicht dran, dass Triple H dazu neigt, einen Champion Io Sky, auf die er ja ziemlich viel hält, glaube ich. Bin ich mir nicht sicher. Ja, doch, denke ich schon. Sonst wäre sie nicht so lange Champion geblieben. Naja, so lange ist auch es noch nicht. Über den Run. Und der Run. Vom SummerSlam bis jetzt sind doch 3 Monate. Ja, aber wie ist er eingesetzt worden? Man denke. Das ist das Story aus dem Damage Control und nicht ihrer eigenen Möglichkeiten. Und die kann sie durchaus erzählen. Oder hat sie auch schon gezeigt unter Triple H's Fahne. Ich möchte mal anmerken. Bei Io Sky wäre es vielleicht wirklich ein bisschen früh. Bei Ripley bin ich mir gar nicht so sicher. Also die hält das Ding jetzt seit WrestleMania, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die ist sehr dominant. Die hat alles weggehauen, was sie weghauen konnte. Dass sie jetzt in dieser Konstellation, die muss ja nicht mal gepinnt werden. Ja? Das ist ja das Schöne daran. Dass kommt sie jetzt dazu, ja. Vielleicht abgeben könnte und dann nochmal einen Run Richtung Australien, Richtung Perth, Richtung Stadionshow am nächsten Februar. Das wäre schon eine Konstellation, die ich ganz gern sehen würde, ja, wenn man denn der richtigen Frau den Titel geben würde. Aber ich bin auch nicht unbedingt ein Freund, dass ein langer Titel an immer ein guter ist. Ja, ein langer Titel an ist auch nicht immer ein guter. Ein Beispiel würde ich hier Seth Rollins nennen. Aber das ist, am Ende des Tages. Geschmackssache. Mein Lieber, Geschmackssache ist es ist nicht. Ist korrekt so. Ja, Geschmackssache ich ist wünsch es euch. Nicht. Es ist überhaupt nicht. Es ist überhaupt nicht. Es ist keine Geschmackssache, ja, zu überlegen, ob man mit uns zusammen, mit dir, mit allen anderen, die im Chat immer dabei sind, diesen Event gucken am Samstag. Natürlich werden wir das auf twitch.tv/blöder-mit-oe geschrieben. Da ist ja Sachverstand da, ja. Und dieser Mann, der streamt selber auch. Könnt ihr gerne reinschauen. Natsche mein Candy Sandwich auf Twitch, ja, er macht viel AEW, weil alles andere nehme ich ihn weg. So ein Ding ist das. Und manchmal, und vielleicht spoilert euch manchmal. Oder er guckt auch ab und zu mal ganz schön gern. Ja, und hat Spaß mit den Leuten, die dabei sind. Manchmal spoilere ich auch ein paar Rampage-Ergebnisse, aber das ist nicht so wild. Rampage ist nicht so wichtig. Mein Lieber, vielen Dank, dass du dabei warst. Wir gucken gerne mal wieder rein bei dir. Hat mich gefreut. Jeden Freitag. Bis dahin. Ja, sehr gerne. Turn it away. So nämlich. Ciao. Weiter geht's mit einem gern gesehenen Gast, den ich gerne wieder reinholen möchte. Denn wir haben schon ein paar Mal miteinander gesprochen, wenn wir über Pay-Views gesprochen haben. Und dementsprechend ist er hier gerne gesehen. Mein lieber Herr Streicher, da ist er doch. Er sitzt auch ein bisschen tief. Es ist bei euch heute, ist irgendwie, macht euch doch mal gerade. Ein wunderschönen was auch immer, mein Lieber. Gut, sieht's aus. Schönen guten Tag. Grüße. Na? Grüße geht raus. Ach ja, gerade vom Halloween-Feiern zurück und vom Einkaufen und... Das Übliche. Alles gut, nein. Jetzt konnte ich die letzten, ich bin genau gekommen, als du mit Listi fertig warst und konnte mir jetzt die ganzen Kollegen aus dem Chat zumindest anhören. Wunderbar. Wir machen das jetzt so, wir haben noch 4 Matches auf der Karte und ich würde es jetzt schiedlich-friedlich aufteilen, ja, und zwar jeder kriegt ein großes Titelmatch und jeder noch das andere. Was genau? So, jetzt machen wir es so. Ja? Ich würde behaupten, Roman Reigns ist das größere Titelmatch, deswegen würde ich dir gerne Seth Rollins gegen Drew McIntyre geben und, um es auszugleichen, gebe ich dir aber dafür Rey Mysterio gegen Logan Paul und dementsprechend fangen wir damit an, US-Titelmatch, mein Lieber.
Komm, Rey Mysterio gegen Logan Paul. Hau mal raus. Was ist hier denn da? Also Logan Paul. Hat er sich gemerkt, dass mein bester Freund Logan Paul ist? Habe ich. Sprich, es ist also das Match, was meine Vorfreude auf diesen Pay-Per-View am größten schmälert, neben, ist das so? Neben dem, was ihr gerade besprochen habt. Ja. Also brauche ich überhaupt nicht. Also ich brauche weder Rey Mysterio als Champion. Habe ich bis heute nicht verstanden, wieso man das. Gut, man hat ihm nochmal einen letzten Run gegönnt, sicherlich. Hat er sich schon verdient, aber in der Länge und ich weiß nicht, ich warte da ja eigentlich die ganze Zeit auf einen Move aus dem hinterm Rücken von einem der Stable-Mitglieder. Santos wäre prädestiniert, zumal er das Stable ja aus NXT schon ganz gut etabliert hat und gezeigt hat, dass er Heel gut kann. Ja, und die Story hat man ja eigentlich auch schon aufgebaut, indem man gesagt hat, dass er eigentlich das Titelmatch bekommen sollte. Dann hat es Rey bekommen, weil Santos halt irgendwie Diarrhoe hatte oder irgendwas. Und wenn wir es Diarrhoe. Ja, und insofern bin ich mal gespannt. Ich glaube, ich bin da bei Nacho, dass dieser Titel wechseln wird. Und zwar genau deswegen, weil, glaube ich, heute der Turn kommen, bei diesem Pay-Per-View der Turn kommen wird. Ja. Anders könnte ich mir nicht erklären, wieso man Rey Mysterio gegen Logan Paul jetzt auf einmal überhaupt bringt und dann auch verlieren lässt. Logan Paul andererseits muss auch mal jetzt irgendwann mal gewinnen, weil... Ach gut, er hat gegen Ricochet gewonnen, aber es ist halt nichts wert, ne? Am Ende. Ach ja, stimmt. Das Match, an das wir uns alle in 10 Jahren noch erinnern werden. Ja, eben nicht. Das ist genau das Problem. Ja. Stimmt, hast du recht, aber die großen Matches hat er bisher alle super performt, aber halt dann doch letztendlich verloren, weil man natürlich klar auch einen Daily Worker nicht unbedingt gegen einen Celebrity verlieren lassen möchte. Hier in dem Fall glaube ich aber, dass man ihm jetzt einen Run zugestehen könnte, zumal er jetzt diverse gesundheitliche Probleme alle überstanden hat, zumindest das, was ich gelesen habe, soll er sich jetzt topfit fühlen und auch diverse weitere Projekte erstmal beendet hat, die vorher so parallel liefen. Also was ich zuletzt gelesen habe, hörte sich so an von ihm auch in seinen Interviews. Ich hätte jetzt Zeit, mal so 2-3 Monate bis Weihnachten hier einen auf Champion zu machen. Und ja, würde ich kurz einhaken. Ich glaube auch, dass der Zeitpunkt jetzt gekommen wäre, dass man das machen kann. Und ich würde noch einen draufsetzen. Ich würde auch sagen, dass dieser US-Title, der Titel ist mit wenigsten Gefahr, dass es lächerlich werden könnte. Ja, weil Roman Reigns, letztes Jahr, das hat gut funktioniert, der Main Event, aber trotzdem, es wäre Roman Reigns gewesen und es wäre der Haupttitel gewesen. Seth Rollins bei WrestleMania, es wäre halt einer der wichtigen, es gab ja diese Titel, gab es auch jedenfalls, ist egal, aber es wären zumindest, es war kein Titelmatch bei WrestleMania, der Titel kam später, aber es wären halt die Haupttitel, ja, die man ihm geben würde. Und wir wissen, ne, graue Zeit, wenn man zurückdenkt, damals David Arquette beispielsweise. Klar, das war ein ganz anderes Standing, was der hatte, aber dennoch für die Außendarstellung, für die Außenwirkung ist das ja nicht ganz ohne. Das muss man schon bedenken auch an der Stelle. Und Logan Paul, für Leute, die jetzt Wrestling nicht tagtäglich verfolgen, so wie wir, die wissen dann vielleicht nicht, dass Logan Paul hier schon mehrfach performt hat, der schon mehrfach gezeigt hat, dass er da mitgehen kann. Das könnte dann auch schnell cheesy wirken. So ein US-Title, da kannst du nicht viel verbrennen. Zumal das ja der Titel ist, der auch am wenigsten Prestige eigentlich hat. Ja. Das heißt, das dürfte jetzt auf Triple H's Agenda der nächste Titel sein, den man aufwerten möchte so langsam. Das hat man mit Rey Mysterio getan. Das hat man sicherlich vorher, wer war vorher nochmal US-Champ? Guck mal. Irgendjemand. Mehrere, ne? So von Nakamura über, der war IC-Champ. Ja, aber das unterstreicht es ja schon. Das unterstreicht ja schon genau diese These, dass der Titel eigentlich gerade kein Standing hat. Ja, ist wirklich lange her, dass den jemand gehalten hat. Theory, stimmt. Ja. Unser Wunderkind, der ist. Der war gar nicht so verkehrt, der Run. Aber da hat es auch eine Weile gedauert. Wir hatten 2-mal gehabt, glaube ich auch. Aber Bobby Lashley kann mich noch erinnern, das war so der letzte ganz große Champion. Jetzt kommt es wieder, ja, stimmt, jetzt kommen sie wieder. Aber danach war es wirklich nicht gut. Ja, und jetzt wird man das so, denke ich, langsam auch angehen wollen. Den Intercontinental Champion-Titel hat man
ja sogar dermaßen hochgehoben, dass er jetzt eigentlich dann wieder nur tief fallen kann, wenn dann Gunther ihn abgibt. Aber gut, sei es drum, das war unfassbar wichtig, weil wir ja lange Zeit hinter Main Event gar nichts hatten. Das könnte man jetzt mit Logan Paul, Santos Escobar und Co., da gibt es ja dann schon ein paar Kandidaten, Theory, gut, jetzt vielleicht nicht nochmal irgendwann. Aber auf jeden Fall hat die WWE jetzt einige Upper-Mid-Kader, die gerade auch junge Talente, die sich da erstmal verdient machen könnten. Ich habe mir noch einen Tag rein, warum man den US-Title bisher nicht so positioniert hat wie ein IC-Title beispielsweise. Ich glaube, das hat sehr, sehr viel mit dem Run von Roman Reigns zu tun. Ja, man will nicht in Ansatz darauf hindeuten, dass einer mit Midcard-Title auf ein ähnliches Standing kommen könnte. Ja? Bei Seth Rollins und Gunther, ich glaube, da brauchen wir nicht lange überlegen, dass das Match irgendwann passieren wird, ja? Um welchen Titel auch immer. Sei mal dahingestellt, aber dass das passieren kann und ne, dieses Intercontinental Heavyweight Ding, ja, auch den Heavyweight Champion, das ist ja schon eine bewusste Darstellung, dass man Gunther schon da positionieren möchte. Beim US-Title will man es offensichtlich nicht, weil man Roman Reigns noch größer wirken lassen will, seinen Run noch größer wirken lassen will. Und ich würde mal die These wagen, so wahnsinnig lang wird dieser Run nicht mehr gehen. Den größten Teil haben wir gesehen. Dementsprechend wäre es dann an Zeit, auch diesen US-Title wieder ins Picture zu nehmen und aufzuwerten. Ja. Plus, der US-Titel ist natürlich auch nur der WCW-Titel. Das heißt, man musste natürlich erstmal den IC-Titel hochbringen. Ja, wobei der US-Titel schon großes Standing hatte. Ne? Also historisch gesehen ist das schon einer der wichtigsten Titel eigentlich, die wir so haben. Hieß er nicht sogar US-Heavyweight-Titel? Ich glaube, müsste ich nochmal ganz in mich gehen, aber ich meine, der wurde auch mal eine Zeit lang so genannt. Also man könnte hier einen ähnlichen Weg einschlagen. Ja? Und ich glaube, das ist aber auch die Begründung gewesen, warum man den SC in US-Title geswitcht hat bei den Brands. Ja. Und Rey Mysterio ist ja durchaus ein gestandener Name, ein großer Name. Das ist ja gar kein Thema. Aber man will diesen Run ja gar nicht annähernd auf diese Ebene heben. Und Logan Paul wäre dann ein guter Übergang. Er würde viel von Heat profitieren, die Medienmaschinerie würde anlaufen, das würde ja schon Aufsehen erregen und dann kann Logan Paul quasi als Transition Champion jemanden neuen dann im Endeffekt da in die Position bringen, wenn dann der Run von Roman Reigns immer zu Ende geht. Das wäre die logische Konsequenz. Ja? Ja, oder irgendwie beim Rumble, die Titel sind ja immer in der Weekly vor dem Premium Live Event. Ne? Sehr oft war es so. Ja. Also Logan Paul, ich bin mir eigentlich, also weiß ich nicht, was da sonst passieren sollte. Wenn, dann wird es wie nennt ihr es immer, Fuckfinish, wo dann am Ende irgendwer eingreift, bevor ein Pin passiert, weil Santos Escobar natürlich selber den Titel haben möchte. Mhm. Aber ich würde mal noch sagen, ich fände es eigentlich mal auch ganz nice, wenn man mal so eine Fehde dann ohne Titel durchzieht. Also Rey Mysterio gegen Santos Escobar. Kannst du auch so machen. Der dann Santos overbringt nach irgendwie 3 Matches oder ich weiß nicht was, fände ich auch mal stark. Also nicht, dass Rey Mysterio dann gewinnt, so wie früher gegen Kane dann gerne, also der eben im Keller wochenlang angekettet hatte und auf einmal verprügelt Rey Mysterio Kane in einem Match in 5 Minuten und man denkt sich so. Warum? ich würde mal einen anderen Namen reinbringen, den wir noch gar nicht geredet haben, irgendwie auch schon seit Monaten eigentlich nicht mehr, der aber letztes Jahr in Saudi-Arabien da waren, das ist nämlich der Bruder, Jack Paul. Ja, da haben ja viele gedacht, ja, könnte der nicht auch nochmal einen Run machen? Könnten die Pauls nicht vielleicht auf die Tech-Titles gehen? Da haben wir ja auch so ein paar Baustellen. Das würde jetzt aber so ein bisschen widersprechen, dass er einen US-Title gewinnt. Mhm. Ja, wäre sicherlich auch nochmal was für die Quoten, klar. Kevin Owens wird im Chat gerade. Darf ich ja gar nicht erwähnen. Kevin Owens, weiß ich nicht, das ist auch ein sehr gestandener Wrestler, wo ich den Namen gerade sehe, der einem Titel auch Prestige verleihen könnte, der für mich auch viel zu lange ohne Titel war, also ganz komisch, er war ja immer wieder in Titelmatches, aber irgendwie, also gerade gegen Roman Reigns hat er ihn irgendwie immer noch mal ein Stück weiter overgebracht, oder ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Naja, doch schon. Ja, also, mal gucken. Also Kevin Owens ist für mich zumindest so der erste ganz große Name, den ich mit dem Run von Roman Reigns verbinde. Ne? Da gab es mehrere Matches über die ganze Zeit immer mal wieder, aber das sind so schon die ersten ganz großen, wichtigen Matches gewesen, die Kevin Owens dann im Endeffekt da
investiert hat, damit Roman Reigns als Charakter funktioniert. Das sehe ich schon. Und ich glaube auch, also Kevin Owens könnte so ein Kandidat sein gegen den Logan Paul, ja, bei der Series eventuell oder dann einen Tacken später, weil ich mache mir ja noch irgendwie so eine Special TV Weekly dann zwischen den Jahren. Das kann ja durchaus passieren. Dann kann man so einen Titelwechsel dann bringen und dann hast du mit Kevin Owens einen gestandenen Namen, der da definitiv die Titel wieder aufwertet und du hast mit Logan Paul natürlich die Medien mit reingeholt. Damit hat das Ding ja wieder ein anderes Standing. Also das kann ich mir schon gut vorstellen, dass man in die Richtung geht. Ja, du gibst, belohnst dann diverse Wrestler damit, also so einen Owens, der dann wahrscheinlich mit so einem Titel auch mal Richtung WrestleMania geht oder so. Ja, müsste man mal schauen. Ja. Aber das Gute ist halt, dass wir echt viele Möglichkeiten haben, die nach Rey Mysterio oder LWO und wie auch immer dann halt folgen können. Ja, generell die LWO-Story ist nicht so die allerheißeste, aber schauen wir mal auf das andere Match noch, was ich dir versprochen habe, nämlich Seth freaking Rollins gegen Drew McIntyre. Das ist eine durchaus interessante Konstellation. Drew McIntyre mit deutlich anderen Anstrich inzwischen ist er wieder zurückgekehrt und ist wieder deutlich mehr ins Programm gekommen, aber nicht vollendet bis hierhin. Und wir haben Seth Rollins, der so ein bisschen abgeflacht ist, ne, was seinen Title Run angeht, seit er das Ding hat. So richtig heiß wurde es noch nicht in meinen Augen und ich sehe das auch nicht mehr kommen in seinem Run jetzt. Drew McIntyre jetzt wahrscheinlich der größte Gegner vom Namen her, den er jetzt bisher bekommen hat. Ist das hier ein Titelwechsel? Ist das der Startschuss für was anderes? Und was machen wir mit Judgment Day, die ja mit beiden so ein bisschen kokettiert haben? Ich habe ja direkt gesagt, man hätte Finn Balor den Titel geben sollen. Da habt ihr euch vehement gegen gewehrt. Jetzt habt ihr die Quittung, einen langweiligen Seth Rollins. Spätestens Nakamura hätte ihn entthronen sollen. So, Matos, schöne das Grüße. Das wäre besser gewesen, bestimmt, ja. Bin mir sehr sicher. Nein, im Ernst. Also grundsätzlich, nach dem letzten Pay-Per-View habe ich gesagt, okay, Drew McIntyre wäre jetzt eigentlich die beste Lösung. So, jetzt kriegen wir das Match. Ja. Aber was machen wir jetzt damit? Also Drew McIntyre ist für mich noch nicht am Punkt angekommen, wo jetzt dieses Titel unbedingt benötigt. Ja. Oder auch wirklich gewinnen muss. Ja, also das sehe ich. Genau, ich hätte das Match auch später gebracht, glaube ich. Survivor Series oder um den Jahreswechsel herum dann und Drew bis dahin noch ein bisschen aufgebaut. Weil ich finde, seitdem er den Title Run hatte, hat er total in der Luft gehangen. Man war sich nicht sicher, behält man ihn als Face, wo er sicherlich beliebt war und ist. Aber so ein Drew McIntyre von Erscheinung ist natürlich als Heel auch sehr wertvoll und imposant, kann also auf jeden Fall den Bad Guy spielen und zwar den richtigen Bad Guy, also der auch nicht immer so diese Tweener-mäßige mit Scherzen in seinen Promos, sondern ja, der wirklich. Und vor allen Dingen auch nicht den schicken Heel, der ein Stable braucht, der irgendwas nee, der kann allein stehen. Ja. Das würde er wunderbar rumbringen, rüberbringen. Ja. Also, das ist so, ja. Da sehe ich halt Seth Rollins eigentlich auch eher. Ich habe Seth Rollins immer als Heel geliebt, weil der natürlich ein rücksichtsloses, gemeines Arsch sein kann und das auch super spielt. Er ist immer sehr beliebt. Wieso dieser Run nicht funktioniert, ist, glaube ich, einfach, weil man, da bin ich dann wieder bei euch, diese ganzen Titelmatches komisch, also viel zu kurz aufgebaut hat gegen Gegner, die halt kein Standing hatten zu dem Zeitpunkt. Wenn du dir anguckst, was man mit Nakamura seitdem macht, also seitdem er in diese Sphäre gekommen ist, und das hätte man jetzt ein Jahr lang gemacht und dann hätte man Nakamura den Titelshot gegeben, wäre das ja viel wertiger gewesen für beide Seiten, ne? Also auch für Rollins. Das macht man halt jetzt hinterher mit Nakamura erst. Das ist natürlich auch das Los, was Triple H mit seinen Lieblingen jetzt halt hat Nachholbedarf, ne? Der hat die jetzt sehr schnell reingeholt ins Title Picture. Und jetzt holt er alles nach, was vorher unter, ich nenne es jetzt mal Vince McMahon, es ist natürlich ein ganzes Team drumherum, aber nehmen wir es mal als Synonym. Man hat es verschlafen. Da haben die Triple H Guys halt nicht so die Rolle gespielt. Ne? Man sieht es ja auch an DIY, an den beiden und Co. Also alle, die unter Triple H bei NXT groß geworden sind. Monate verschlafen, wo man hätte neue Leute reinbringen können. Und das hat man jetzt natürlich sehr geballt gerade. Das funktioniert an manchen Stellen, aber noch nicht an allen. Deswegen ist es ja dann auch angenehm, dass auch so ein Drew McIntyre sich nochmal neu erfindet, nochmal
einen anderen Touch wieder kriegt. Das finde ich durchaus spannend. Und bei Rollins, ganz ehrlich, sehe ich das fast auch, dass der das braucht. Also der, der hat das ja sehr oft schon bewiesen. Der hat ja sehr oft schon, es wurde jetzt auch bei Raw nochmal angedeutet, ne? Messiah ist lange vorbei, der Architekt ist lange vorbei. Ja, aber ist nicht dieser Seth Rollins, dieser Freaking Seth Rollins eigentlich nicht auch vorbei? Ja, und fehlt da eigentlich nur noch der Titelverlust? Muss ja jetzt nicht hier passieren am Wochenende, aber vielleicht dann bei Series, vielleicht dann über die Jahre und vielleicht gibt es bei Series eigentlich immer mal ein Titelmatch? Oder sind die da, die sind da? Es gab schon Titelmatches. Jetzt wissen wir ja, Roman Reigns ist wahrscheinlich nicht da. Die Frage ist halt, ob man Seth Rollins nicht als Face vielleicht auch braucht. Ja, oder Drew McIntyre in so einem Series-Match. Das kann natürlich sein. Andererseits sehe ich es auch so, Drew McIntyre, wenn der jetzt den Titel gewinnt, ist seine Story eigentlich auch schon wieder hinfällig. Also eigentlich muss er doch verlieren. Eigentlich muss er verlieren und durch. Also der verliert, tickt aus. So, das ist die Story, die ich habe. Und es geht mit beiden. Und du hast Judgment Day noch im Hintergrund. Oder, und dann müsste es eigentlich so sein, dass Rollins dann dadurch auch rausgeschrieben wird aus den Shows. Und dem würde es tatsächlich mal gut tun, 3-4 Monate nicht mehr aufzukreuzen. Rumble, und dann frisch wieder, also dann würde der Pop, glaube ich, sehr groß sein bei Seth Rollins, weil den würden die Leute dann wirklich auch vermissen. Es würde ihm nicht schaden, wenn jetzt zumindest bis Jahresanfang Rumble, aber ich glaube, er könnte sogar auch länger aussetzen. Anderes Szenario, was ich vielleicht sehe, ne? Das ist vielleicht der Grund sein könnte, warum man Drew dann nicht komplett turnt. Ja? Ist ein Gunther. Ja. Vielleicht also hat Gunther, man ja im Hinterkopf, dass man den Heel Gunther gegen den Dunface Drew McIntyre stellen möchte, weil man dann diese Heavyweight-Nummer eben spielt, die wir vorhin ausgeführt haben, weil der IC-Belt eben nicht mehr wirkt, als wäre deutliche Stufen drunter. Man könnte im Endeffekt ein titelloses Title-Match machen bei Survivor Series und das hatten wir schon ein paar Mal. Ja, das stimmt. Und Gunther und Drew haben ja auch schon ein Match zumindest gehabt. Bin ich sogar zwei mit dem Triple Threat mit Sheamus zusammen. Also Gunther bewahrt man sich ja so generell offenbar sehr, sehr gewählt auf für die großen Spots, Royal Rumble und WrestleMania. Da wird sicherlich Gunther richtig in Spotlights gesetzt werden. Also ich hätte echt gedacht, er verliert den Titel vielleicht früher und geht dann gegen Rollins. Aber ich glaube tatsächlich, dass man da einen viel größeren Spot dann für ihn aufbewahrt, weil man einfach merkt, dass der Typ pures Gold, also nicht nur Gold ist, sondern Platin oder whatever, Diamant. Und das haben wohl offenbar sehr viele in der Company auch verstanden inzwischen, nicht nur Triple H und Shawn Michaels, sondern auch viele andere. Und wie der Mann gespielt wird, ist einfach überragend. Hätte ich nie für mich gehalten, für einen deutschsprachigen Wrestler. Dass er so abreiße. Man müsste halt jetzt mal langsam drumherum noch die beiden Jungs noch ein bisschen ist noch nicht mit mehr Siegen ausstatten. Naja, gehe ich mit. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass... Also braucht er sie ja eigentlich gar nicht fast. Ne? Also er schimpft immer nur mit ihnen, weil sie immer Kacke bauen und im Endeffekt könnte er sie auch versenken. So ein Ludwig Kaiser sehe ich schon inzwischen ein bisschen besser positioniert. Übrigens also, auch ein geiler Kandidat für einen US-Title, ne? Oder ein IC-Belt, wenn der Gunther ihn nicht mehr hat. Oder so, ja. Aber gehe ich mit. Grundsätzlich, wie gesagt, Rollins gegen McIntyre finde ich fast die spannendste Paarung auf dieser Card, weil ich mir nicht wirklich im Klaren drüber bin. Also das andere Titelmatch ist relativ klar von der Gemengelage, finde ich. Ja. Und bei dem weiß ich nicht so richtig, wo sie hingehen wollen, weil eigentlich McIntyre noch nicht ganz ready. Ja, Rollins eigentlich mit seinem Run durch, aber da könnte auch noch mal was Neues kommen, noch mal ein neuer Touch, vielleicht wirklich Judgment Day. Ist auch offen. Also dann könnte noch ein Cash-In kommen, das kommt auch noch dazu. Also da gibt es schon ein paar Sachen, die man spielen kann. Also ich finde das durchaus spannend von der Ansetzung her und es ist endlich aus meiner Sicht, Nakamura war es nicht und Finn Bella leider auch nicht, aber das ist endlich das erste richtige Titelmatch, was ich von Seth Rollins jetzt sehen möchte. Also wo ich wirklich Bock drauf habe und ganz ehrlich, ich wäre mit beiden Siegern fein, ich habe es aber gerade ja schon gesagt, derjenige, der verliert, da muss was passieren. Ja, und das finde ich sehr spannend für die nächsten Wochen und Monate. Bin da auch gespannt. Also wie gesagt, bin ich bei dir. Offenes Ende für mich auch. Ich kann das nicht so richtig einschätzen. Irgendwie gehe ich von einem Eingreifen aus. Andererseits wäre das auch wieder relativ schade für die Paarung, weil beide das auch ohne können. Aber gut, das ist auch nicht immer relevant. Du hast, wie gesagt, den Cash-In, der da rumort, hast gleichzeitig eine Promo von Cody Rhodes mit Damien Priest gesehen, den ja quasi als, was hat er gesagt?
als Typ, der hinter immer irgendwie hinter steht. Der nicht der Anführer ist, der immer nur dahinter steht. Ja, genau. Also, ne, der könnte jetzt natürlich übermotiviert auf einmal rauskommen, und aber vielleicht ist das auch einfach nur da, damit der Cody Rhodes verprügelt und ja. Ich weiß es nicht. Ja, bin ich, aber durchaus Spannung drin bei dieser Paarung. Also wie gesagt, vor ein paar Wochen habe ich gesagt, das würde ich gerne sehen. Einfach clean. Wahrscheinlich wird es so kommen. Und ja, aber es wäre auch nicht verkehrt, weil wenn Rollins einfach clean gewinnt, ja, obwohl der Drew McIntyre jetzt schon einen Sinneswandel durch hat oder beziehungsweise deutlich verbissener ist und es reicht wieder nicht, ja, es reicht wieder nicht für Drew McIntyre, dann müsste er doch noch mehr versuchen, jetzt da den Schalter umzulegen, und dann reicht es ja immer noch nicht. Also das wäre auch durch eine Story, die man spielen kann. Was ich halt immer mich frage, und du kannst mich jetzt abwürgen, wenn es zu lang dauert, aber was ich mich immer frage, bei Drew McIntyre spricht man immer davon, dass der diesen Moment nicht hatte, vor Publikum Champion zu werden. Und wenn der Heel ist, dann wird der ja, also gut, man würde ihn vielleicht doch bejubeln, aber eigentlich bejubelt man ihn ja dann nicht. Und deswegen glaube ich auch, ist das so ein Ding, dass die gerade zögern. Ne? Also sie wissen, glaube ich, selber noch nicht so, die wollen, glaube ich, auch ein bisschen auschecken, wie sind die Reaktionen in dem Match jetzt. Höchst spannend. Referieren die Leute. Mal gucken, wobei das natürlich bei Crown Jewel auch, also ich weiß nicht, das Publikum als maßgeblich reagiert in der Regel anders. Ja, das stimmt schon. Ja. Aber ich sehe schon auch, das hast du ja nicht mitbekommen, ich habe vorhin mit Dizzy auch so ein bisschen drüber gesprochen, ne? Seth Rollins, Theme-Song, ja, okay, aber hat auch ein bisschen verloren, finde ich, von der Gunst der Fans her. Also er ist schon beliebt, aber er ist jetzt nicht der hotteste Top-Babyface, würde ich sagen. Drew McIntyre mit seiner leichten Heel-Tendenz kriegt aber auch Pops. Bin gespannt, wie sie reagieren werden auf dieses Match, weil eben keine klare Rollenverteilung da ist. Es sei denn, man macht es in dem Match dann relativ schnell klar, dass Drew McIntyre eben hier Heel worked. Das kann natürlich sein. Und einfach, weil er verbissen ist, ja, weil er einfach unbedingt will. Ja. Und dann muss er aber auch scheitern. Also wenn das passiert, dann sehe ich da eigentlich keine Möglichkeit. Also, wie gesagt, Rollins gerne irgendwann jetzt zeitnah von der Kamera weg, und dann kann er sich auch recovern, weil er wohl auch in Wirklichkeit seinen Körper erstmal ziemlich geschunden hat. Sollte er dann besser auch tun. Und man braucht bei WrestleMania Star Power, und Seth Rollins ist sicherlich einer, der zu WrestleMania dazugehört, und dann frisch mit neuem Wind und was weiß ich, neuem Gimmick. Wäre das schon viel wert. Meinetwegen kann er auch noch mal eine Legende vernichten oder so. So ein richtig niederträchtiger. So ein Randy Orton vielleicht. Oder so ein CM Punk. Ja. Wo ist der eigentlich? Da weiß ich jetzt nicht, ja, aber man hört ja. Er wird passiert. Jetzt, glaube ich, nicht mit seinem ersten Match direkt nach Saudi-Arabien. Wo gibt es Geld zu verdienen? Also, weil das ist ja ein anderes Thema. Wir gucken mal, was wirklich rauskommt. Am Ende des Tages. Wie gesagt, ich halte es für die spannendste Ansetzung. Kann mir aber durchaus vorstellen, dass ja gar nicht so viel passiert. Ich hoffe einfach, dass man ein bisschen was traut sich. Ne? Und Drew McIntyre als Champion würde ich genauso nehmen. Also von daher durchaus was drin. Und Cashing gibt es ja auch noch. Ja. Also das wäre ja auch eine Möglichkeit. McIntyre gewinnt das Ding und Damian Priest Cashing. Oder halt The Judgment Day. Ja, genau, das ist es. Mein Lieber, Judgment Day ist für uns heute noch nicht, nee, aber wir werden uns natürlich das gespannt angucken dann am Samstag, was da rauskommt, und wir werden uns darüber die Münder zerreißen und, naja, darüber diskutieren, da bin ich mir ziemlich sicher, entweder weil nichts passiert oder weil was passiert, also irgendwas ist ja immer zum Meckern, dementsprechend werden wir das tun, mein Lieber, danke, dass du dabei warst. Punk kommt zurück. Punk kommt zurück, ja, wo gibt es Geld zu verdienen? In Saudi-Arabien. Naja, es ist, wie es ist. Ja. Mein Lieber, ich verabschiede mich vor dir. Danke bei dir, mein lieber Herr Streicher, immer wieder gerne. Ja, ich glaube, du warst letztes Mal Main Event, ne? Jetzt haben wir noch einen, der kommt jetzt noch, und dann machen wir die letzten Matches noch fix, und dann sind wir durch hier mit der Karte, mein Lieber. Dankeschön, dass du dabei warst. Ciao, viel Spaß bei der Sendung am Samstag. Machen wir. Es ist natürlich nicht der Shadow im Main Event. Nein, ich habe ihn heute. Ah, der Main Event ist heute der gute Lauchboll. Ja, der hat ja auch Vertretung gemacht. Der hat ja auch diese Raw live geguckt. Dafür bedanke ich mich, weil ich habe es im Nachhinein gesehen. Das war gar nicht mal so geil. Mein Lieber, schön, dass du da bist. Hallöchen. Bisschen, warte, ich mache den Attacken leiser. So, lauter, meine ich. So, so jetzt erstmal Probe. Ne? Hast du aufgepasst, welche Matches haben wir noch nicht besprochen? Eins ist leicht, eins ja, nicht. Ja. Wir haben noch den guten Roman. Ja. Und ich habe gerade schon überlegt, welches noch fehlen könnte. Und, Profi, der ich bin. Ja, Profi, der ich bin, weiß ich es natürlich. Es ist natürlich
Cody Rhodes oder John Cena, eins von beiden. Ich glaube, es müsste dann John Cena gewesen sein, nicht? Wahrscheinlich ist es Cena. Ja, dann fangen wir mal mit Cena an. So ganz falsch ist das ja auch nicht. Weil dieser John Cena, der wird ja auch immer wieder mal mit LA Knight und Roman Reigns in Verbindung gebracht. Ich glaube, das war meine Idee vorhin und dann habe ich es vergessen. Aber jetzt fällt es mir wieder ein. Und wir haben ja den Solo. Das ist ja auch quasi dieselbe Gemengelage. So, also John Cena gegen Solo Sikoa. Wir haben einen großen Namen. Wir haben einen richtig großen Namen und erstmal einen richtig großen Namen für Solo Sikoa. Wir hatten aber auch bei Austin Theory diesen großen Namen, John Cena bei WrestleMania. Der Output war dann nicht ganz so wahnsinnig bahnbrechend. Was machen wir denn jetzt mit dem Solo? Der ist jetzt da, der hat sich da jetzt irgendwie so reingedaubt, würde ich es mal ausdrücken. Und jetzt hat er so seinen ganz großen Namen und der John Cena, der zweifelt jetzt, weil der hat ja schon länger kein Singles-Match bestritten. Erstmal vielleicht grundsätzlich zum Aufbau. Gut oder eher so, nee? Naja, also, nee. Also ich mag Solo, ich mag auch Cena, aber das Match ist halt eben irgendwie so einfach mal aus dem Nichts aufgeploppt. Ja. Ich sehe keine Geschichte zwischen den beiden, außer dass Solo halt eben Cena mehrfach umgedaumt hat und das war's dann. Und jetzt mit dem Aufbau, mit der Nicht-Gewinn-Streak von Cena, das jetzt mit Solo, könnte sogar eher Solo schaden, als es ihm nützt. Das habe ich mir auch gedacht. Also grundsätzlich, ich habe es vorhin schon mal gesagt, als ich mit Reich darüber gesprochen habe, Solo wirkt hier so ein bisschen fehl am Platz, weil eigentlich war doch der Aufbau dafür ein Grayson Waller, nochmal ein Theory vielleicht gegen John Cena. Dann hat man auf einmal umgeschwenkt und dann ist dann auf Solo übergegangen, auch weil man John Cena immer wieder mal mit Roman Reigns auch in Verbindung gebracht hat und mit LA Knight. Man hätte hier auch tauschen können, John Cena gegen Roman Reigns machen können, LA Knight gegen Solo und auch das wäre eine Option gewesen. Die Verlierer sind definitiv Waller, ja, und Theory, ja, an der Stelle, aber ich hätte es durchaus spannender gefunden, also einen Waller hier zu haben. Nichts gegen Solo Sikoa, ich gehe da komplett mit. Der Typ, der ist seit ein bisschen was über einem Jahr da, ja, der macht einen tollen Run, er wirkt aber auch immer so als Aushilfs-Roman Reigns, ja, und ja. Jetzt kriegt er zwar einen großen Namen, aber wird er jetzt wirklich, wenn er ihn jetzt besiegen sollte, den John Cena, wird er davon profitieren? Das sehe ich eben nicht, weil dieses Momentum hat man doch mit Theory eigentlich schon verschossen. Ja, hat man auf jeden Fall. Und für mich sieht das so ein bisschen aus wie so ein Reboot Umaga gegen Cena. Die History werden sie spielen. Das ist halt eben dann die Frage. Also ich sehe es leider nicht, dass Solo gewinnt. Das wird Cena einfach nur, um diese Streak zu beenden, um halt dann den Pop noch bei den Saudis mitzunehmen. Den Wohlfühlmoment, weil das andere Match dann halt eben auch mit reinspielt in die ganze Sache. Ja. Und vielleicht dann noch wieder irgendwelche Ablenkungen und irgendwas, dass vielleicht dann Jimmy vielleicht Solo sogar den Sieg kostet und dann dadurch noch irgendwie wieder Reibung in die Bloodline reinzubringen und. Plus ein Cena, ja. Ist ja auch ein Kandidat, den man vielleicht noch für ein mögliches Survivor Series Match brauchen könnte als Face. Ja, Tech-Matches macht er ja ganz gerne mal nebenbei. Plus, Cena wäre aber auch mit dem Sieg durchaus ein Kandidat, vielleicht um mal gegen Roman Reigns zu gehen. Also das ist ja schon eine Möglichkeit, die man sich dann offen lassen würde. Muss ja nicht bei der Series passieren, kann ja auch bei WrestleMania dann sein oder was auch immer. Vielleicht dann auch ohne Titel, man weiß es nicht. Aber John Cena gegen Roman Reigns ist ja eigentlich ein Selbstläufer, auch wenn es das ein paar Mal gab. Wenn die Story passt, kannst du das erzählen. Ja, LA Knight scheitert jetzt vielleicht und dann ist John Cena der große Name, um dieses Jahr dann fix zu machen, vielleicht, um es rund zu machen. Und dann ist er wieder weg. Wäre natürlich aber auch wieder eine Ansetzung, die jetzt nicht so wahnsinnig prickelnd wäre, weil man eigentlich weiß, was passiert. Jetzt ist aber bei John Cena und Solo, wie gesagt, so eine künstliche Story. Ja, die funktioniert für mich nicht. Also für Solo ist es schwierig, weil, naja, eigentlich muss er sich jetzt mal irgendwie ein bisschen abheben, ein bisschen positionieren. Ja, er hat lange diesen Nimbus der Unbesiegbarkeit gehabt, das hat man ihm dann irgendwann genommen. Das war auch richtig so, um das gar nicht so weiter zu thematisieren. Aber es geht nicht weiter. Also er hat jetzt nicht unbedingt Absichten auf einen US-Title. Man hat mal ganz kurz geteased mit der Chili-Schoten-Kette. Oh, er könnte Tribal Chief werden wollen. Auch das hat man fallen lassen. Eigentlich ist er nur noch da. Und das hat auch damit zu tun, was die Bloodline-Story angeht, oder? Da ist halt einfach nichts drin gerade. Ja, ich sehe, dass man das im Hintergrund immer noch so ein bisschen spielt, dass Solo nicht mehr so der willfährige Diener ist von einem Roman. Also er versucht schon ein bisschen so seinen eigenen Weg zu gehen. Es fehlt aber halt eben noch der Breakout-Moment, wo er halt eben da rausbricht aus diesem ganzen Konstrukt.
Und ich würde ihn halt eben gerne als einfach mal den Zerstörer sehen, den er machen kann. Also er kann ja wirklich, könnte ja durch das Roster durchfräsen. Und es wäre legitim, weil er macht das im Ring, liefert er gut ab. Das ist eine imposante Erscheinung. Das Ding ist halt eben, wie er müsste quasi versuchen, Cena zu einem guten Match zu ziehen. Und ob ein Solo jetzt schon soweit ist, ja. Naja, gut. Weil man hat es bei Theory gesehen, dass es halt eben auch nicht wirklich gut war. Und Cena hat ja selber mal gesagt, also wenn er merkt, er kann dem das nicht mehr gehen, will er sie auch bleiben lassen, einfach versucht er würdig abzutreten und nicht so Undertaker-esque. Aber ist das nicht eigentlich die Story? Ist das nicht eigentlich die Story John Cena? Ist das vielleicht das letzte große John Cena-Match, was wir kriegen könnten? Dass er vielleicht wirklich jetzt hier nochmal den Veteranen-Move bringt, dass er nochmal ein frisches Talent overputten möchte, um dann abzutreten. Also, ich sag mal so, die ganz großen Namen, die das Business verstanden haben, die würden es so tun. Ja? Die Story teast man ein bisschen an. Kann natürlich sein, dass es jetzt noch nicht der Moment gekommen ist, dass man es nochmal irgendwie ein paar Monate zieht, vielleicht nur bis zum WrestleMania nochmal oder so. Die Frage ist ja aber, naja, nicht wann macht man es, sondern wie sieht es dann aus, sondern was hat es für Mehrwert. Ist das jetzt der große Payoff eines John Cenas, jetzt ein Solo in dieser Konstellation overzuputten? Das sehe ich halt auch nicht. Das ist so ein bisschen die Problematik. Das wäre dann halt für Solo noch zu früh, um ihn jetzt schon so overzuputten, weil er halt in keiner Position ist, auf die wichtigeren Spots zu gehen. Also egal, welchen Titel das wäre. US-Title. Also es wäre halt kein Gewinn für Solo, außer dass er halt eben ein Standing gewinnt, einen Cena besiegt zu haben. Aber es hätte ja auch anderen nicht viel gebracht, Cena besiegt zu haben. Leider nicht, nee. Naja, was machen wir damit? Also grundsätzlich rein von der Ansetzung her, so wie man es jetzt erzählt hat, müsste ein Solo für mich gewinnen. Ja? Eigentlich muss das so passieren. Aber ich sehe auch kein wirkliches Follow-up. Ich sehe eher vielleicht noch einen John Cena, vielleicht doch nochmal irgendwie zumindest geteased Richtung Roman Reigns. Das hat man ja zuletzt immer wieder mal gemacht. Ja, ob es dann nochmal kommt, ist eine andere Geschichte. Aber eine Konstellation wäre es ja schon. Oder, ganz wilder Take, LA Knight gewinnt den Titel. Ja, großer Upset. Und John Cena, LA Knight, da war ja auch was. Also, vielleicht gibt es das ja nochmal. Ja. Eher nicht, ja. Das ist schon ziemlich wild. Also, die Konstellation LA Knight, John Cena hätte ich auch so nicht gebraucht. Also, dann wirklich. Aber auch da. Auch da hat er ja, das muss man schon sagen, also er hat LA Knight schon in die Position gebracht, dass er gut funktioniert. Also er hat ihm schon nochmal geholfen an der Stelle. Und wenn er das mit Solo jetzt auch hinbekommt, wie auch immer das jetzt funktionieren soll, ja, dann ja, Hut ab. Dann hat dieser Run einen Sinn gemacht. Aber ich sehe halt, wie gesagt, nicht mehr, weil also, was soll Solo machen danach? Also er ist einfach der Lakai. Ja? Rausbrechen, hast du gerade gesagt. Naja, das Bröckeln der Bloodline. Ne? Jimmy ist eh so ein bisschen Quertreiber, war irgendwie schon raus. So, der Einzige, der eigentlich noch fehlt, ist doch eigentlich Solo. Und naja, wenn Roman Reigns irgendwann mal der Run zu Ende geht, dann ist die Bloodline sowieso hinfällig. Also dementsprechend, dann wäre der Moment gekommen, aber das haben wir halt noch nicht, diese Konstellation. Und vielleicht ist es jetzt einfach ein Mittel zum Zweck, dass man Solo jetzt den Sieg gibt, dass er dann für sich, ne, dass man so dasteht, dass er für sich jetzt langsam Selbstvertrauen hat, dass er sagt, ich könnte größer sein, ich könnte mehr, ich muss mich nicht hinten anstellen. Ich weiß es nicht. Das wäre aber nur auf eine Art möglich, indem ein Solo einfach John Cena in kürzester Zeit besiegt. Wäre interessant. Und ziemlich dominant. Also wenn er das kurz und knackig, sagen wir, in 3-4 Minuten wirklich Cena abfertigt, würde ihn halt eben auch dann gegenüber Roman als Gefahr darstellen, weil er halt eben dann wirklich zeigt, wie dominant er sein kann. Und da sind wir wieder bei Paul Heyman, der ja immer wieder gesagt hat, wir haben ein John Cena-Problem. Ja. Nee, vielleicht habt ihr ein Solo-Problem am Ende des Tages. Also das wäre schon eine Möglichkeit, ja. Also ein Upset-Sieg, also relativ schnell von Solo gegen einen nicht gut aussehenden John Cena, das würde zu dieser Story zumindest passen. Ne? Cena zweifelt und wenn das der letzte Move ist von einem Wrestler John Cena, ja, von einem Veteran John Cena, was mitzugeben für die Zukunft, könnte das funktionieren. Vielleicht haben wir es bei Theory gedacht, dass es passiert, da war es aber nicht der Plan, sondern jetzt soll es passieren. Könnte natürlich der Punkt sein, ja. Man könnte den Weg ja auch weitergehen, indem man dann noch die Geschichte mit Cena weiterspielt und sagt von wegen, es war doch nicht ganz sein letztes Match, sondern er will nochmal das Rückmatch haben und sagt von wegen, hier, du hast mich da auf dem falschen Fuß erwischt oder irgendwas und er bereitet sich richtig hart vor und dann beim Rumble oder so eine Sache einfach ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen und dann nochmal Cena gegen Solo und dann nochmal Solo den Sieg geben und dann hat er wirklich dann das Ding, weil er Cena zweimal besiegt hat. Ja, das wäre natürlich möglich. Wäre ein guter Aufbau für ihn. Das, was man mit Theory halt leider verpasst hat, ja, weiter zu featuren in irgendeiner Art und Weise. Also durchaus
gespannt, wie man es dann lösen wird am Ende des Tages. Ich hoffe nicht, dass hier einfach ein Jimmy kommt und dadurch dann ein Solo gewinnt. Ja. Das wäre ein bisschen mau. Und Cena, ja, du kannst du schon den Sieg auch geben, aber dann muss Solo trotzdem irgendwie muss er auch was mitnehmen hier aus diesem Match. Er muss gut aussehen. Und vielleicht ein Upset-Sieg am Ende von Cena, der nicht gut aussieht im Match und dann vielleicht einen Einroller durchkriegt, warum auch immer. Ja, irgend sowas Einfaches, ja. Aber ja, irgendwas Einfaches. Grundsätzlich, hat dieses Match irgendeinen Einfluss auf unseren wahrscheinlichen Main-Event? Ich denke eher nicht. Ich auch nicht. Und damit sind wir beim Undisputed WWE Universal Title Match. Es geht um die Undisputed WWE Universal Championship. Und ja, auf der Website sind das immer noch zwei Titel, aber nein, inzwischen ist es ein Gürtel. Dementsprechend Roman Reigns, ja, verteidigt mal wieder. Ist ja nicht so häufig, ja. Das letzte Mal. Der feine Herr. Der feine Herr, das letzte Mal, er lässt sich gern bitten in letzter Zeit, das muss man schon sagen. Immerhin war er jetzt zweimal bei SmackDown, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Er hat ein tolles Contact-Signing gemacht mit LA Knight, wo er sich, und das war neu, ja, wo er sich hat vorführen lassen. Also LA Knight, durchaus lustig gewesen, ja, wie er ihn da vorgeführt hat, und es hat funktioniert. Also, wir haben vorhin mit Lissy schon ein bisschen drüber gesprochen. Ist LA Knight nicht eigentlich der am meisten Over, wie sagt man denn? Der Wrestler, der am meisten over ist von allen Gegnern, die Roman Reigns eigentlich hatte bisher. Gemessen an der Crowd, wo es stattfindet. Also ich meine, mit KO hat man schon gut overgekriegt Richtung Rumble und Sami Zayn natürlich Richtung Kanada Cody auch extrem over. So, aber so over wie in LA Knight war schon lange keiner mehr. Also diese Reaktion, die er, egal wo es ist, zieht. Habe ich leider nicht mehr so erlebt. Und den Move, den er da gemacht hat bei dem Contract Signing, hatte schon so gute Stone Cold Vibes. So einfach dieses Zerstören, ja. Zerstören von Momenten, so von wegen, ich mache jetzt dein Ding kaputt und mache einfach, was ich will. Also ich habe da ganz klar einen Austin gesehen. Ja. Fand ich extrem gut. Es war auch mal schön, es war auch erfrischend, mal sowas wieder zu sehen. Mhm. Und er ist der Erste halt eben seit längerem, der Roman auf diese Art und Weise so respektlos begegnet. Weil alle anderen haben immer Respekt vor Roman und er halt eben einfach so, nö. Ist mir egal, wer du bist und wie du dich nennst, so, ich bin einfach, ich stehe über dir. Ah ja, habe ich gebraucht, da bin ich. Ja. Und das war ja auch die Story, das war so ein bisschen der Aufbau. Roman Reigns kam irgendwann wieder aus seiner wieder mal Pause, ja, und dann ist auf einmal ein LA Knight da im Main Event. Und Roman Reigns hat es gar nicht verstanden, ja, weil wer ist denn das überhaupt und was will der jetzt eigentlich von mir? Und das ist ja die Story, so müssen wir ein bisschen spielen. Auch in der letzten Promo hat man es nochmal gemacht beim Contract Signing, hat er ja auch nochmal gesagt, ja, ich bin halt in einem Jahr hier gewesen und jetzt stehe ich gegen dich und das hast du vielleicht verpasst, aber das hat einen Grund. Und das ist ja schon eine Geschichte, die funktioniert. Und dennoch ist es Roman Reigns, es ist der Tribal Chief, es ist der für die Neuzeit der Rekordrun, ja, auch wenn es jetzt nicht in Zahlen ein Rekord ist, aber es ist mit Abstand der längste Run, den wir seit vielen, 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 vielen Jahren haben. Roman Reigns ist der Übercharakter, ist eher der Über, naja, Lord, ja, der da drüber steht, derjenige, der ihn besiegen darf, ja, derjenige muss ein gemachter Mann sein danach. Ist LA Knight soweit und ist dieser Zeitpunkt schon gekommen? Nee, LA Knight ist nicht so weit. Ich meine, er ist over as hell, aber wenn er den Titel gewinnen würde, was dann? Du hast kein Follow-up und ich glaube, das würde das Momentum von Knight so schnell killen, dann könnte man ihn gleich begraben, weil es gibt nichts, was danach kommen würde, um ihn auf diesem Level zu halten. Und ich sehe in ihm halt eher den Jäger anstatt den Gejagten. Auch hier der Quervergleich mit Austin, ne? Ich habe es vorhin schon mal gesagt, Austin ist auch nicht sofort Champion geworden. Der war over as fuck über einen langen, langen Zeitraum. Man hat ihn, ne, over bekommen, weil er eben genau diesen Charakter weiter und weiter verfeinert hat und weil das funktioniert, dann natürlich, da kamen ein paar Umstände dazu mit Verletzungen und dann war er mal raus. Man hat diese Matches gemacht mit Brett und Owen. Ja, das hat alles funktioniert. Das war aber ein langfristiger Aufbau. Das hat sich gezogen über, naja, ich würde fast sagen, eineinhalb, zwei Jahre, bis er dann wirklich im Main Event angekommen war, bis er wirklich ein großer Champion war. Und das hat LA Knight noch nicht. Also das ist jetzt sein erstes großes, richtig großes Match. Es ist der erste Klimps, den wir kriegen. Es ist der erste Fingerzeig, hey, da könnte es hingehen für dich. Du musst es aber dann auch auf die Matte kriegen. Und ich bin gespannt, wie das mit Roman Reigns funktioniert. Denn die Matches von LA Knight bisher, die waren wrestlerisch jetzt nicht unbedingt überzeugend. Der ist over wie nochmal was, ja. Aber er ist eben im Ring kein Steve Austin. Er ist eben im Ring nicht der,
derjenige, der seinen Stil switchen konnte, ja, der vom klassischen Techniker aufgrund von Verletzung irgendwann zum Brawler wurde, der deswegen noch mehr overgegangen ist. Er ist nicht derjenige, der jetzt gerade in Vince McMahon Story laufen hat. So weit ist er noch nicht. Und ich glaube, das kann durchaus passieren, dass er hier das Match einfach wirklich deutlich verliert. Und viele werden wieder getriggert sein und werden ihn noch weiter anfeuern und dann wird er noch mehr diese Attitüde vielleicht reinbringen, die wir aus der Attitude-Ära kennen, wortwörtlichen Sinne. Ja, man muss halt sehen, dass die großen Matches, die Knight bis jetzt hatte, wie du sagtest, wrestlerisch nicht das Gelbe vom Ei waren. Also er lebt halt von seinem Charakter und wie er halt eben seinen Stiefel runterarbeitet. Was absolut fein ist. Aber die Matches sind halt eben alle ziemlich gleich. Und jetzt ist halt der große Prüfstein, jetzt muss er zeigen, gegen den Roman Reigns, der halt eben wie kein anderer Match-Psychologie kann, mitzugehen. Und da wird er seinen Stiefel, den er die letzten Matches gezeigt hat, nicht runterarbeiten können. Und jetzt muss er zeigen, was er im Ring wirklich kann. Und da hilft ihm auch der ganze Charakterbild und sein Charisma hilft ihm in dem Fall nicht weiter. Interessant. Und deswegen sehe ich ihn halt noch nicht auf der Stufe. Interessant ist ja, was man immer gerne vergisst. Ja. Roman Reigns ist noch gar nicht so viele Jahre dabei. Eigentlich ist Roman Reigns in dieser Konstellation das Greenhorn. Ja. Aber da reden wir nur über das Wrestlerische, was im Ring, wie lange er dabei ist, wo er herkam. Ne? Er kam aus dem American Football, wissen wir alle. LA Knight ist Veteran. LA Knight ist einer, der macht das seit 20 plus Jahren. Und der weiß eigentlich, wie es funktioniert. Ich bin sehr gespannt zu sehen, wer dieses Match callt. Ja. In der Regel ist es ja der Heel. Ja. Und in dem Fall wird es wahrscheinlich Roman Reigns sein, aber dennoch ist LA Knight eigentlich der erfahrenere Mann. Das vergessen viele, weil er eben auf der ganz großen Bühne erst seit kurzem stattfindet. Ja? Also er hat 20 Jahre gebraucht, um da hinzukommen. Und deswegen ist er, glaube ich, auch over, weil viele Leute ihm das ja irgendwo gönnen, ja, irgendwo mitgeben. Plus der Charakter ist hot und dennoch braucht er jetzt diesen Titel noch nicht. Das ist genau wie ein US-Titel. Hätte man ihm einen US-Titel gegeben, für was? Ja, der funktioniert doch so. Es ist doch wunderbar. Der unterhält die Massen, er kann am Mikrofon überzeugen und da sehe ich auch wieder Parallelen. Ne? Nicht nur zu dem Austin, auch zu dem The Rock. Das war auch kein Vorzeige-Wrestler. Der war auch nicht unbedingt derjenige, der jetzt 5-Sterne-Matches rausgehauen hat. Der hat von dieser Inszenierung gelebt. Ja? Und da haben wir gerade zwei, die hier eigentlich besser nicht positioniert sein könnten. LA Knight, für viele ist es zu früh. Ich glaube, es ist nicht zu früh, aufgrund der Reaktion, die er bekommt nach dieser kurzen Zeit. Und Roman Reigns ist ja sowieso, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, das ist der größtmögliche Name, den man gerade haben kann. Und die stellst du jetzt gegeneinander. Das ist schon durchaus clever. Ich sehe hier gar nicht viel weniger als ein Cody Rhodes. Cody Rhodes hat das Ding innerhalb von einem Jahr gemacht, ist dann im Main Event bei WrestleMania gestanden. Das ist keine andere Story. Und Cody Rhodes war davor auch kein Topstar. Ja? Also, irgendwo musst du anfangen, irgendwo musst du positionieren, irgendwann musst du ihn in diese Position bringen. Das macht man mit dieser Ansetzung, aber das muss man nicht mit dem Ergebnis machen. Ja, es wird halt ein guter Stolperstein sein für Knight, auf jeden Fall. Also irgendwann muss er einen Titel kriegen und ich sehe ihn dann wahrscheinlich wirklich erstmal Richtung US-Titel danach gehen. Gegen wie gesagt, KO, wenn, vielleicht mit ein bisschen mehr Standing. Nicht mal gegen KO, weil es ist ja immer noch die Sache Megastar gegen den Megastar. Mega geil. Ja. Das wäre natürlich promotechnisch vom Feinsten. Im Ring muss man dann gucken. Und dass Roman eigentlich, das wird das Match callen. Und vielleicht liegt es ja daran, dass ein Knight aufgrund seiner Overness und da dem Publikum was bieten will, gerne überpaced. Das scheint mir nämlich so. Deswegen versaut er auch manche Moves, weil er halt eben zu schnell ist. Und dann tut es vielleicht ganz gut, gegen den Roman anzutreten, der das Tempo auch halt gerne mal rausnimmt. Der ihn dann vielleicht auch mal einfangen kann und sagen, mach jetzt langsam, Junge. Das könnte ganz gut funktionieren. Ich denke aber auch nicht, dass das Match ewig lange gehen wird. Also das... Ja, weiß ich noch nicht. Also obwohl ein Roman kann natürlich auch mal eine halbe Stunde Match ziehen. Aber der kann eine halbe Stunde machen, macht zwei Headlocks. Also das und es funktioniert. Also ich glaube schon, ich glaube, das kommt LA Knight entgegen. Ich glaube, das kommt wirklich entgegen, weil er eben nicht viel mehr machen muss. Er wird seine Spots kriegen, ansonsten hat man Roman. Und du musst ihn ja, selbst wenn du ihn verlieren lässt, nicht schlecht aussehen lassen. Du kannst mit einem Jimmy spielen, du kannst mit einem Solo spielen, du kannst mit einem Priest teasen. Das gibt's ja mehrere Möglichkeiten, dass LA Knight hier nicht schlecht rausgeht, auch wenn er das Match in den Titel jetzt nicht gewinnt. Und ich glaube, genau das muss der Way to Go sein für ihn. Also er muss jetzt hier in Anführungsstrichen scheitern, ja, um dann irgendwann den ganz großen Spot zu kriegen, wenn er sich denn da beweist. Wie gesagt, das ist jetzt gerade auch ein bisschen abwiegen, ja, wie gut ist dieser LA Knight wirklich und wie lange
wird dieser Hype dann auch anhalten? Denn aktuell ist es nur ein Hype. Ja, es ist eben noch kein Megastar, auch wenn er sich so nennt. Wenn er das in dem Jahr immer noch ist, wenn er diesen Hype immer noch hat. Wunderbar, aber dann ist vielleicht auch der richtige Zeitpunkt, ihm dann den Titel zu geben. Müssen wir mal gucken, ob es dann wirklich darauf rausläuft. Aber grundsätzlich von der Ansetzung, ich glaube, egal wen du gegen Roman stellst, ja, natürlich werden 99% sagen, ja, Roman gewinnt ja eh. So. Und dennoch ist es für den Character LA Knight, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Match. Ja, auf jeden Fall. Also, was Roman die letzten Jahre bewiesen hat, ist, dass er es jedes Mal schafft, seinen Gegner auf ein höheres Niveau zu ziehen. Also bis jetzt ist noch kein Gegner aus einer Feder gegen Roman rausgegangen und hat am Standing verloren, sondern eher gewonnen. So sieht's aus. Und das muss man ihm wirklich hoch anrechnen. Auch wenn ich kein Freund mittlerweile mehr bin von seiner Regentschaft, das, was halt eben daran liegt, wie oft er antritt, also wie oft er überhaupt da ist, das nützt sich langsam wirklich ab und Leute, die früher über einen Lesnar gemeckert haben, sollten jetzt langsam vielleicht auch mal anfangen, über einen Reigns zu meckern, weil das sind ähnliche Formen an. Ich glaube, Reigns hat halt einfach diesen Plattline-Bonus, ja, weil die Story halt wahnsinnig gut war. Letztes Jahr, also von dem Jahr rein in dieses Jahr Richtung WrestleMania, die war wahnsinnig gut und deswegen hat er natürlich auch einen gewissen Bonus und da hat er uns ja angezeigt, dass er der Topstar ist. Ja, also wer das noch wegdiskutiert, sorry, der hat Wrestling da nicht verstanden. Er ist der größte Draw, den man hat, gerade auf der Card, dass er jetzt in Saudi-Arabien antritt. Okay, da geht es ums Geld. Ja, dass er bei der Series dann schon wieder nicht mehr dabei sein soll, wenn man den Deutschen glauben soll, dann ist es ein Problem. Kann aber auch durchaus dann sein, naja, vielleicht spielt man ja doch mit Upset. Also dieser kleine Zweifel, diese 1-2% Zweifel, die sind ja trotzdem irgendwie immer da. Und das kriegen sie ja immer rüber. Also das würde ich dem gar nicht mal nachsagen. Also bei jedem großen Titelmatch, ob es Sammy war, ob es Cody war, auch ein KO, du hast eigentlich immer das Gefühl, es könnte schon passieren, aber logisch wäre es jetzt nicht unbedingt, aber es wäre cool. So, und das schafft man ja dann doch immer wieder. Mal gucken, ob LA Knight derjenige ist, der ihn vielleicht nicht diese Woche, aber vielleicht in ein paar Monaten entthront, vielleicht Richtung Mania. Da haben wir ja auch noch einen gewissen Cody, der ja auch noch ein paar Ambitionen hat. Auch das hat man nochmal geteased. Das macht man ja auch nicht ohne Grund. Auf jeden Fall. Sehe ich hier nicht einen Titel. Deswegen hätte ich es fast interessanter gefunden, wenn es bei dem Priest-Match einfach mal um den Koffer gegangen wäre. Das wäre durchaus halt auch nochmal ein schöner Anreiz gewesen. Hätte man machen können, leider. Will man das gar nicht. Aber grundsätzlich, mal so overall, ne? Machen wir einen Deckel drauf hier auf diese Card. Ich habe es vorhin gesagt, von den Übergangs-Pay-Per-Views, von den nicht ganz großen Pay-Per-Views, ist das seit Monaten wahrscheinlich die beste Card, rein vom Name-Value her sowieso. Story-technisch ist aber trotzdem Luft. Ne? Also man hat schon ein bisschen auf die Bremse getreten zuletzt. Ja, manche Stories wirken ganz gut. Also gerade Drew und Seth ist extrem gut aufgebaut, finde ich, in kürzester Zeit durch die paar Promos, die hatten, ohne großartige direkte Konfrontation. Ja, die Frage ist immer, was hätte es sein können, wenn man mehr investiert hätte. Ja? Genau. Und andere Sachen wieder sind halt ziemlich luftleer. Also selbst das Frauenmatch finde ich halt eben wirklich ziemlich luftleer, weil du hast halt eben da 5 Powerhouses gegeneinander. Muss ich nicht haben, weil die fehlen halt eben an anderen Stellen. Muss man halt in dem Sinne. Und die Restcard ist da, ja, aber selbst da muss man sagen, Judgment Day thront über allem zurzeit. Was storytechnisch betrifft, so geht mir mittlerweile auf den Keks, muss ich sagen. Gestern bei der Raw habe ich das gemerkt, von wegen, das muss auch mal, da muss mal eine Pause her. Also pausiert die Story mal für 1-2 Wochen. Naja, das. Du kriegst dann wieder. Bis so serious nicht passieren, sind wir ehrlich, aber. Ja, leider. Ja, geh ich mit, aber das meine ich mit auf Bremse getreten. Also man hat jetzt nicht, also es waren jetzt nicht die Wochen und Monate der großen Storytelling-Geschichten, so wie man es letztes Jahr hatte, Richtung Survivor Series rein. Das war es definitiv nicht und das kriegen wir jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr rein. Dennoch ist es eine sehr brauchbare Card. Du hast mir jetzt natürlich diesen Flow mit LA Knight gegen Logan Paul und den US-Title ins Ohr gesetzt. Megastar gegen Megastar. Hätte ich jetzt durchaus Bock drauf bei der Series. Dementsprechend ja, lass mal den Roman noch ein bisschen Champion bleiben. Das ist schon. Okay. Ja, lass mal noch ein bisschen Champion sein und dann kann Cody nächstes Jahr seine Story endlich finishen. Oder auch nicht. Ja, mal gucken. Oder auch nicht. Aber es wäre dann doch schon mal schön, wenn das Thema dann auch irgendwann auf dem Tisch wäre. Ja, durchaus. Weil ich glaube, er kann es selber nicht mehr hören.
luftleer, hast du gerade gesagt. Cody würde ich damit reinnehmen, ist aktuell ein bisschen luftleer. Aber gut, das trifft auf andere auch noch zu. Und dennoch ist es eine brauchbare Karte. Also viel mehr, vielleicht ein Gunther noch, okay. Aber viel mehr hättest du jetzt unbedingt nicht draufschmeißen können. In der aktuellen Erzählweise, was man aktuell macht, was jetzt größer gewirkt hätte. Einige Konstellationen wären halt vielleicht noch ein bisschen besser gewesen. Wie gesagt, ob Solo der richtige Mann ist oder ob es nicht doch hätte in Warder sein sollen, sei mal dahingestellt. Vielleicht kommt der Punkt noch, wo man das dann tut. Bis hierhin. Okay. Hype-Level bei dir so? Ja, bei einer 6 von 10. Also ich bin auf einige Matches mehr gehypt als auf andere und deswegen kommt im Gesamtkontext dann so halt auf die 6 von 10 raus. 6 von 10 nehme ich. Ich habe gerade gesagt, Seth Rollins, Drew McIntyre ist für mich das spannendste Match von der Ansetzung her. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das Beste auf der Karte wahrscheinlich so vom Aufbau und vom Hype-Level her ist das, was am meisten reizt und der Rest wird wahrscheinlich nett anzuschauen. Wie eigentlich immer. Ja, also ich meine, wrestlerische Täuschen sind dann selten. Ja. Dennoch, Storytelling. Wir sind halt auch verwöhnt. Ja, wir sind halt auch sehr verwöhnt gewesen von der Bloodline-Story. Ja. Muss man auch mal sagen. Mal gucken, was dann dieses Jahr noch passiert. Ich glaube, so wahnsinnig viel wird es nicht sein. Und dann gehen wir frisch ins neue Jahr. Und dann haben wir ja gleich Rumble, Australien und alles schön am Ende. Also von daher. Dann liegt es aber halt jetzt an einem Triple H was anderes zu finden, weil die Bloodline gibt es nicht mehr her. Was, das wird der ja auch nicht. Und Judgment Day auch nicht wirklich, weil es ist schon mittlerweile eher mehr ein Punkt zu nerven. Das ist ein schönes Schlusswort. Und deswegen. In der Hoffnung, dass was passiert. Wir gucken uns das natürlich wie immer an. twitch.tv/herrflöter mit OE geschrieben. Und da sind alle Menschen da, die heute hier zu hören waren. Bin mir sehr sicher. Das war der Lauftal. Auch er streamt auf Twitch. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Er übernimmt gerne mal, wenn ich mir mal Zeit verbasel oder nicht da bin. Ja, das macht er gerne mal. Er guckt auch Wrestling. Er macht auch andere Sachen. Er spielt auch ein bisschen. Auch Wrestling, aber auch andere Sachen. Wir müssen doch eine Runde Wreckfest spielen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Das kriegen wir hin. Das machen wir nicht jetzt klar. Und er ist natürlich der Hamsterbeauftragte. Wenn bei uns True Crime ansteht, das solltet ihr nicht vergessen. Deswegen sage ich an der Stelle Dankeschön. Auf Wiedersehen an alle, die uns jetzt auf YouTube gesehen haben. Wir diskutieren jetzt hier noch ein bisschen weiter, ganz entspannt, ja, und gucken mal, was uns so da ansteht in dieser Woche. Wir gucken natürlich noch SmackDown, ja, das ist getaped, ja, alles gut und schön, aber das gehört jetzt dazu, das nehmen wir mit. Freitagnacht, 1 Uhr, wohlgemerkt. 1 Uhr, diesmal kriege ich es hin, weil wir haben Zeit umgestellt, die anderen nicht. Also 1 Uhr SmackDown am Freitag und dann 17 Uhr die Kickoff-Show am Samstagnachmittag und 18 Uhr ist dann. Ja, Crown Jewel. Und dann gucken wir mal, was da passiert. Ich hatte noch eine Frage an dich. Wie lange machen wir mit diesen 8 Matches? Ein Kickoff-Show-Match. Wie lange gehen wir? 3,5 bis 4 Stunden werden wir kriegen. Glaube ich auch. Bei 8 Matches auf jeden Fall. Beim letzten waren es 5. Vor ging knapp an die 3 Stunden. Wir werden bei 4 Stunden rauskommen. Ne? Da hat man auch schon. Also von daher, mal gucken. Also Rollins gegen McIntyre, die können sich schon ordentlich 20, 25 Minuten geben. Ja. Damit. Und Roman Reigns sowieso. Also von daher. Da haben wir schon eine Stunde weg. Da haben wir schon eine Stunde weg, so sieht's aus. Und wir gucken uns das Ganze an. Ganz entspannt. Weil, geile Uhrzeit. Ja, besser geht's für uns nicht. Wie gesagt, über das Politische sollen sich andere im Kopf machen. Gut finden wir das alle nicht, aber wir können die Welt auch nicht retten, wenn wir es nicht gucken. Ist auch keinem geholfen, dementsprechend. Dankeschön, auf Wiedersehen YouTube. Ihr seid jetzt raus.